So, Test 1, 2. Moment, jetzt klinke ich mich im Discord auch noch kurz ein. Philipp, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Moment, Moment. Philipp ist da. Ich hoffe, im Chat ist auch alles zu hören, was zu hören sein soll. Ad <laughs> läuft. Hi. I see. Ich habe übrigens rausgekriegt, warum ich neulich Geräusche hatte, wenn ihr hier die äh, Bilder getriggert habt, die GIFs getriggert habt, weil man das im Stream Elements abschalten muss, sonst spielt dein Standard Sound ab. Okay. Philipp, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo. Na, hervorragend. <laughs> so gut. Ja, ich bin hier im Hintergrund noch so ein bisschen <laughs> an den letzten Details beschäftigt. Aber an den letzten Details, du machst deine Liste jetzt. I see, ja, see. Na, genau, genau, ich jetzt. Genau, wir sind heute leider nur zu zweit. Taya lässt sich entschuldigen. Die hat ja so wetterbedingt und diverse Migräne-Geschichten hin und wieder und ja. Weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das immer so eine Kombi aus Stress und Wetter und allem zusammen. Kann ich gut nachvollziehen. Nach so einer Woche mit, was war es hier, 38 Grad oder so? Gefühlt. Das, ne, bei mir waren es auf jeden Fall mindestens 37. Für den Tag waren, glaube ich, sogar 38 prognostiziert. Ich bin nicht ganz sicher. Aber es war jedenfalls zu warm, fassen wir das so zusammen. Und äh, ja, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Wenn man dann eh zu sowas neigt, dass einen das mehr stresst als gewöhnlich, dann ja, sehr gut. Tanja hat erstmal Punkte in das Lootkäppchen Gepumpt gewissermaßen. Sehr gut. Ja, wenn das so weitergeht, dann werde ich nächste Woche wahrscheinlich wieder Elden Ring spielen. Schauen wir mal. So, aber nun zu etwas völlig anderem. Und zwar zur sechsten Episode von Synopsis, bei der es heute um Remakes gehen wird. Moment. Warum kommt mein Browser nicht? Ja, hallo. Moment. Wen haben wir da? Bei mir ist gerade jemand aufgeploppt. Was? Im, Im Discord oder der, was? Ich habe keinen Plan, Mann. Ja, der, nee, im, äh, ich streame auch parallel und ach da so, ist gerade. Ach so. <laughs> ist gerade jemand auf. Also nicht wundern, wenn ich jetzt nebenbei äh, Leute begrüße. Ich bin nicht ah, schizophren oder so. Nein, nicht mehr als sonst. Tanja so, warte. Sagt da, genau, nicht mehr als sonst. <laughs> so, jetzt sollte auch der Browser da sein. Sollte jetzt auch im Stream zu sehen sein. Ja, heute geht es um die besten, schrägstrich, schlechtesten Remakes oder Reboots. Ja, Phil, wie machst du das, wenn du im Discord noch quatscht mit den Leuten? Oder oder schreibst du mit denen im Discord? Wie machst du das? Nee, bei mir im Stream, im Ach so, ach so, im Stream, alles klar. Nee, dann ist alles fein, okay. Weil sonst im Discord bin nicht. Na letztlich, wir könnten das natürlich parallel zukünftig auch so machen, dass man auch den Discord-Feed mit einbindet, dass wir einen Raum machen, wo man dann auch noch chatten kann nebenbei. Aber also mit Teilnehmern und so, weißt du? Das geht ja über dieses lustige discord plackern auch. Aber naja, machen aber wir heute erstmal noch nicht. Nee, <laughs> so. ich glaub, das, das wird dann, glaube ich, aus noch, aus. noch chaotischer, als es ohnehin schon ist. So, ja. heute ist es vielleicht dann nicht ganz so chaotisch, weil wir nur zu zweit sind. Das heißt, der Anime-Anteil wird heute niedriger sein, vermutlich. Ah, ja, wird auch. <laughs> Film macht das heute komplett allein, die, den Anime-Part. So, aber. Also nochmal kurz zum, zum Beschreiben, worum es, worum es geht. Es geht um die besten und schlechtesten Remakes und Reboots. Und zwar grundsätzlich aus allen erdenklichen äh, Genres. Moment, ich mache hier mal parallel Dinge. Lassen Sie sich nicht irritieren. Äh, und zwar aus quasi allen erdenklichen Genres. Da kann also Games, Serien, Filme, alles durcheinander dabei sein. Das war so ein bisschen das Konzept, dass wir da uns nicht zu sehr nicht zu sehr einzuschränken versuchen. Vielleicht sollten wir zu Anfang erstmal kurz definieren, was denn ein Remake und ein Reboot überhaupt sind, damit so ein bisschen klar ist, worum es geht. Und wir werden bei vielen, also zumindest bei meinen Beispielen, kann man immer manchmal so ein bisschen streiten, ob es ein Remake oder Reboot oder so ein Zwischending ist. Das ist manchmal tatsächlich gar nicht so. Gar nicht so 100%, so 100 klar. Aber Phil, du kannst gleich gerne deine Meinung dazu sagen. Ich würde mal kurz beschreiben, wie ich das verstehe. Ein Remake ist für mich eine mehr oder minder sich an der Originalstory direkt entlanghangelnde Neuverfilmung eines Stoffs. Also sprich, du weichst mit der Story nicht ab von dem Original, sondern bringst im Prinzip die Story, die es schon mal gab mit dem gleichen Ablauf neu auf die Leinwand. Ja, man kann sich ein paar Freiheiten nehmen, dass man das vielleicht in eine andere Zeit oder irgendwas versetzt. Das würde ich auch alles noch als Remake ansehen, aber du änderst halt nichts Maßgebliches an den Figuren oder an der Handlung. Bei einem Reboot, zumindest so wie ich das äh, verstehe, nimmst du im Grunde sozusagen die Ausgangslage, die Ausgangsidee einer, einer Story. Und dann machst du unter Umständen was anderes daraus. Du nimmst zwar die gleichen Figuren und auch die Welt oder sowas, aber biegst das halt alles ein bisschen, a, ein bisschen um und startest sozusagen in eine neue Richtung. Hältst dich also nicht so sehr am Original wie bei einem Remake. Da gibt es ja tatsächlich Remakes, die wirklich Shot für Shot Original genauso... Ähm, abgefilmt sind wie der Originalfilm. Ne? Das sind dann 1 zu 1 Remakes quasi. Bei einem Reboot ist es eher so, dass du das Ganze durchaus adaptierst, die Figurenkonstellation änderst, vielleicht auch neue Figuren mit dazu nimmst. Aber der Grundplot bleibt sozusagen irgendwie in irgendeiner Form erhalten. Ja, kompliziert. I know. <laughs> Philipp, hast du da noch irgendwas aus ähm, deiner Sicht? Eigentlich nicht. Also so wie du es sagst, hätte ich es jetzt auch gesehen. Ähm, ja, ja. ja, bei Videospielen hätte man jetzt halt noch Remaster. Ich hatte ja letztes genau, Mal ja. uh, Reimagination Re rein. <laughs> Stimmt, du geworfen, hast noch einen dritten. Aber ja. das, ähm, das ist eigentlich das, was. Es ist, ist eigentlich ein Reboot, finde ich. Ja, ähm, ja, das ist so reboot Bei so Reimagination hast du ja. halt ein Universum letztendlich, ein gesetztes, mm, aber mm. du machst sonst alles neu. Ja, ja. Das ist sowas wie ein erweitertes Reboot, wo du auch den Kanon noch änderst oder genau, irgendwie solche genau. Sachen. Jetzt, genau. äh, jetzt ist gerade jetzt frage ich mich gerade, ich habe mich da hab mir darüber vorher nicht äh, groß Gedanken gemacht, aber mhm. ist äh, der neue Dune ist das ein Remake oder ein Reboot? Weil ich der glaube, schon sehr also ich, ähnlich ist zu dem ich würde, von Dings. Ja, also ich würde den als Remake sehen. Weil es ja, gibt ja, ich auch. also ich kenne ja die Lynch, ich habe die Bücher nicht gelesen, gebe ich zu, genau. aber ich kenne die Lynch-Verfilmung und äh, die Szenen, also vielleicht nicht jede Einstellung in den Szenen, aber das, was passiert, die Figuren, die auftreten. Der grundsätzlich Aufbau und so Das ne? ist ja alles identisch. Der genau. Angriff der Harkonnen und so weiter. Das, der einzige Unterschied ist, dass Denis Neuf das jetzt in zwei Teile teilt, was David Lynch damals irgendwie in einem Film versucht hat äh, abzubilden. Aber das ist für mich ein, ein Remake, ja. Aber es ist ja auch eine Buchverfilmung letztendlich. Von daher ist halt die Frage: Ich habe die nicht gelesen, inwieweit mm. das Buch das auch alles vorgibt, ne? Und wie man sich dann dran hält. Naja, gut, das aber so du kannst ja, du kannst ja abweichen. Ne? Also, ja, ja klar, kann das man, ist kann ja man dann man bei einem Reboot das Ding, ne? Ob du eins zu eins eine werkgetreue Übersetzung machst oder ob du halt sagst, ach, wir nehmen uns da so ein paar Freiheiten. Ich bin übrigens sehr gespannt auf die ersten Reviews, sobald äh, The Rings of Power anläuft auf Amazon. Ich, ich habe jetzt mehrere hier, Videos gesehen dazu und das muss eine absolute Vollkatastrophe werden. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Schauen wir mal. <laughs> wir haben ja, ähm, also du hast das letztes Jahr auf Facebook geschrieben, das ist ja äh, ein, ein kommendes, wir haben ja ein kommendes Remake und zwar Interview mit einem Vampir. Ja. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich ein Reboot. Ja. So also von dem, was man bisher gesehen hat. Sah das schon sehr anders aus? Ja, warte mal. Wohl, naja. wo, wo wird denn das laufen? Warte mal. Äh. Äh, war das Netflix oder Amazon? Irgendwie sowas, oder? Ich weiß es nicht. Oder war gesagt das ein Kinoding? Nee, das ist eine Serie. Das ist eine Serie, die da rauskommen soll. Ach, ja, ach das war eine Serie. Das Stimmt. Ist eine, eine das ist Season. das Einzige, was irgendwie interessant klingt daran. Ehrlich gesagt, dass das eine Serie <laughs> ist. Hier, warte mal. Interview with the Vampire, das ist das neue. Comic-Con. das neue Ding Sam hier. Reed. Fernsehserie. Also ich hab's hier bei IMDb gerade, achso, das Pl ist mein Stream wahrscheinlich auf, ne? Ja. ja, genau. Über den Plot weißt du noch nicht so viel. Den Trailer fand ich jetzt aber so, hm. Amazon sagt also Amazon? Ja. Hm, möglich, sagen. möglich. Also hier steht nur Fernsehserien, also mehr steht jetzt hier nicht, dass sie das irgendwie direkt produzieren. Ja, meine, also weiß, AMC, vielleicht bringt es Amazon auch AMC scheint der äh, AMC, äh, Producer ja. zu sein. Die haben auch Walking Dead gemacht, oder? AMC ich würde behaupten. Das ja. ich, nicht. ich würde behaupten, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das heißt ja nicht, dass. Daraus lässt sich ja nicht ableiten, bei welchem Anbieter das dann laufen wird. Das werden wir sehen. Aber der Trailer, ja. der Trailer war schon mal so. Also, zum einen bin ich nach wie vor der Meinung, ein Reboot davon ist Uchtzig. überflüssig. Der Originalfilm ist bis heute. Großartig und ich kann mir nicht vorstellen, dass du es mit irgendwelchen Schauspielern hinkriegst. Eine bessere Chemie, als hier äh, die, die Originalcrew hinzukriegen, ne, die alle großartig waren auf ihre, auf ihre Art und Weise. Ja, ich bin dem aber nicht völlig ich, abgeneigt. Also, ja, wie gesagt, ich bin ja... Wenn die, die das gut erzählen können und so. Ne? Bin ja, ja, ich bin ja da Ahnung. offen. Ich bin ja offen, so ist es ja nicht. Ich gucke mir das ja äh. an. Ich habe mir auch zwei in der Folgen der sah das anders aus. <laughs> ja, ich okay, bin... Den den eher. Ich bin aber ähm, ja. lediglich darauf eingegangen, dass es unnötig ist und der Trailer ja. auf mich diesen typischen blankpolierten, aalglatten, in Kunststoff verpackten TV-Serien-Look hatte. Sowas, was aber alle modernen Serien irgendwie haben, die sehen alle künstlich aus. Das ist alles zu glatt, zu sauber, zu, weiß ich nicht, äh, merkwürdig irgendwie. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Da kommt also ein äh, Re. Make, Reboot, was auch immer, weil wenn es eine Serie ist, muss eigentlich es eigentlich ein Reboot sein. sein. Ne? Ja. Ja. Weil sie werden sich wahrscheinlich mehr Story schnappen als jetzt nur die Originalsequenzen, äh, keine Ahnung. Oder sie walzen es wieder ewig aus und packen im Grunde nur den Originalfilm da rein in acht Episoden oder so. Wir werden sehen. Ein anderes äh, remake make boot keine Ahnung, auf das ich mich sehr freue, ist ja Dead Space. Das wird vermutlich ja, ein Remake, aber doch irgendwie auch ein Reboot, weil sie wohl angekündigt haben, sie werden wohl an einigen Stellen ähm, Sachen ändern oder, oder erweitern. Da weißt du mehr als ich. Ja, vom Spielsystem und es wird wohl auch, äh, Isaac wird wohl auch reden und sie werden wohl an einigen Stellen die Story auch ein bisschen erweitern. Also es ist kein strenges Remake, mhm. sagen wir so, nach dem, was sie angekündigt haben. Hier steht zwar Remake. Aber nachdem, was sie kommuniziert haben, die Entwickler, ich habe da mehr diverse Streams geguckt und so, geht es schon so ein bisschen auch in, über, über ein Remake hinaus, sagen wir so. Ja, wir werden Aber sehen. Also wir werden sehen. Ich bin das sehr, sehr ist gespannt. Ein Remake. Ja, also ja, offiziell, offiziell ja und na, wir werden sehen. Ich hoffe, das kriegen Sie hin. Das zu versauen wäre wirklich, dann sollen Sie die Necromorph holen. So, aber gut, ähm, jetzt erstmal wieder zurück zum Thema. Also, Remakes. Wir sind und, im Thema die ganze Zeit. Ja, you know what I mean. Also, ich meinte jetzt nicht, nicht äh, äh, bei, nicht bei Dingen, die noch, die noch kommen, sondern bei Dingen, die schon da sind. Das meinte ich eher. Und ja. ähm, das hier: Ringe der Macht ist kein Remake oder Reboot. Das ist ja kein, äh, keine Neuauflage des Herr der Ringe, sondern spielt ja im zweiten Zeitalter irgendwie pff, zigtausend Jahre vorher. Irgendwie. Aber wird wahrscheinlich furchtbar werden. Wir werden sehen. So, aber nun zurück zu unserem ursprünglichen zu unserer ursprünglichen Idee. Also, jeder hat so ein paar Sachen zusammengestellt. Ich habe das hier nach gut, mies, okay und richtig Kacke sortiert mit Tags. Und äh, ja, <laughs> schauen wir mal. Phil, magst du anfangen? Ich, ich, also, ich kann schon mal, ja, ich könnte anfangen. Ich kann mhm. schon mal vorweg sagen, dass ich ähm, kaum Schlechte habe auf meiner Liste. Was ja, überraschend ja. sein kann. Erstaunlich. Ähm, das ja. übernehme ich dann. Ja. Ich habe tatsächlich mehr Positive gefunden. Ich weiß nicht, ja, ob, ich, ja. ob ich falsch gesucht habe oder irgendwie verdrängt <laughs> habe oder es nostalgisch als, ach, das war gar nicht so schlecht betrachte. Naja. Ähm, womit fangen wir denn an? Äh, Ach, mir, ist das, mir ist das total Wurst. Würfel das aus, Phil. Mach einfach ja, irgendwas. Ja, 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 sagen, so, sagen wir so zum Thema zum Thema schlechte Remates. Mir, mir geht es ja auch ein bisschen drum, nicht nur zu sagen, ey, das haben sie super gemacht, geiler Film, sondern sich damit auseinanderzusetzen, warum hm. ist es denn schlecht? Oder warum ist es ja. denn gut? Was ist denn, was haben sie denn ja. verkackt ja, ja. oder so, ne? Weil ja. das ist ja, ja. ganz häufig äh, ja, ein Thema. Dann, dann fang ich mal, dann fange ich mal mit etwas Gutem an. Na dann los. Ähm. Ja, ich, äh, ich antworte mal kurz auf meinen Chat. Äh, Chat. Ich bin da offen. Also, ich ja. kann gerne da reinschreiben, was, was schlecht ist. Äh, ja, wir können Chat. dann darüber diskutieren in der Runde hier. Genau, Chat so, generell bei ähm, mir auch. Ne? Falls irgendjemand hier am Start ist, schreibt gerne eure Flops und Tops aus dem Reboot-Remake-Sektor hier rein. Nehmen wir gerne auf. Genau, also ich fange mit was Gutem an und äh, bin in dem Bereich Videospiele mhm. und nehme da. Und Da werden sicher einige schon widersprechen, <laughs> <mit mir> <laughs> aber für mich war ein gutes Remake Tomb Raider Anniversary. Hast du die gezockt? Ah, ja, das war der, die Neuauflage des allerersten Teils. Genau, ne? das war die mhm. Neuauflage des allerersten Teils. Fand ich gut damals. Remake Oder ja. Reboot sogar, ja. könnte man fast sagen. Ähm, mhm. Fand ich super, weil es hat alles... Alle Elemente aus dem ersten Teil eingefangen, also zumindest so die Locations und die halt einfach aufgewertet. Genau, und, die Grafikengine äh, war also neu. Also ne? in den ersten Teil in ein neues Zeitalter gebracht. Das sah alles hübscher aus. Ja, ja. Ähm, aber es hat nichts vom Kern des Spiels genommen. Das war alles fluffig, super. Also, hat, ich habe ja, viel Spaß mit diesem ja, Teil. Ja. Fand ich, damals, ähm, fand ich damals auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, weil sie es gerade technisch aufgewertet hatten, das sah alles richtig gut aus. Die Steuerung war geil. Genau, das war ja noch so ja. ein Zwischenengine ja so Zwischen nach diesem Tomb Raider mm. Reboot, ja. was es ja auch noch mal dann gab mit der, mit der jungen Lara. Moment, aber das aber kam das doch vorher. Anniversary kam doch vorher. Genau, genau. Das war halt davor. Deswegen meinte ich, das war noch so ein Zwischending. Ach so, das es, meinst du. Ja, hier es kam ja von, später dieses Reboot von mit der jungen Lara, wo genau. quasi ja alles neu gemacht wird. Ja, ja. Ähm, das hätte ich, das das ja hätte ich übrigens. Lara. Das habe ich übrigens auf der Liste, falls wir da nachher noch ah, mal ja, ja, ich, ich <laughs> drüber reden wollen. Da, das hattest du sicher nicht. Die Anniversary. Nee, gedacht. die Anniversary nicht in der Tat. Die habe ich damals ja, ja, aber ja, auch gespielt und auch gut gefunden. Ja, hm. ja genau. Ich, ja, ich kann da gar nicht so viel sagen, weil es halt auch ein Videospiel. Also ich, ich habe ja schon oh, im, im Kern oh. angesprochen, was sie gut gemacht haben. Sie haben halt einfach neue Gameplay-Elemente genommen, die man halt auch aus. Da gab es ja noch andere Legends und so. Ja. Ich glaube, es waren nur drei. Legends war danach oder davor. Weiß ich jetzt Boah, nicht genau. Keine Aber diese, diese Engine, die sie da genutzt haben, ja. die haben sie halt da genutzt. Die hat sich bewährt. Das, Legends war ein eigenständiges Spiel. Das war auch äh, gut rezensiert. Mm, mm. Ähm, ja, und halt einfach hübsch gemacht. Also, ja, schön. Musik ja. haben sie auch ein bisschen aufpoliert. dieselbe Was Musik, bloß in HD ja. quasi. Was ich halt schön fand, Was war, ich das ich sehr toll fand, immer dieses... Ja. Dü, genau. Dü, 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 dü. Das ja. war wirklich mal zeitgemäß aufpoliert, technisch, ne? lief super gut, sah gut aus und vor allem fand ich es schön, dass der, der Fokus da mehr auf Puzzeln und, und Springen und Klettern und sowas lag und weniger auf Action, wie das ja dann in dem späteren Reboot genau ab 2016 der Fall war. Und so. Genau. Und das war so richtig gechillt, da konntest du ein bisschen durch die Gegend, musstest dann so ein paar clevere Rätsel lösen und konntest da an Wänden rumkraxeln und irgendwie sowas. Ne? Und. Lara sah dann durch die neue Grafik Engine halt auch mal wie so ein Mensch aus und nicht so pixelig, wie man das so kannte von den, von den Originalen, ja, wo das alles so eckig so war, so Polygone. Waren jetzt auch nicht die Älteren, aber ja. Hast du dir mal also, die, ja, Hast du dir ja, mal das okay, Model aus okay, Tomb Raider 1 okay, angeguckt? Ja, ja, ich ich habe dich gerade nicht ausreden lassen. Warte mal. Originalen, <laughs> ja vom Originalen, ja. Ich dachte, <laughs> du hast dich, weil davor gab es ja auch Teile und da sah es ja auch schon, schon besser aus. Aber im ersten mm, Teil natürlich mm. nur mit ähm, Pyramidförmigen Oberweiten und das war so das Detaillevel, was man dann damals irgendwie so hatte. Ne? Und seitlich, die Brüste waren dann mehr oder minder eine Pyramide. <laughs> <laughs> so also die hatte keine, keine Rundung, kein gar nichts. Real das <laughs> are pyramids oder Genau, das war. <laughs> ja. Da gibt es auch, auch geile Cosplay-Zone, wo Leute ja, dann so ja, diese, ja, diese ja, Pyramidenbrüste nachmachen. Genau, und ja, ja, das ist halt natürlich so ein Ding, ne? Da hast du dann gemerkt. Da hat die neue Engine dann glaube, den Flair doch noch mal ein bisschen aufpoliert. Gab mhm. es nicht sogar noch so ein, so ein, so ein ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, Cheat? Also gab es nicht so einen Unlock, irgendein Gimmick, wo man als altes Lara-Model spielen konnte? Mir war so. Boah, das kann sein. Da gab es bestimmt diverse Uniformchen, Mir die man so. sich da anziehen konnte. Das ich glaube, war, ja. Ich ja. glaube, man konnte das. Also man konnte ihr, die, genau, man konnte ihr diverse Outfits anziehen. Da gab es ja. nämlich auch von Underworld und von Legends und so. Ja. Also von anderen Titeln. Und da war halt ja. auch die erste dabei, was ich sehr witzig fand. Naja. Ja, ja, so. klar, so Retro, Retro, geschichten irgendwie, ne? Das ist schon interessant. Aber allein so an, an Lara Croft, ne, äh, sich so lang zu hangeln als so ikonische Figur. Äh, lang hangeln. Und ach, Muhaha, Spitzenwitz. Ja, äh, und äh, <laughs> nee, aber ich meine, so diese Iterationen, die sie halt so durchgemacht hat. Ja. Ne? Allein das ist schon super spannend. Wenn man sich anguckt, Im der, erste, Sinne. der erste Teil kam, <laughs> lass mich lügen, 7, 97, Tomb Raider 1? Irgendwie so, ja. Ich weiß nicht Warte genau. Mal. Mitte 90er. 96, hier, ja, so Pi mal Daumen, ne, in dem Dreh. Hier, erster Teil 96. Ha? Genau. Und dann endete das Ganze jetzt hier mit Shadow of the Tomb Raider zunächst erstmal 2018. Und das ist halt ein so ein geiles Beispiel, ne, wie der Spielstil. Spielablauf, Grafik und so weiter sich so krass geändert hat. Du brauchst eigentlich dir nur die Tomb Raider Titel angucken und hast ein perfektes Abbild von technologischer Entwicklung in Videospielen. Das ist einfach echt abgefahren. So, ja, Tomb Raider. Genau. Könnte also durchaus sein, dass das hier vielleicht nochmal auftaucht äh, so im Verlaufe unserer unserer äh, Aktionen hier. Ähm, und ja, da ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen die Frage, ist das ist dein Anniversary für dich ein Reboot oder ein Remake nee, gewesen? Das ist für mich ein Remake. Ja, ne, ein weil storymäßig war es ja das ja, Gleiche, ne, das nur sie haben es nah. halt an einigen Stellen ein bisschen poliert und ja. so. Ja, genau. genau, genau, genau. Ja, alles klar. Das wäre, also hätten wir mit einem Game eröffnet. Ich mache jetzt weiter mit einem Film und zwar standesgemäß mit einem Horrorfilm und zwar mit einem der wenigen Horrorfilme, wo ich das Remake sehr, 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 sehr viel besser finde als das Original. Und zwar, Jetzt und zwar The Ring. Die oh. 2002er Version, lass mich lügen hier genau, The Ring äh, mit ähm, Naomi Watts, die ich auch sehr, sehr mag und sehr, sehr gerne sehe. Hat natürlich dem Film dann auch nochmal geholfen aus meiner Sicht. Äh, eine Neuverfilmung. Von The Ring, was ist im Original? Also im japanischen Original, ist das irgendwie Ringu, ne? Heißt das, glaube ich, im Original? Ja, ich glaube Ringu. Warte mal, gibt es den hier? Ringu. Also wird es ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob das auch so Ja, ja, ja. The Ring, das Original, das ist es, glaube ich. Im japanischen, hier, der ist von. Nee, Moment, das kann nicht sein. Der kann nicht von 2003 sein, wenn. Aber es ist jedenfalls der Film. Also wahrscheinlich kam der 2003 in Europa raus, nachdem das Remake erfolgreich war. Keine das Ahnung kann sein, ja. Aber das ja. Remake ist von 2002. Und ich habe auch die, ähm, die Bücher gelesen. Ich glaube, Koji Suzuki hat, äh, war der Autor, glaube ich. Warte mal und wir hier jetzt gleich mal vollkommen medienfremd abdriften in äh, Büchern. 1998 so. war der originale Film. 98, ja das, ja, das kann sein, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, das funktioniert gut und äh, Dinge und Sachen. Ähm, ich kann nur empfehlen, wenn ihr euch für das Franchise interessiert, wenn ihr überhaupt irgendwie Bock habt auf The Ring, die Bücher lohnen sich absolut. Weil die dem Ganzen, was da passiert, nochmal einen ganz anderen Twist geben. Und erst wenn man die Bücher gelesen hat, kann man irgendwann auch Ring Spiral verstehen. Das ist irgendwie der vierte Teil in ja aus Japan oder irgendwas. Weil da passieren dann Dinge, die begreifst du gar nicht, wenn du die Bücher nicht gelesen hast. Und im Buch macht diese ganze Story einen mega geilen Schlenker weg von irgendwie nur Spooky Girl Horror Ding hin in so eine ganz weirde, fast Science-Fiction-mäßige Richtung fand ich mega gut damals. Also das lohnt Klingt sich interessant. lohnt sich in der Tat, wenn man wenn man da Bock drauf hat. Ne? Also das hat sozusagen eine zweite Ebene diese ganze Story und die kommt in dem Originalfilm überhaupt nicht durch. Da, da hast du gar keinen Anhaltspunkt dafür, dass es diese zweite Ebene geben kann. Und es gibt glaube ich, lass mich lügen, drei da Bücher. Muss ich jetzt dezent an ganz denken? Ja, erzähl mal weiter. Bei Gans bin ich nie so richtig reingekommen. Da haben wir irgendwo habe ich. Ja, das, aber das äh, ist so ein. So ein <lacht> <lacht> aber das also ist auch sowas, mit Leute werden irgendwo hingebracht und müssen ja, irgendwelche ja, Dinge eben. tun und so. Ne? Also die Serie, ja, es, gibt ja, ja, ja. Es, gibt ja, es gibt ja eine Serie und ein OVA und einen Film, glaube ich. Ja, ja. ja. Und ähm, also der Film ist cool gemacht, so vom, vom, von der Animation, sieht geil aus. Ja. Ähm, das Blöde ist nur, der spielt mitten in der Handlung und macht, versteht überhaupt nicht, was da passiert. <lacht> <lacht> das ist so ein typisches ja, Anime, den ja, ja, ja. Und hier ist, es, <laughs> hier ist es ähnlich, weil wenn du den Ring Spiral heißt glaube ich der, der 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 warte mal Ring Spiral Ich glaube der hier von 2011 und den kapierst du gar nicht wenn du nicht weißt was da eigentlich vor sich geht in der Story weil dir das auch keiner erklärt das wird dir okay. in dem Film nicht äh, erklärt, äh, was da passiert. Das ist dann ist da wie dieser standalone film weil echt, und, da versteht man doch auch nichts. Ja, und, und deswegen, also wenn ihr Bock habt, die Bücher, wie das Kostenablunden-Ei, sieht man ja hier, ne, sind gut geschrieben, ich fand die wirklich gut gemacht, gut geschrieben, gruselig umgesetzt und wie gesagt, die Story macht da halt so einen richtig geilen Schlenker. Das fand ich wirklich gut, hat mir gut gefallen. Also das wäre nochmal so ein kleiner, kleiner Empfehlung. So, was macht jetzt das Remake von The Ring? So gut, dass ich es als eines der besten Horror-Remakes, beziehungsweise ist es gar nicht unbedingt 100%. Hast du doch schon gesagt, Naomi Watts? <laughs> ja, neben Naomi <der> Watts. <laughs> aber ja, die sehe ich in der Tat gern und die war in der Rolle für mich wirklich auch super, super besetzt. Ähm, aber der Original Ring ist ein typisch japanischer Horrorfilm, also sehr dunkel. Sehr langsam erzählt mit unglaublich langen Einstellungen auf dunkle Korridore und dunkle Flure. Und das ist zwar atmosphärisch, aber das zieht sich halt tatsächlich sehr, 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 sehr lang hin. Das Pacing ist also, finde ich, schwierig. Aber das Problem haben viele dieser asiatischen Filme, die sind offenbar für ein Publikum gemacht, die das halt anders kennen. Ne? Bei uns ist ja eher so, da muss immer was passieren und Schnitte und Sachen und so. Und da hat das Remake-Boot, also sprich ich sage extra Remake oder Reboot, weil sie einige Sachen einfach hinzugefügt haben, die es im Original nicht gab. So, das sind eigentlich nur nebensächliche Sachen, aber die gibt es halt in dem Original nicht. Ne, die spielen da halt keine, keine großartige Rolle. So, aber sie haben halt bestimmte Sachen übernommen, zum Beispiel äh, das gruselige Mädchen, was jetzt in der Remake-Version nicht mehr Sadako, sondern Samara heißt. Und grundsätzlich ist der Plot auch der gleiche. Ne? Hier verfluchtes Videotape, sieben Tage, dann wirst du sterben, Dinge und Sachen. Und der, das Reboot schafft es halt, finde ich, diese Story deutlich packender zu erzählen. Da passieren mehr Sachen. Man hat sich ein paar Sequenzen ausgedacht, die sehr surreal, sehr weird sind. Es gibt zum Beispiel eine Szene wo Naomi Watts auf irgendeinem Monitor sich dieses Video nochmal anguckt, ins Standbild und rauskriegen will, was da, was da passiert. Und dann siehst du irgendwie auf dem Videomaterial, dass bei der Aufnahme da irgendwie eine Fliege oder was irgendwo rumfliegt und dann irgendwo landet oder so, also im Bild. Und dann hält sie dieses Standbild an und geht immer näher ran und greift dann in den Monitor und nimmt dann diese Fliege da aus dem Bild raus. Und ich feier ja voll auf solche, auf solche Sachen ab. Das finde ich immer mega geil, wenn du solche äh, so, so realitätsverbiegende Elemente dabei hast. Und wie gesagt, das ist alles ein bisschen schneller inszeniert. Man hat nicht so lange, lange Laufstrecken sozusagen. Und na klar, es ist auch nicht so ein super dunkler, super getragener Film wie das Original. Und den finde ich wirklich von vorne bis hinten mega gut. Ist auch einer der. Aus meiner Sicht bis heute gruseligsten Filme, die ich so kenne. Ich, also ich kann mir den immer noch nicht alleine angucken, wenn niemand da ist. Ne? Ich finde den immer, ich finde ihn immer noch mega, mega, mega gruselig, weil der hat auch so ein paar echt böse Scares, wo sie da dieses eine tote Mädchen im Schrank finden und die sieht halt so komplett explodiert aus irgendwie und alter Falter. Also jetzt hat so hat schon so ein paar Scares und so Spannungsaufbau, der mich wirklich jedes Mal wieder kriegt. Müsste dich das nächste Mal anrufen, wenn du den Film siehst, an der Stelle, wo du <laughs> das Video gesehen hast. Genau. <laughs> Welch, Glück, mein Welch Glück, dass mein Telefon auf Stumm ist. Wahrscheinlich würde ich, würd ich das nicht mitbekommen, wenn du mich anrufst. <laughs> Aber ja, ne, wie gesagt, das ist mal eine Übersetzung eines Stoffs, die ich sehr, sehr, sehr gut gelungen finde. Im Gegensatz übrigens zu den The Grudge. Äh, mm. Filmen, wenn du die kennst, Filme, ne? die Remakes. Ja, ja, zumindest den ersten nochmal. Den, fand ich ja, auch nicht den so geil. Mit, mit Buffy, ne? Den mit Sarah Michelle Gellar. Mit Sarah, Shig aber, Sarah Michelle Gellar. Ja. ja, aber da merkst du halt, bei bei The Ring funktionierte das, auch wenn das jetzt, ich weiß gar nicht, das spielt glaube ich nicht in Japan, das spielt glaube ich irgendwo in sonst wo, weil sie haben die Story ja nach Japan, äh, nach USA glaube ich verlegt. Und das funktioniert trotzdem, weil es für die Story unerheblich ist, dass das ein japanisches Mädchen ist was da im Brunnen lebt, weil das ist eigentlich Wurst. Bei The Grudge wiederum ist es nicht Wurst, weil es da ja um diesen ganzen Geisterglauben geht und so weiter. Und das dann so das zu adaptieren, halt dass du, naja, das der, der erste seltsam. Teil spielt ja, glaube ich, trotzdem in Japan, ne? aber Sarah Michelle Geller springt ja, da halt rum, irgendwie als au -pair oder was sie da ist, keine Ahnung. Ja, ja, und genau, irgendwie so. Ich muss sagen, ja, der war effektmäßig war der nicht, nicht übel. So die Gore-Effekte waren okay, aber... Ja, aber auch die Schock-Effekte fand ich nicht, nicht so geil, muss ich sagen. Ja, und da also, muss ich sagen, da profitierte das Original durchaus davon, dass das sehr viel dunkler und sehr viel bedrückender und bedrohlicher war. Und in, der, in dem Hollywood-Remake von The Grudge, da war das dann alles zu sehr on the nose und du wusstest eh schon, was kommt, weil sie sich jetzt nicht großartig neue Sachen haben einfallen lassen. Und das finde ich macht The Ring deutlich besser. Die haben die Story deutlich besser adaptiert, ein paar Sachen hinzugefügt, die das noch mysteriöser und noch weirder machen irgendwie. Ja, kann ich nichts negatives zu sagen. Ist Was äh interessant, ne, weil das, das klingt so ein bisschen wie das eine ist halt ist halt eine, eine also The Grudge ist eigentlich eine gute Adaption in Anführungsstrichen, aber dadurch halt ein schlechterer Film. Ja, kann weil man das der so Zusammenfassen? Ja, weil, weil, es weil der glaube ich ja mehr am Original gehalten. Ja, der meinst, aber der funktioniert, der funktioniert halt nicht, wenn du dieses Setting ja, änderst, ne, indem du da ich wollte nur mal gucken, der, der hat eine 7,1 auf IMDb Ring aber ich muss schon sagen, es ist für mich natürlich auch viel Naomi Watts. Ich mag die einfach sehr. <laughs> ne, die kannst du quasi überall besetzen und äh, finde ich immer gut. Aber, und du kaufst die. Ja, aber ich meine, 7,1 ist okay für IMDb. Ne, ist jetzt nicht, ja, nicht ja, übel. Ja, ja. Wir können ja mal Zu gucken, little. was der The Grudge hat, der, das Remake. Ich denke auch naja, 6,5 schätze ich jetzt mal. mal The gucken. Grudge, der Fluch. Der hat eine 5,9. Ja, also der ja, war ich aber ist. Das ist schon eher so meh, ne, für IMDB-Verhältnisse. Und äh. ja, da muss man auch sagen, der Film lebte eigentlich nur davon, dass du jetzt wartest, bis jetzt hier die verbogene Frau da die Treppe runterkommt und das gruselige Kind irgendwie rumsteht. Aber da <laughs> haben sie es, finde ich, nicht gut geschafft, das Pacing äh, zu übernehmen, beziehungsweise das. von Sam Raimi war das sogar. Ja, erstaunlich, ne? Dass der auch mm. mal Filme macht, die nicht so. Nicht so der Knaller sind. Aber das ist immer das Problem, wenn du solche kulturellen Adaptionen hast, ne? glaube ich. Wenn du irgendwas hast. Ich habe heute gerade einen furchtbar schrecklichen, schlechten Film gesehen. Uh, The Medium heißt der. Den gibt es auf Amazon gerade zum Laien. Ich dachte, ich kriege sowas wie. Oh habe ich den auch gesehen? Warte, Das mal. ist so ein bisschen wie kurz, Incantation. Also spielt in Thailand irgendwie und da wird irgendeiner, ist da besessen und soll dann zur Schamanin werden. Und vollkommen sinnfreier, vollkommen dummer Film. Also lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich nicht. Und äh, ich dachte, ich kriege sowas wie Incantation, den ich ja ganz gut fand, den du mir da empfohlen hattest auf Netflix, ne? Ähm, ah, ja, ja, ja. Aber mhm. wie gesagt, der Film, also sowohl Incantation als auch The Medium funktioniert halt genau nur dann, Warte mal, ja, stimmt, The Medium. Also, ich kenne den Film nicht, aber wenn ich den jetzt so sehen würde, hätte ich auch gedacht, da ist sowas wie ja, Incantation. Ja, ja, der, der war hier, war der nicht auf der Startseite sogar mit bei? Nee. Ich weiß Vorhin. jetzt auch, womit ich es verwechselt habe mit dem Spiel, weil das Spiel habe ich gespielt. Ah, ach so, ja, nee, das ist was ganz anderes, genau. Das ist was ganz anderes, ja. Aber nee, was ich sagen will, ähm, diese Filme wie The Grudge oder sowas oder Medium oder Incantation, die funktionieren halt dann gut, wenn du A, Interesse hast an dieser asiatischen Geistermythologie-Geschichte und B, wenn die dann natürlich auch in irgendeiner Weise nachvollziehbar inszeniert sind. Und das ist immer so ein Ding, ne? Eine Amerikanerin da jetzt hinzuschicken, die sich dann eben auch so verhält, wie eine Amerikanerin sich verhält, also in dem Remake hier oder Reboot hier von The Grudge, das ist nicht die gleiche, nicht die gleiche Ebene, finde ich, als wenn du jemanden aus dem Kulturkreis, der da auch dran glaubt sozusagen an diese ganzen Geschichten, ne, da damit konfrontierst oder so das ist das beschädigt für mich dann immer so ein bisschen die glaubwürdigkeit solcher solcher stories und es ist bei the ring gut gelungen aber auch nur deswegen weil diese ganze geschichte mit äh, sadako die da im brunnen äh, in den brunnen geworfen wurde da war es im prinzip egal wo das spielt weil das nahm jetzt nicht wirklich bezug auf jetzt speziell japanische mythologie oder so das war einfach eine Story, die hat, konnte man relativ easy auch woanders hin verlegen. Und sie haben diese Twists mit was genau mit Sadako oder Samara da passiert ist und mit ihrer Mutter auch so ein bisschen angepasst in dem, in dem, ähm, in dem Remake hier. Also, ja, finde ich rundum gut gemacht. Kann ich tatsächlich nicht viel dran aussetzen. Philipp? Ähm, noch mal kurz, weil wir vorhin das Thema hatten, ähm, aber das halt oft so ein bisschen off-topic war. Ganz. Äh, ganz. Ganz. Ähm, da hast ja, halt auch aber. dieses, also jetzt nicht nicht dieser, dieser Standalone-Film, der total irgendwo mitten in der Handlung spielt, sondern du, wenn du halt die Animes siehst, dann weißt du auch nicht alles. Die haben nämlich, die enden ab einem bestimmten Punkt, der Manga geht aber weiter. Und ja. wenn du die Animes siehst, denkst du dir, ja, das ist halt so eine seltsame. Mystery-Horror-Geschichte oder so. Ich meine, die kämpfen da ja irgendwie gegen Dämonen, Geister, so yeah, japanische yeah, Mythologie halt. Yeah. Aber auf der anderen Seite hast du dann irgendwie so diese seltsame Kugel und die haben da so, so Anzüge und so, das wirkt yeah, dann yeah. deplatziert. Und im Manga, ohne jetzt zu viel zu spoilern, <laughs> heißt es dann später Aliens. Da werden dann Aliens eine sehr wichtige Rolle spielen. I'm not saying it's Aliens. But auch, it's Aliens. Ja, ja, it's ja. Aliens. Mm -hmm. Und dann, dann wird einem alles erklärt, was das Ganze ist. Also ah. alles wird einem dann erklärt. Okay. Aber das, ich ist, halt, irgendwann das ist halt auch so, so ein Twist, den viele ja. nicht mochten. Also ja. dieses, dieses Ende mit, oh, Aliens, was zur Hölle? Warum kommen jetzt Aliens? Da haben viele gesagt, was für ein Scheiß. Und ja. ich habe gesagt, boah, ist das geil. Ja, aber Aliens ist halt <laughs> meistens. Das auch... Ich die Meinung sein. Ja, aber das Ding ist halt, wenn du Aliens einbaust weil du einfach keine andere, bessere Erklärung hast, dann ist es natürlich ja, ziemlich lame. Ja, das hat Sinn gemacht. Ja, das na gut, wenn, wenn, das, wenn, das ja, so ist, wenn das so ist, dann äh, ist das sicherlich okay. Aber ja, ich habe ich hab mit Taya mal angefangen, wir haben, glaube ich, irgendeine Anime-Variante davon geguckt und wir waren nach einer Viertelstunde ganz, gedacht, so eine. ganz schön verwirrt <laughs> und äh, sind da auch irgendwie nicht so richtig reingekommen. Das war irgendwie nicht so unser... Das Intro ist ein Ding, sehr interessantes so. Intro, ne? So. Serie. Boah, ich erinnere das sieht man mich auch schon. Ist schon lange her. Also die, die Serie beginnt quasi, das, das sieht man hier im Hintergrund auf Amazon, ja. damit, wie du siehst, wie jemand auf einem Bahngleis fällt und ähm, eine Bahn kommt und ja. Also in einem Anime ist es so, dass dann die Köpfe abgerissen werden und während ah. die Köpfe fliegen, unterhalten die sich noch so kurz. Und äh, ah, dann... Das ja, 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 ja. fand ich damals echt krass. Das Intro. <laughs> Ja, das ist natürlich. Das kam, immer so ein, ich, ich möchte nicht anmerken, es kam abends auf MTV, ne? Ich die, weiß nicht, aber ob sie nicht, das gezeigt haben. Die, die Anime-Variante meinst du? Ja, genau. Ja, weiß ich gar nicht, ob es die hier gibt, warte, mal, hat nichts. Aber ja, oder? das war jetzt, jetzt off-topic, aber ich muss nicht mal denken von. Also das, ja, das passt ja thematisch. Warte mal. Ganz, Welches denn? Ganz Zero oder ganz. Ganz Zero ist dieser komische Standalone-Film auf Netflix. Achso. Den Anime ist nur müsste nur ganz sein. Also, Aber ich habe hier 2006, zwei Staffeln. Ja, ja, das wird ja sein. Das wird ja sein, ja. First Stage. Und ich habe den Anime halt immer nur so. Ja, ich habe den so ein bisschen gesehen und später halt dann den Manga gelesen, weil, mhm. ja. Das, mhm. Es hat halt so offen geendet. Das ja. war halt doof. Ne? Das sind teilweise halt so ab absurde Settings, in die man da immer reingeworfen wird, ne, da hast du erstmal mal damit zu tun, da irgendwie reinzukommen. Und wenn einem das dann nicht gelingt in den ersten ein, zwei Folgen, dann, ja, dann bin ich aus sowas auch wieder raus irgendwie. Ganz. Ja, gut, das können wir noch mal bei weirden Anime-Sachen äh, mit aufgreifen. Nennt mich so. aber, dass euch das, dass dich das nicht geholt hat. Ich, ich weiß gedacht, gar nicht, so ich weiß nicht, was wir, du, geschehen. ich weiß nicht, womit wir angefangen hatten. Ich muss Taya noch mal fragen. Wir hatten irgendwann mal eine Episode von irgendwas geguckt, aber das war, glaube ich, nicht die Original- es war irgendwas anderes und das war irgendwie merkwürdig. Also, das, ah, okay. da sind wir irgendwie nicht reingekommen. Es mein, war aber, glaube Chat ich, nicht die, grad, nicht die Originalserie. Ja? Mein Schätzer sagt gerade Indiana Jones. Jetzt muss ich kurz nachfragen. Ähm, als, ach so, ist das jetzt ein, ein möglicher Titel? Ja. Quasi für ein bestes oder schlechtes Remake. Jetzt muss ich kurz überlegen, gab es ein Remake von Indiana Jones? Ich, die, die Sachen nicht mit seinem wirklich. Sohn, das war ja nicht. Das war kein Remake oder Reboot, nee. oder? Das war ja quasi Teil. Das waren Sequels. Oder das so. ist alles kanonisch ja, das im gleichen, cool. in der gleichen Welt. Oder geht es also irgendwie ich, um, um Games? es gab um ja auch Indiana Jones, Indiana Jones. Es gab Games. auch Games, ja. Da Stimmt. weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie ja das, ob sie ja Fate of Atlantis oder was irgendwann mal geremaked haben? Kann das habe ich, hab ich jetzt noch nicht auf dem Plan, muss ich sagen. So, ach, wegen den Aliens. Ja, ja, okay. Ach gut, so, ja. Stimmt. Deswegen, es ja, existieren ja auch stimmt. nur drei da Indiana Jones. Aliens. Es gibt drei Indiana Jones-Filme. Genau. So, ne? Wäre das, wäre das <laughs> auch geklärt. Genau. Okay, gut. So, aber, um wieder äh, zurückzukommen. Phil ist wieder dran, glaube ich. Ja, genau. Dann los. Ähm, dann mach. Dann mache ich jetzt mal ein schlechtes, ja, bitte. Ein schlechtes Remake, weil du jetzt gerade so schön in Fahrt bist. Da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil das so schlecht war, dass ich mich komplett mehr daran erinnern kann. <laughs> Leider. Das ist der Nachteil daran. Und zwar die Fantastischen Vier aus 2015. <laughs> ja. Also, ich meine, die Fantastischen Vier ist, hm. ich sag mal, ein einfaches Popcorn-Kino. Der hier vor ja. Tests. Ja, 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 2015 ja, ja. mit ja, ich musste gucken, weil genau. der mit Kate Mara, ne? Ja, genau. Hm. Ich musste ja, gucken, weil und, es gab ja irgendwie drei, drei Teile mittlerweile. Davon. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Also, die waren jetzt alle nicht so die, die Krone der Schöpfung oder, oder Meisterwerke, ja, ja, ja. aber sie waren wenigstens unterhaltsam. Ja. Und der Teil, ich fand den so langweilig. Ich ja. fand den so langweilig. Also, selbst die, die Action, die da passiert ist, hat mich nicht abgeholt. Ja vor allem bis der also, erstmal in Fahrt kommt, ist es erstmal so äh, ja, eben. Das Larifari hat ewig, irgendwie. ewig gedauert. Äh, wir hm. reden hier von einem einfachen Popcorn Kinofilm. Eben, da und, muss es eigentlich die ganze, ganze Zeit ewig, krachen, um überhaupt äh. in Fahrt zu kommen. Und da muss und ich auch sagen, da gefällt mir der Original, der erste von 2005 deutlich ja. besser. Ja, der hat so einen Charme. Der ist zwar auch trash, also ja, aber verglichen von. mit anderen Marvel-Sachen <laughs> ist das wirklich ober-Trash. Aber der hat Charme. Aber der hat Charme, genau. Und hier nicht mal Kate Mara, die ich mag, die ich gerne sehe, normalerweise. Äh, nicht mal die hat mich dazu gekriegt, diesen Film hier zu ich finden. Weiß grad, ich weiß gerade nicht mal, warum ich mir den überhaupt angeschaut habe. Ich glaube einfach nur, um zu wissen, ob der. Ja. Um, um selber beurteilen zu können, ob der wirklich so schlecht ist, weil es gab ja im Vorfeld auch diese Kritiken, weil sie den ähm, Johnny Storm ja durch den Schwarzen ersetzt haben. Also Blackwashing ja. quasi. Ja. Ähm, was ja so typisch ist mittlerweile ähm, wobei ja, das dadurch, ja noch zu einer ja Zeit so wobei der ja noch zu einer Zeit kam, wo das noch nicht so ein Riesenthema war ne? dieses äh, genau, da hat's, Aufregen da hat über... wahrscheinlich angefangen mit mm, mm. also ja war, ja, ja, war ein Vorreiter was das angeht ja, und dann, genau, da gab es ja schon so die ersten, die gesagt haben: Ja, was ist denn das hier? Das ist nicht so geil. Und dann, ja, ja, ja. wahrscheinlich aus Neugier habe ich mir den angeschaut und weil ich Langeweile hatte. Naja, man denkt ja, man ja. kriegt wenigstens so einen Popcorn-Film, der irgendwie so ein bisschen unterhält, ne? So. Ja, eben. Und von dem Film, mir sind kaum Sachen hängen geblieben. Ich habe den echt wie verdreckt. Ja, ich, ja, ich, ja, ja. ich kann mich mehr an die anderen Teile erinnern, an die, die story Teile, was doch dies, total dies, kurios dies, ist. Die Story fügt die ja auch viel nichts länger hinzu. Her. Ja, die Story ist ja auch so vollkommen generisch hier. Da ist auch wieder Dr. Ja, eben, Doom, oder? Ist, ne? Mit dem sie da zu tun haben, glaube ich. Ne? Das ist wirklich ja. generisch. Der steht ja, ja. generisch überall auf ja. diesem Film. Und da merkst du immer, da habe ich immer. Also, es gibt ja manchmal diese Problematiken, dass die Filmstudios Filme rausballern müssen, weil sie sonst die Lizenz verlieren. Und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob das hier auch der Fall war. Dass irgendjemand eine Lizenz gekauft hatte und damit die die nicht verlieren, müssen sie Filme machen. Und das erklärt ja dann, warum es dann manchmal in kurzen Abständen tausend verschiedene Varianten von irgendwelchem gleichen Helden gibt, wie bei Hulk damals, wo gefühlt drei Jahre nach dem letzten Reboot dann schon wieder das nächste kam. Ne? Erst war es hier, wie hieß er, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspiel ist, und dann war Edward Norton irgendwann der Halb. Ähm, 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 der Herr hat einen ähnlichen Namen, äh, Eric Banner. Eric Banner, hieß genau. Er? Eric Banner war der, war der, der ursprüngliche Halb. Ich glaube, das ist so witzig. Eric Banner spielt Bruce Banner. <laughs> ja. Muhaha. Zufall. I don't think so. Ja. So, äh, aber äh, jedenfalls, äh, da merkte man das halt auch, ne? Und die waren ja auch beide so. Im naja. Ich fand ging, die gar nicht so schlecht, muss ich so. sagen. Also, ja. was, was ich beim ersten Teil cool fand, war halt einfach, dass, die, dass sie diese Rage vom Hulk eingefangen haben. Hulk ist ja sowieso so ein mm, sehr schwieriges mm. Thema und jeder Hulk-Comic-Fan ja dreht sich sowieso ständig um wenn er Hulk hört äh, beim beim MC ja, ja. vor allem wenn du dir anguckst ja so wie groß wenn du dir anguckst wie groß allein physisch der Hulk in den Comics ja, ist ne? da ist er einfach ein, fucking, ein fucking Häuserblock teilweise so groß ist ja. der Hulk wenn der wirklich da ja. eskaliert ne und ja, jetzt haben sie ihn... kann man einfach ganze Planeten zerstören und ja, alles. Ja, ja, ja. im Film traust du dem das nicht mal an dazu. ja ja und im Film ja, haben ja. sie ihn immer weiter runter runter aber, äh, ja, vermenschlicht also, aber mhm. das geht halt vielen Helden so, das müssen sie ja balancing und so. Ja, ne? das ist schon richtig. Jetzt das ist schon ist richtig. Aber schwierig. Schon so ein paar OP-Leute da irgendwie. Aber ja, bei Fantastic Four bin ich da voll bei dir. Ich meine, der erste war auch irgendwie trash. Das war ja auch noch vor dem MCU und hat ja auch mit dem MCU bislang immer noch nichts. gutes Trash. Das ist, die sind immer noch nicht im MCU, oder? Die Fantastic Four? Äh, doch, warte mal. Ähm, Im Dings, in in, Ach ja, in, in Strange in, Madness, da kam noch stimmt, der da hat Schauspieler. Stimmt, da hat sie hier Reed zerlegt, ne? Da hat sie hier Mr. Fantastic zerlegt, ja. Genau. Ja, genau. stimmt, stimmt. Da haben sie sie jetzt auch eingefügt, ja, okay. Aber bislang nicht, ne? Das war das erste Mal, dass die Fantastic ja. Four in einem mcu Ja und MCU da, genau, und da haben sie ja nämlich auch ne? links, da haben sie auch Xavier eingefügt aus genau ähm, X-Men aus X-Men-Teilen. Was ja auch das war fand ich cool, dass sie den endlich. Ja, dann sollen die sie jetzt aber da. sollen sie jetzt aber bitte auch mal einen vernünftigen, vernünftigen Weg einschlagen und nicht immer nur. Ja, der Film war dann weniger äh, ja, cool, aber das Masen ist ein anderes machen. Thema. Beste 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 x men cameo szene war immer noch Deadpool, wo sie da in Charles Xaviers Mansion sind und äh, die ganzen X-Men da in einem Raum sind und Beast macht einfach so die Tür oh, zu und er schleicht sich dann <laughs> genau. hinter an ja. ja stimmt das, das fand war ich cool, mega geil ja. weil das so ein Easter Egg ist einfach so die ganzen Leute da reinpacken und einfach nur die Tür zu machen fand ich sehr sehr gut ja. aber wie gesagt ja Marvel ist ja da auch gerade auf so einem etwas schwierigen Kurs finde ich ähm, weiß ich auch nicht wo die da jetzt hin wollen ich habe das auch gar nicht genau in verfolgt Chat. ja in meinem Chef wurde gerade Power Rangers von 2017 genannt. Da muss ich, da kann ich leider nicht viel zu sagen, weil hm. ich keinen alten Power, ich auch Power nicht. Rangers Film kenne. Ich, ich weiß nicht, ob der nicht. wirklich so schlecht ist. Ich bin da auch komplett, vollkommen unbeleckt, was Power Rangers angeht. Nie, nie Kontakt mit gehabt wirklich nie. Aber ja, ja, wenn der als, Chat als 90s Kid hatte man musste man so ein bisschen Power Rangers Kontakt gehabt haben, weil das damals irgendwie so, also mm. zumindest bei mir in der Gegend war das ja, mag sein. War das schon irgendwie was, wenn man das damals in der Serie äh, im Fernsehen gesehen hat, so ein paar Folgen, dann das war halt so ein Schulhofthema, ey, hast mm. du Power Rangers geguckt, Aber es war auch nie so mainstreamig, also es haben nicht alle geguckt. In den 90ern Aber, war ich Star Trek Kid in meinem Kreis nicht Power Rangers. Genau, ja, halt, ja. <laughs> so. Aber da merkt man halt, ne, wenn wir ein paar Jahre auseinander sind, irgendwie so das war bei mir dann nicht mehr so, dass nicht mehr so das Ding, aber. Ich, ah, ich, Anne hätte, ist da. Lieber. ich hätte lieber Stillechen. über Star Trek geredet. Die Star oh ja. -Serie oh ja. Gesehen. Also zumindest TNG halt. Ja. Na naja. Aber wie gesagt, Power Rangers oder auch sowas wie Turtles oder so. Ne. Fertig. Ja. Batman und Superman. Ja. Und und, und Spider man Spiderman und so. Es gibt so, so viele, Ach, so das viele auch, Geschichten. So viele geile Serien. Na naja. Gut, aber Fantastic Four, also der erste Comicfilm, den wir jetzt hier am Start haben, und das ist jetzt auf Phils Liste einer der eher miesen ja. Variante. Ja. Dann bleiben wir doch gleich mal bei miesen Filmen. Ich habe übrigens zwar... nur drei, drei miese. Du hast nur drei miese. Oh, ich habe mehrere. Ich habe noch ja. zwei, die sind richtig kacke. So. Ähm... <laughs> du hast einen miesen, der bei mir bei gut steht. Dun, dun, dun. Das, Na, okay, das, könnt, das könnte, ja, das könnte, glaub, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Also die, die Schau ich immer. für mies halte, sind, glaube ich, objektiv gesehen auch keine guten Filme. Aber ja. jetzt zu etwas völlig anderem. Und zwar, lass mich lügen, habe ich den auf Netflix gesehen? Und zwar das Remake von Der Hexenclub Ich weiß nicht, wer den im Original kennt. Im den Original aus den 90ern. Ziemlich kultiger, ziemlich kultiger Film. Im Original heißt er The Craft. Ist im Original von 96. Und spielt unter anderem Neve Campbell mit, die man durchaus kennen könnte. Robin Tunney könnte man durchaus kennen. Die hat auch einen etlichen äh, Film mitgespielt und auch Farusa Bark, die ich danach nie wieder irgendwo bewusst gesehen habe, aber der spielt hier so die, die irre Durchgeknallte und die trägt halt so den Psychofaktor des Films. Vielleicht mal ganz kurz darum, äh, äh, worum geht's in dem Film. Eigentlich gibt es so eine dreier von Girls irgendwie an der Highschool, also in den 90ern halt, und der Film blutet halt auch 90er, ne, aus allen Poren. Ähm, und die sind so ein kleiner Hexenzirkel und machen so ein bisschen so Rituale und Dinge und Sachen, aber kriegen eigentlich nicht wirklich was gebacken, außer jetzt irgendwie so Kleinkram zu zaubern. Und dann kommt irgendwann eine Figur dazu. Ich glaube, das ist die, die hier von Robin Tanney gespielt wird. Die kommt irgendwie neu an die Schule, keine Ahnung, irgendwie so, irgendwie so war das. Und die nehmen die dann mit in ihre Gruppe auf und plötzlich kriegen sie irgendwelche Sachen hin und können irgendwie zaubern und so. Weil, ne, hier die vier Hexen, die sich jetzt gefunden haben, Dinge und Sachen. Eine von denen. Hier, warte mal, Ferusa Balk aus äh, The Craft. Die sieht auch so wunderbar großartig Psycho aus in dem Film. Hier, ne? So, diese, diese Figur hier, ja, die so richtig schön Psycho ist, den ganzen Film über. Das ist halt auch eine von den Hexen. Und ähm, die ist so ein bisschen komisch. Ah, die kenne ich. Woher kenne ich denn die? Ja, Google-Wert, warte mal, was sagt. Ah, ja. Was sagt? Wie heißt die? Ferusa Balk. Ja, ist die Ferusa Balk. Die hat hier in, in Masters auch. of Horrors und in diversen anderen Sachen mitgespielt. Also ich habe die danach nie wieder bewusst irgendwo wahrgenommen, sagen wir so. Aber jedenfalls ist das ein Film, der ist 90s durch und durch, aber der hat Charme, der ist dark, der hat eine glaubwürdige nachvollziehbare Geschichte, die Konflikte sind gut geschildert, der endet angenehm apokalyptisch und er ist für einen Hexenfilm in sich inhaltlich logisch und stimmig. Und ihr ahnt, was jetzt kommt, all das ist oh. das Remake halt nicht. Ja? Also es gibt ein Remake von Blumhouse und Blumhouse ist ja so eine Firma, das ist ja so hit or miss, ne? also Es gibt ja wirklich ein paar Blumhouse äh, Horror Sachen, die sind gut und die anderen sind halt alle Kacke. Also es gibt nicht sowas wie einen mäßigen Film, sondern entweder sind die ganz gut oder wirklich nicht gut. Und dieses Remake im Grunde, wobei man auch hier sagen muss, es ist eigentlich ein Reboot ist es ein Reboot? Ne, ich gehe gleich drauf ein. So, jedenfalls ist es hier auch so dieses typische Ding: äh, Drei Mädels an der Schule, die alle halt voll hip sind. Das spielt nämlich dann halt heute mit Smartphones und so weiter. Und das tut Filmen leider häufig überhaupt gar nicht gut, wenn man es in die moderne Zeit verlegt, weil dann ständig irgendwelche popkulturellen Referenzen kommen und man will wahnsinnig hip und cool sein. Es ist einfach nur super nervig. Auch die, die Hexengang an sich, die haben überhaupt nichts mehr von diesem Flair, den die 90er-Crew hatte. Das mag jetzt auch mein Geschmack sein, vielleicht bin ich auch Boomer mittlerweile. Ich weiß es nicht, aber <laughs> überhaupt gar nichts mehr. Und okay, sie Boomer. haben auch. Ja, okay, Boomer. Sie haben auch. Plot-Elemente geändert. In dem Teil jetzt geht es überhaupt nicht mehr um das, worum es im Originalteil ging, nämlich darum, dass die zusammen ihre Kräfte entdecken und eine von denen vorhat, die anderen übers Ohr zu hauen, wahnsinnig mächtig zu werden und die Welt zu beherrschen. Darum geht es hier nicht mehr. Stattdessen stellt sich dann hier, ich spoilere jetzt mal ganz gemein, weil keiner braucht sich diesen Film angucken, stattdessen stellt sich hier raus, dass der ist es ihr Vater oder Adoptivvater? Ich weiß es nicht. Von, von ihr hier, gespielt übrigens von David Duchovny. Also Agent Mulder spielt den, spielt den Bösen in diesem Film, dass der Ach. irgendwie da hinter allem steckt und Dinge und Sachen macht. Und das ist so lame. Ich habe mich ja darauf gefreut, dass sie diese Figur. Nancy hieß sie, glaube ich, die von hier Ferusa Belk gespielt wurde. Dass sie die wieder zurückbringen. Das habe ich, ja, ja, aber das kommt, da kommen wir am Ende zu. So, mm. ähm, dass sie das wieder zurückbringen und eine von denen ausrastet und zeitgemäß da Dinge und Sachen macht. Aber nee, es gibt dann zwar so eine Sequenz, ja, da wirkt, ich glaube, sie hier wirkt einen Liebeszauber auf einen. Ist es ein Liebeszauber? Ich glaube ja. Auf einen Boy, auf den sie da steht, wirkt sie irgendwie einen Liebeszauber. Und das endet aber relativ tragisch, weil ich glaube, der stirbt dann irgendwie. Der bringt sich dann irgendwie um. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, da hätte man ja was draus machen können. Aber macht der Film halt überhaupt nicht. Und dann am allergeilsten auch übrigens. Doch das ist einer der Gründe, warum ihr euch den Film doch angucken solltet. Allein, um mit dem Finger drauf zu zeigen, dass sie in einem <laughs> Film, wo es um Hexen geht, das Ouija-Board nicht richtig benutzen. Sowas regt mich ja auf. Also, wenn wir jetzt mal ein Ouija-Board uns angucken. Wie haben sie es denn benutzt? Ja, du, ich, das, ich, komme, ich komme gleich dazu. Ein Ouija-Board hat normalerweise, ich brauche ein vergrößertes Bild, sowas hier. Auf einem Ouija-Board hast du Buchstaben und Ja, Nein und Zahlen und Blablub und so weiter. Und du hast dieses, dieses Teil, wo du in der Mitte ein Loch hast und oben läuft das Spitz zu. Und die Logik bei einem ouija Board ist, dass du das abliest, was in dem Loch steht, wenn du diesen Marker oh verschiebst und, und sie haben, haben im Film genau, sie haben im Film das ah. abgelesen, wo der Pfeil drauf zeigt und ah. wo ich dann denke, Leute, you had one job One job, literally, die das Drehbuchschreiber. Ist aber echt und also, ich bitte dich, also, das, das, das kannst du doch nicht. Das kannst du doch aber nicht das Haben Sie vielleicht irgendwie? Haben Sie vielleicht gesagt, das nö, ist die wahre nö. Hexenvariante oder so? Nö, nö. Sie haben das ganz normal. Sie haben ein ouija benutzt, um mit irgendwem, ich glaube, mit dem Toten, mit dem toten Boy da, ähm, irgendwie kommunizieren zu wollen und sie machen es schlichtweg falsch. Ich meine, gut, klar, das ist, äh, ne, das funktioniert in der Realität nicht, ne, Mambo-Jumbo, Hexerei und so, aber der Punkt ist, wenn du es schon machst, dann mach's doch bitte so, wie man dieses Ding benutzt. Und nicht falsch. Und schon gar nicht in einem Film über fucking Hexen. Also, <laughs> das, 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 das kannst du doch, das kannst du doch nicht anbieten. Furchtbar. Abgesehen davon ist der Film viel zu hell. Es gibt nicht eine irgendwie spookige Szene. Wenn man das mal mit dem Original vergleicht, da gibt es so geile Sequenzen, wo die mit Kerzen und Zeug irgendwelche Rituale machen. Hier machen die literally ihre Hexenrituale irgendwo auf einem hell erleuchteten Platz. Wo man denkt, wie, wie lame ist das denn? Das will doch keiner sehen. So und dann noch geiler am Ende äh, geben die Hexen also, ich glaube, die drei anderen Hexen, während sie hier mit ihrem Daddy irgendwie battled, geben die anderen drei, weil sie jetzt sagen, ah, nun, no, wir, wir tun da ganz schlimme Dinge und durch uns sterben Menschen, verzichten quasi auf ihre Kräfte, machen ein Ritual, mit dem sie ihre Kräfte abgeben und haben danach auch keine mehr. So. Und dann kriegen sie aber erst raus, dass sie hier mit ihrem Vater da Stress hat und dass er der Böse ist. Und dann irgendwie schnipsen die mit den Fingern und in der letzten Sequenz haben dann alle wieder ihre Kräfte. Wo man dann denkt: Hä? Das ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Also, wer dieses mein Drehbuch geschrieben hat, das ist einfach unglaublich furchtbar. Das ist mein richtig Chat dumm. gerade ein und äh, das finde ich zu Recht. Ähm, das gibt ja auch so, so Werbefails. Das kennst du sicher <laughs> auch, das Bild, wo ja. du siehst, wie so eine, so eine Frau einen Lötkolben vorne an der Spitze anfest um äh, vermeintlich <laughs> ja, etwas zu löten. Ja, ja, ja. ja. Also, äh, ähnliches unge Prinzip. Ungefähr so, nur mit einem Ouija-Board. Ne? Also, so ein kompletter ja. Bediener-Fail. So, und dann am Ende, du hast ja gerade gegoogelt, am Ende gibt es dann den großen Twist der Verdammnis, dass sie hier, über die wir nämlich erfahren, dass sie, ich glaube, sie weiß sie nicht, wer ihre leibliche Mutter ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Mörder, Mör Twist des Todes am Ende, dass ich glaube, sie hier irgendwie in eine Irrenanstalt geht, um ihre Mutter zu besuchen. Und die Mutter ist dann natürlich Nancy aus dem ersten Teil. Die Irre. So, das Ding ist aber, wir sehen am Ende des ersten Teils von der Hexenclub, wenn mich nicht alles täuscht, dass Nancy irgendwie mit Gurten gefesselt in der Psychiatrie auf einem Bett festgezurrt ist und offensichtlich Bad Shit Crazy ist. Wann und wie hat die denn bitte eine Tochter bekommen? Wann? Mit wem? Vielleicht wurde Wie? sie geheilt und entlassen. Ja, sie ist aber immer noch in der Klapse, als wir sie im Film wieder treffen. Also, das ist so hm. an, an, an sämtlichen Haaren herbeigezogen, hm. die man irgendwie gefunden hat. Ich weiß es nicht. Und vor allem, da, da gibt es auch keinerlei Hinweis drauf, dass da irgendeiner der Pfleger mit ihr oder sonst irgendwas. Nee, gar nichts. Das hat man sich einfach so als den großen Knall zum Ende aufgehoben. Und das ist so unglaublich dumm. Also, nicht nur. Viel zu hell, überhaupt völlig, völlig spannungsfrei. Sie haben das, was Spannung gebracht hat, rausgelassen und es ist eine generische, ja, das hier ist der böse, der böse Hexenmeister-Story ersetzt. Also ein absoluter Totalausfall. Deswegen meine ich, es ist gar nicht wirklich ein Remake, sondern eher so ein Hybrid irgendwie. Die Story ist zwar grob die gleiche, aber nicht so richtig. Ganz äh, ich weiß übrigens, merkwürdig. Ich weiß übrigens, woher ich diese ferusa balk noch kenne und zwar hat die in American History X die Stacy gespielt. Das ist dieses, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen GovChick. Und da, da habe ich es hab sofort wiedererkannt. Sehr lang her, dass ich American History X gesehen Wenn habe. Wenn du mal American History X und Stacy googelst, vielleicht ähm, ja. macht dann Klick. Also American History X ist bei mir halt auch noch. Relativ präsent im, im Kopf. Ich habe den bestimmt vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Ja, Ach, guck cool. hier, Stacey. Okay, so ja, da ist, bei da mich, ist ja. sie, da ist sie. War sie eine von den von den Nazis da oder, oder von den äh, ist sie ja, der nazi gang glaube, ja. da? Ja, 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 das kann sein. Wie gesagt, habe ich vor bestimmt 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Großartiger Film nach wie vor. Die heißt, deswegen ist mir ein <laughs> Ja, die ist irgendwie so auf der, wie hat Barney Stinson das, das ausgedrückt, auf der auf der Hot- ja, und Crazy-Skala. So ziemlich, ja, ziemlich ja, weit. Ja. Da oben. ist sie so an der Grenze. <laughs> genau. ja, ja. So am gefährlichen, ja, ja. am gefährlichen Schnittpunkt irgendwie. Aber wie gesagt, äh, ich verstehe es nicht, warum man sowas nicht zeitgemäß remaken kann und ich meine, so einen Film auf eine 12 runterzukürzen, naja, aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich das, aber mach doch eine 16 draus, dann macht das ein bisschen düsterer mit ein bisschen, ne, aber mehr dann kannst du auch gar nicht so viele gucken Ja, hm. aber Leute, also ich weiß nicht, ja, wie also das so einen so runtergedummten, total entschärften, ich meine, das Original ist jetzt kein Splatterfilm, ne, also so ist es ja nun auch nicht, aber warte mal, das Original hat eine 16er Freigabe na, und ja, gut, ist wahrscheinlich ich, auch wo man auch sagen muss, dass die sich ja geändert haben. Ne? Ja, also ich wollte gerade sagen, 16 ist, kann heute schon 12 sein. Ist wahrscheinlich auch vor 30 Jahren geratet worden irgendwann und dann hat es eine 16 ja. gekriegt. Aber wie gesagt, der Originalfilm, wenn ihr euch für den Plot interessiert, guckt euch das Original an. Das ist immer noch ein gut ich, ich guckbarer so, Film. Heutzutage sieht man in 16er-Versionen auch Enthauptung. Das, ja, das wäre früher undingbar gewesen. Das ist teilweise echt merkwürdig oder so. Wenn wir vorhin gerade bei dem Tomb Raider-Reboot waren, bei den, Film, äh, bei den Spielen. Da wurde ja auch der erste Teil damals, kann ich mich noch erinnern, Uncut von der USK durchgewunken. Und da dachte ich auch, Alter, seid ihr sicher? Da konnte sie irgendwie mit dem Bajonett Leuten in den Bauch rammen und danach irgendwie ihre AK ausleeren in die Person oder so. Wo ich auch dachte, alter Falter, das ist ja, also das Uncut in der deutschen Version, da habe ja sogar ich gesagt, ey, das, das finde ich ein bisschen krass. So, ne? Also, ja, manchmal kann man die Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen von, von USK und BBJM und so. Aber gut, so, ja, der Hexenclub war der erste miese, das erste miese Remake-Reboot auf meiner Liste. Und ist aber, steht aber symptomatisch tatsächlich für eine ganze Klasse von Filmen, finde ich, die nachgemacht werden, neu. Aber irgendwie kriegen die Leute es nicht hin, das einzubauen, was den Film früher gut gemacht hat. Weiß ich nicht, ob das irgendwie nicht mehr geht heutzutage, ich hab keine Ahnung. Es gibt nur ganz wenige, finde ich, wo sie das vernünftig einfangen, die dann auch angenehm, ja, gritty sind oder irgendwie weiß ich nicht. So gut, genug gelabert. Philipp. Ja. Dann nehme ich mal wieder ein gutes Beispiel, weil mhm. du ja ähm, von gesagt hast, durch Ta durch Tayas Wegfall werden jetzt die Anime weniger, den werde ich jetzt entgegensteuern. Schauen wir uns nämlich tatsächlich mehr gute Animes, also in der ah, Liste ja. gut schlecht. Bei den guten sind mehr Animes dabei als ah, andere ja. Sachen. Okay. Ja. Und ähm, einer von denen Na dann, ist bei. Helsing Ultimate. Wo, wo finde ich den? Gibt es den irgendwo? Ähm, 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 bei Amazon könnte der sein: Helsing Ultimate. Der müsste auch so heißen. Also bei Netflix, Al denke ich, Helsing. nicht. Hm. Ja, Tippen. jedenfalls ist Helsing Ultimate ein Remake von dem. Beziehungsweise. Hier, Original Video Game Adaptation oder OV was ist OVA? Wofür steht OVA? Ja, OVA sind ähm, so Special, so Filme kann man sagen. Also Ableger, das? einzelne Ableger. Aber in dem Fall ist es tatsächlich eine ganze Serie, die als OVA. Ja. Ich, ich weiß nicht, das ist manchmal sehr sehr seltsam. Manchmal ist ein OVA ein Film, manchmal ist es. Original, ach so, es Original ist Video Animation. Okay. Ja, aber das ist so nichtssagend irgendwie. Ja, naja. ja eben. Es ist kann sich ist ja halt vielleicht beeinflussen ist ist halt ein Thema. Film. Ja, gut. So. Ist, ist bei Anime ist das so ein Ding, das taucht okay. einfach mal auf. Ist sowas Verstehen. wie Directors Cut für Anime eigentlich. Ah, ähm, okay. Na gut, dann los. Genau, und zwar, es gibt halt, es gibt halt den originalen Anime, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr da war. Irgendwann in den 90ern jedenfalls. Mhm. Der war jetzt nicht so verkehrt, aber wie viele Animes hatte der halt das Problem, dass der viel, viel schneller war als der Manga. So. Ja. Und äh, es kommt, wie es kommen musste. Es gab einen Punkt, und der Punkt war schon relativ schnell erreicht, wo der Anime in eine ganz andere Richtung ging. Mhm. Weil eben halt die Vorlage nicht da war. Game of und, Thrones Anyone? Ja, genau so. Mhm. Ja, ja, genau, genau. <laughs> es ist äh, Bei Animes ist das schon echt das, Ja, Game of Thrones äh, hat das auch nackt ne, kopiert, das stimmt. Mhm. <laughs> mhm. Obwohl der ja angeblich alles abgesegnet haben soll, oder? Haben sie das nicht gesagt? Nee, die Na, letzten ja. zwei Seasons waren nicht mehr George R. R. Martin. Ja, ja. Gut, ähm, aber Helsing. Ähm, genau, Helsing. Und ja, das, das, das OVA, also das Ultimate, hat das halt nicht. Sie haben halt den kompletten Manga hm. in Anime adaptiert, so wie ich es auch am liebsten habe. Ähm, ja, 1 zu 1 in Form gegossen, könnte man sagen. Und das halt in moderner, geiler Optik. 2 ist ist jetzt rausgekommen. Jetzt sagt ist man das nur sich ja, das Staffel? ist jetzt nicht so. Genau, ist nur eine Staffel. Ah ja. Das ist, mhm. jetzt nicht, ist jetzt nicht so neu, also ist schon ein bisschen her, aber das war damals schon ziemlich cool. Und weil es halt ein OVA war, haben sie da auch viel Budget reingesteckt. Also die Animationen sehen echt geil aus, da, mhm. da spritzt das Blut, das ist alles geil gemacht, geil inszeniert. <laughs> Und ähm, mhm. 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 Also es geht grob um Vampire, wer es nicht weiß. Ne? Der Hauptcharakter ist Alucard, Rückwärts Dracula. Mhm. Und, Sehr raffiniert. Ja, ja, sehr raffiniert. <laughs> äh, Castlevania, anyone? Ähm, ja, und das ist halt so ein, so ein. Mm. Ja, da gibt es halt so eine Agentur, die ihn quasi unter Vertrag hat, könnte man sagen. Und er bekämpft da so Dämonen. Das ist so im Groben und ja. Ganzen die Handlung. Äh, mm. Oder diese Agentur. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist ja, na guck mal, hier ist es doch. Hier unter dem Decknamen Hellsing und das ist ein Anagramm für Her Royal ja, ja, English ja, genau. Legion of Legitimate Supernatural and Immortal Nightguards. Ja, ja, genau, genau. Wo man also den Van Helsing-Namen verballhornt ja. hat in eine Organisation, die genau, jetzt Jagd auf genau. uh, Untote macht. Das ist so. der, der typische Japanizing Beam. <laughs> ja, genau. <lacht> Japanizing <lacht> Beam. <lacht> so. Mhm. Ich habe jetzt gerade äh, gestern einen neuen Anime angefangen hat und Hephaestos ist da eine Frau, die ja, Sachen schmiedet. Egal. Hephaestos ähm, ist eine Frau. Oh, das ist aber Genderband. Hephaestos ist eine Frau. So. Ja, Na, ja, gut. Okay. okay. So. Mhm. <laughs> ähm, ja, genau. Also Hazing Ultimate, Manga adaptiert und ähm, die, die, die Story vom ersten Teil, die wir halt einfach nur Hanebüchen. Zum Schluss mhm. kam der große, also vom ersten Teil, ich meine jetzt vom Original, ja. zum Schluss gab es ein Demo, der. Tatsächlich Inkognito hieß. Und, es und man ist hat halt ihn ironisch, immer wieder vergessen, wenn man ihn nicht mehr gesehen hat. Oder? Es ist so. <laughs> nee, ja, nee, das nicht. Aber er war halt Inkognito, weil, weil er Inkognito war. Und das ist halt so auf einer Metaebene irgendwie ironisch, weil, weil es so Sinn macht, weil es halt sich nicht an den Manga orientiert ja. hat und sie einfach gar nicht wussten, wie das jetzt weitergehen soll. Also, du, zaubern wir einen irgendeinen so. Bösewicht aus dem Ärmel. Hier, ja. Inkognito, das ist ja. er. Fragezeichen, Mann. Das, das war wirklich so ein Fragezeichen. Ich glaube, er hatte ganz viele Augen oder so. Der ah. sah wirklich jetzt seltsam Aus. Der konnte auch nicht sprechen, nicht wirklich. Der hätte immer nur Inkognito gesagt, wie so ein Pokémon. <laughs> Jeder Fan von der alten Serie wird jetzt sagen, nein, die erinnert jetzt mich nicht schlecht. Hier an, an die Simpsons, an Guy Incognito, wo Homer sich verkleidet hier als ich habe einen Bart ich mir glaub, angeklebt. Ich, ich bin jetzt Guy Inkognito. <laughs> da kam es nicht raus, dass das dann ein anderer, also dass es das ein echter war, das gar nicht, ich bin Homer nicht war. Ich bin nicht, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob, ob das nicht wirklich Guy Inkognito. Äh, ja, genau. Genau, ich meine, das war wirklich so ja, einer, ja, einer, ja, ja. Und der wurde dann zusammengeschlagen und dann kommt Homer und genau. um die Ecke irgendwie so. Und dann äh, kommt am Ende raus, dass es tatsächlich jemand anders ist und nicht Homer. Ja, ja genau. Ja. Aber daran erinnert <laughs> mich das gerade. So. Ja, ja. Den Gag gab es auch schon ein paar Mal. Ja. Ich, <laughs> Genau, also wie gesagt, die Hazing Ultimate hat sich am Manga orientiert, hat das mhm. daher sauber abgeschlossen. Ja. Die Handlung ergibt so Sinn, mhm. so wie sie ist. Sie ja. Sieht halt geil animiert aus. Die Mucke ist geil. Also, Hazing könnte dir auch gefallen, übrigens, Sascha, falls, ich, falls du es noch nicht gesehen mhm. haben solltest. Ich meine, es geht um Vampire und Blut und, und, und ja. Um Vampire und Blut das ist doch alles, was, alles, was ich suche. <laughs> ja, ja. ja, eben. Mhm. Ist, schon, ist schon cool. Mhm. Ja. Ja, ich habe natürlich ähm, auch schon viel von gehört und so, also dass das auch ziemlich gut sein soll. Generell, aber ja, ich, wie gesagt. Ist ja auch so nur eine Staffel, die ist schnell ja, mal durchgeschaut. Ja, also. ja. Die Folgen das sind glaube ich, auch nicht Foto so furchtbar. Oder. Oh die Folgen sind noch relativ lang. Ja, 50, das 50 Minuten alle, okay. Ja, ja, ja. ja aber hier das ist es 2014. Und das ist quasi eine. Ist das jetzt ein Reboot? Ja, ich würde fast sagen, ja. Eigentlich offiziell ist, ja ist es ein Remake, aber es ist ja. ja, dadurch, dass die Handlung sich geändert hat im Vergleich zum Anime, ist das ein. Reboot. Ja, ja. Also Kannst okay. du zu dem alten Anime. So, sorry. Mm -hmm. musste ich klarstellen. Ja, verstehe. Was machst du da im Hintergrund? Was äh, rumorten da bei von dir? <laughs> War das so laut? War ja. <laughs> Keine Ahnung. Ich, ich konnte es nicht zuordnen. Irgendwelche. Ich hatte ja in meiner Mikrofonhalterung was gemacht. I see, ja. I see. Ja, Helsing Ultimate. Also wieder Anime-Dinge. Staffel 1 kostet immer noch 25,99. Finde ich krass. Wenn man die hier kauft, ganz schön teuer immer Vielleicht gibt's... Ja. Ja, ist krass. Ja, ja. Animes, ey, das ist halt echt, Animes sind immer so teuer, ey. Ja, dadurch, dass das Wenn man dadurch, die nicht das, das, streamen kann. Dadurch, dass das auch gerade so boomt, ne, ist das halt tatsächlich wieder so ein. Ja, so ein... aber es ist schon, ey, nee, es ist schon immer so. Animes ist ja? echt schlimm, als Europäer, ja. Ja, weiß ich nicht, ob das mit den Lizenzen oder irgendwas zu tun hat, keine Ahnung. Ja, hat es von halt Pro zu tun. Ja. Also, es wurde mal erklärt, da gibt es ja, Nino Takuma ja, hat dazu auch Videos gemacht, die mm -hmm. erklären, warum es ist und so. Naja. Alles klar. Gut, Helsing von, von Philip. Dann bin ich wieder dran und wir bleiben im Horrorgenre und kommen zu einem Re- ja, glaube ich, eher Remake, aber irgendwie vielleicht doch auch Reboot. Wir werden gleich sehen, äh, was ich auch gut fand und äh, wirklich sehr gut umgesetzt fand. Und zwar die Neuverfilmung, ich glaube, die ist von 2013 mittlerweile oder so, von Evil Dead. Ich weiß nicht, wer das Original kennt. Heißt eigentlich Tanz der Teufel im Deutschen, hieß die Originalversion von 83. Mit, ähm, wie heißt der? Bruce Campbell als Ash, der in einer Hütte im Wald, da kommt dieser Cabin-in-the-Woods-Trope natürlich zum, äh, zum Tragen, sich mit den Kräften der Hölle auseinandersetzen muss. Und dazu gab es ein. Im Grunde ist es ein Reboot und kein Remake, weil Ash auch nicht mitspielt in, der, in dem äh, Reboot hier. Gab es 2013 ein Reboot, was die 18er-Freigabe auch absolut verdient hat. Es gibt eine Szene, wo eine Frau versucht, sich mit einem elektrischen Messer, mit so einem elektrischen Küchenschneidemesser den Arm abzuschneiden und die Kamera hält voll drauf. Ja, okay, kann man machen, aber das hat dann halt eine 18er, zu Recht. Und die Kettensägen-Szene mit Jane Levy ist natürlich auch explizit, aber genau so muss das halt auch sein. Was hat der auf IMDB bekommen? Ja, nur eine 6,5. Okay. War das jetzt ein Positiv oder? Also ist das für dich ein das ist für mich ein, neuer für oder mich ein, recht, für das mich ein Positiv. Für mich ein positiver. Ja. Ah, okay. Für mich ein positiver. Ich fand den tatsächlich gut. Obwohl der sich natürlich relativ weit von dem Original entfernt. Im Original ist es, glaube ich, dass Ash mit seiner Freundin und noch mit anderen Leuten irgendwie in diese Hütte im Wald fährt. Und hier gibt es halt nicht Ash. Hier ist jetzt im Prinzip äh, so Jane Levy, so ein bisschen die Hauptfigur. Ähm, die könnte man kennen aus äh, Suburgatory und solchen. See Hallo? Cookie-Einstellungen? Die könnte man halt aus diversen Sachen kennen. Nee, aus Autopsy of Jane Doe, da spielt sie glaube ich nicht mit. Weiß ich nicht, aber aus der Serie Subrogatory, da kann ich sie ursprünglich her. Und äh, die ist da so ein bisschen so der zentrale Charakter. Und ja, im Grunde ist die, der Plot genau der gleiche. Ne? Hütte im Wald, Dinge, die erwecken irgendwie einen Fluch und dann wird Jane Levy mehr oder minder vom Bösen übernommen. Und ja, da passieren dann Dinge und die Leute sterben, und am Ende zersägt sie jemanden mit einer Kettensäge in sehr expliziter, blutiger Aufnahme und so. Und das ist so ein Reboot, wo ich finde, da haben sie so gut wie alles richtig gemacht. Der ist, der nimmt sich irgendwie ernst, hat zwar so auch seine humorigen Momente, nimmt also so ein bisschen den Charme des Originals auf, ist aber nicht albern da wird nicht irgendwie was weiß ich jetzt hier keine Ahnung versucht irgendeine politische Botschaft zu verkaufen. Nee, das ist einfach ein Film über Leute, die auf irgendwie die Mächte der Hölle stoßen und dann mehr oder minder um ihr Leben kämpfen und das ganze ist echt gritty, echt blutig, ziemlich düster gemacht. Guter Film, kann ich echt nichts anderes anderes sagen. Ja, also ich habe ja Hat beide mir gefallen. nicht gesehen, ne? Ich habe ja hab nur ja beide die Serie gesehen. gesehen, Ash vs. Evil Dead. Nee, doch. Ja, doch, doch, ja Ash vs. Evil Dead, ja. Die ich ja, ja sehr unterhaltsam fand. Du hast ja, bist ja irgendwie mit drin aufgestiegen. Ich habe die bis zum Ende gesehen. Ich fand das sehr witzig. Moment, ich habe die auch hab so Warte bisschen, mal. Hast du die bis zum Ende geguckt, ja? Ich, b, b, ich dachte so, du hast mir gesagt, dass du die... Moment. Na, die Frage ist, wie viele Milliarden Staffeln gibt's denn? Ich glaube drei. Ähm... Also ich würde behaupten, ich habe sie bis zum Ende gesehen. Elk Grove... Also ich behaupte mal, ich habe sie relativ weit gesehen auf jeden Fall. Ob sich jetzt bis zum Ende, das weiß ich nicht. Aber ich fand die Serie war ja ganz erkennbar so Fun Trash. Die hat sich ja tatsächlich genau. überhaupt gar ich, nicht ernst das war genommen. Guter trash. Ja. ja. Und da spielt ihr ja noch Xena und, mit, ne? Lucy Lawless irgendwie genau, als böse und so. Und das, ne? Was und ich toll fand, als ich sie gesehen habe. Oh, dachte ich hier, gerne, genau. Lucy Lawless. <laughs> und da haben sie natürlich die ganzen alten Icons hier, äh, hier Bruce Campbell und äh, Lucy Lawless und so weiter, die man so in den 90ern halt geliebt hat. War, in war, in war Lucy Serien. Lawless äh, auch im Original dabei? Nee, oder? Nicht, nee, nicht dass, ich, nicht, dass ich wüsste. Gut, weil das hätte mich jetzt auch gewundert, weil die nicht, waren dass neu. Ich wüsste, das war jetzt einfach nur. Nee. Aber die war ja. eben auch mit bei, so als böse, so semi-böse irgendwie, ne, so immer so, nicht ja, so ja, ganz, ja, ja. so ein bisschen indifferent und da genau. hast halt gemerkt, die Serie nimmt sich halt überhaupt gar nicht ernst, das soll halt absichtlich ein bisschen absurder Trash sein und das macht sie gut, finde ich, so. Aber ne? darüber also, habe ich so ein bisschen die Handlung vom ersten Film mitbekommen. Ja, naja, im, <laughs> im, im Prinzip gar der, der, aller, der allererste Film, die Handlung ist tatsächlich, er ist da im, 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 im Wald. Dann ja, finden ja, ja. Sie das, und das wird ja auch nachgespielt, teilweise. Genau, in der im, Serie. Keller, im Keller der Hütte finden sie das Necronomicon und jo, sind dann, und dann dumm genug, daraus vorzulesen. Genau, das ist Dinge der passieren. Plot. Ah, ja, und dann fangen halt in der Serie. die Äste an, die Leute zu fressen und irgendwelche Höllenkreaturen und dies und das und jenes. Und, und das der Böse gab es da nicht auch den Baum? Ja, die Äste, der das meine ich gerade, wo der Baum Ach so, dann. ja, das sind ja die Äste, ja, Genau, stimmt, sie ja. mit den Ästen da irgendwie zerlegt und so. Und ja, und Evil Dead war, ich glaube, Tanz der Teufel, ist der, warte mal ist der immer noch ist der immer noch indiziert eigentlich der Originalfilm? Warte mal. Ich kann mich zumindest erinnern, dass der sehr 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 lang indiziert war, zumindest die Original. Auch indiziert, weil die nehmen sich doch sicher nichts. Ich gehe davon aus, ich weiß es gerade nicht. Warte mal. Peter Jackson bevor er Hobbit verfilmt verboten. hat. Warte, hier. Ach, okay. Tanz der Teufel, nicht mehr verboten, von 2016, der Horrorklassiker Evil der Tanz der Teufel, Original von 81 sogar, wurde in Deutschland indiziert und beschlagnahmt, beschlagnahmt sogar, das ist das Geile daran, ne? indiziert heißt ja nur, du darfst ihn nicht öffentlich bewerben, darfst ihn aber unter dem Ladentisch an Volljährige verkaufen, beschlagnahmt heißt aber, er wird tatsächlich aus dem Handel eingezogen und 2016 erst, also Ewigkeiten später, der lief 84 bei uns an, ne? Hier wurde er aufgrund der Gewaltdarstellung indiziert und beschlagnahmt, auch verschiedene gekürzte Versionen wurden verboten. Also der galt immer so als Goldstaub. Ne? Wer den in der Uncut-Version irgendwie hatte, der hatte da was. Und, ich stell ähm, mir das mal so vor, da kommt da so ein zwielichtiger Typ in seinem Mantel an. Ey, ich habe die ganz heiße Ware. Genau. Evil Dead. Willst du ein E kaufen? Psst! Ja, ja genau. So ungefähr. <laughs> und äh, wie gesagt, ne, wenn man sich den heute anguckt, ist das natürlich comichaft. Die Gewalt, ne? Also irgendwelche Stop-Motion-Sequenzen mit Ästen und so, die dann Leute aufspießen und sowas. Aber damals knaller. Und äh, mittlerweile ich ist. Bin das überrascht, ich bin überrascht, dass der beschlagnahmt war, weil ich hab grad mal geguckt, Braindead war nur indexiert. Ach, echt, ja. Aber nicht. Und das, ey, komm, nehmen sich die. Also, ich habe den ja noch nicht gesehen. Ja, naja, ich aber glaube, war doch ich glaube es, es ging hier, glaube ich, um solche Sachen, dass diese, diese Äste da die Frau ja in diverse Körperöffnungen zünden. Ja, ja, okay, 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 so ja, So Dinge. Und das fand die, fand die BPJS dann, glaube ich, nicht so geil. Aber Braindead, da, da, da finden doch die auch zwei, Szene, die zwei die Untoten Fommies da auch so mit ja, Genau. Und ich erinnere, oh, dieses, ich erinnere mich in Braindead immer nur noch an Ich erinnere mich in immer nur noch an diese Szene mit dem Rasenmäher, wo er da mit dem Rasenmäher die ganzen Zombies zerhackt irgendwie. Und ich mich ja. an das Mixer-Baby. Ja, das, das, das Zombie-Baby, was in den Mixer kommt. Ähnliches, ähnliches <laughs> Level. Aber du, keine Ahnung, warum der eine indiziert war, der andere nicht ist oder, oder beschlagnahmt war, das weiß ich nicht. Aber Tanz der Teufel, die äh, Originalversion ist halt insofern relativ legendär, weil die damals halt beschlagnahmt war bis zum sankt Nimmerleins-Tag und das äh, reboot wie gesagt oder oder nee ja im Prinzip reboot äh, kam dann 2013 und das ist glaube ich uncut erschienen in Deutschland und ganz normale 18er Freigabe ja und wie gesagt hat natürlich nicht mehr ganz diesen trashigen Charme des Originals ne aber ist ausnahmsweise wirklich mal ein Film, der sich ernst nimmt, der an den richtigen Stellen mit der Kamera auch einfach mal drauf hält. Also, wie gesagt, diese Szene mit diesem elektrischen Messer, wo sie da versucht, sich den Arm abzuschneiden, die ist schon, die ist schon hart. Also muss man schon, <laughs> muss man schon sagen. Und ähm, wie gesagt, finde ich gut. Also ist ein zeitgemäßes Remake, ohne jetzt zu sehr auf der Nostalgie-Schiene zu surfen. Hat mir gut gefallen. Ja, Philipp. Ja, dann ähm, mache ich mal weiter mit. Machen wir mal wieder ein schlechtes. Und Jawohl. zwar ein Film: Aladdin. Oh Gott. Das, das Remake mit Will Smith. Mit Will Smith? Oh shit, den habe ich, hab ich nicht gesehen ja. und werde ihn wahrscheinlich auch niemals sehen. Warte, wo ist denn der? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja. Ich habe ja, hab Disney Plus, da ist er ja kostenlos. Also. Es naja. ist noch lange kein Grund, sich sowas anzugucken, Felix. Ja, ja doch, doch. Doch, <laughs> Das reicht aus. Okay. Weil, gut. Weil damals Aladdin, also ich muss sagen, Aladdin war einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Ja, die, die, die Zeichentrick-Version meinst du? Genau, die Zeichentrick-Version. Ja, ja, ja. ja, stimmt, Disney ist ja, kann man jetzt nicht mehr sagen, ist ja bei Disney. Die Zeichentrick-Version, ich habe ja. die Serie komplett gesehen, immer wieder. Ja. Und ähm, ja, also ich bin da vielleicht ein bisschen biased und so. Ja, damals also, mein, mein Opa hat mir immer viel so Märchen erzählt, als ich noch ganz klein war. Und Aladdin und die Wunderlampe war natürlich ein großartiges Märchen, so tausend und eine Nachtmäßig. Ja, Aber ja. wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, ich habe den, ich weiß gar nicht, ob ich den Animationsfilm... Jemals komplett gesehen habe, aber das war halt dieses... mit Kindern, oder? Ja, Weil das war so diese Disney-Epoche. Da waren die Filme halt alle okay. Die hatten nette Sidekicks, coole Charaktere. War alles ganz nice. Und jetzt ist ja seit, seit einer Weile dieser Trend, dass man auch hier König der Löwen jetzt auf Krampf mm. mit, mit realen Figuren nachdrehen muss. Und nein, naja. also, gut, aber ich lasse dich erstmal quatschen. Mein sagt auch gerade, äh, da kannst du gleich alle 3D-Remakes reinbringen mit König der Löwen und so weiter. Ja, da muss ja. ich sagen, die Schöne und das Biest ist ziemlich gut angekommen. Das ist einer der Lieblingsfilme, der Frau oder? zum Beispiel. Der, mit der, Emma der neue mit Emma, mit Emma Watson war das, ah, glaube ich, die okay. da mitspielt. Ja, ja. Also der soll sehr gut umgesetzt sein. Deswegen würde ich nicht alle da reinschmeißen. König hm. der Löwen, ja, kommt nicht. Also König der Löwen war ja ein Kracher damals. Äh, ja. Man sich, konnte man sich immer wieder geben oder kann ich mir immer noch wiedergeben. Ja. Und ja, das Remake ist nicht so geil. Hm. Das stimmt. Aber Aladdin ist nochmal schlechter, deswegen steht jetzt hier Aladdin erstmal. Na jetzt erstmal Aladdin, so bitte. <laughs> ja, was, was gibt's da gut zu sagen? Okay, da kommt erstmal Will Smith als Genie, ist jetzt, ja, er hat's versucht, aber er kommt irgendwie nicht ran, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das seine Schuld ist oder einfach das Skript. Ich würde ja, sagen, es ist das Skript. Ja, ja. Ähm, Der Film, ich weiß nicht, der lässt so ein paar, ein paar Details aus, macht so ein paar Dinge anders, die ich nicht gut finde, dass er die anders macht. ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, das ist schwer zu sagen. Der, mhm. der er ist er weicht einfach finde ich zu sehr vom Original ab, zu sehr von dem was dem was das Original so sympathisch gemacht hat. Und ja. die Effekte sind teilweise auch ein bisschen seltsam. Also es sieht jetzt nicht schlecht aus. Mhm. Sieht schon manchmal mhm. ziemlich geil aus, aber manchmal mhm. auch es ist so ein bisschen uncanny valley vibes. Ja, ich bin gerade dabei hier vergeblich, äh, warte mal, bei Corridor Crew. Die hatten nämlich mal ein äh, Feature, wo sie unter anderem sich auch über Aladdin geäußert haben. Und ich möchte einfach und ach, nur warte die mal, ich video eines der schlimmsten Sachen war, dass sie die für mich, dass sie die Lieder verändert haben. Das geht gar nicht. Ah, okay, ja. Also, die Lieder sind ikonisch. Die habe ich, hab ich rauf und runter gehört. Die kann man nicht, die darf man nicht verändern. Also immer die verändert, dann wenigstens gut. Aber in dem Fall haben sie es schlechter gemacht. Warte, 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 Philipp, hast du meinen Stream parallel auf? Jetzt wäre, ja. der, richtige, jetzt wäre der richtige, Zeitpunkt für das Heresy Give. So, also insofern, <lacht> ne? <lacht> man darf natürlich die, dann ja. dann man ja. <laughs> darf natürlich die, darf ja, natürlich die Lieder nicht verändern. I see. Ja, das genau. Das bin gerade ich, wenn ich über die Lieder rede. <laughs> ähm. Genau. Ja. Ähm, kann, ich, kann ich total nachvollziehen, ja. Dass, dass gerade die Musik natürlich, bei mir ging es damals bei Ariel so. Bei Ariel oh, ja. Äh, hat oh. ja im Original Ute Lemper äh, die Songs gesungen und es gab dann irgendwann später eine Version, wo sie dann wahrscheinlich aus Lizenzgründen das von einer anderen Sängerin du, die haben, haben ja einsingen lassen. Bei Ariel, lassen. da, da gab es auch einen Shitstorm, ne? Die haben... Die haben ja die Synchronstimmen geändert, die deutschen. Ah, da, da, vielleicht hat damit waren zu tun gehabt. Ja, das Das ja. ging nicht. Und ich muss die sagen: kacken danach. Ja, ich muss sagen, die Lieder von Ariel in der original deutschen Version, die sind einfach absolut fantastisch bis heute eine meiner Favorite-Erinnerungen an, an ja. so, so Disney-Filme. Genau, ne? genau. Großartig. Und, Und Das rum... ist da bei mir genauso. Ja, ja, kann ich, deswegen meine ich, ich kann es gut nachvollziehen, dass es dir da ähnlich geht. Okay, sonst, ja, zum Film selber. Reboot, Remake, äh, wo ordnest du den ein? Ähm, na, das wird ein Remake sein schon. Ja. ja also er hält sich original, also mehr oder minder an, den, ja. an die... die Story, ja, ja, Die Story ist eigentlich okay. gleich, ja. Also hier Jaffar Da werden also ein paar und, Detailszenen, ja. wie gesagt, ausgelassen, was ich, was ich schade finde. Ja. Ähm, oder irgendwie auch anders inszeniert, zu, zu anders. Hm. Diese ganzen Wunder, diese ganzen -Sache im, im Zeichentrick, war die, war die irgendwie viel ja. Ja, ausgeschmückter, sage ich mal. Hm. Naja. Hm. Ähm, aber es ist ein Remake. Und äh, um auf vor meinen Chat zu antworten, äh, die Schön und das Biest, ich habe den nur in Teilen gesehen. Ich habe den nie komplett gesehen, das Remake. Hm. aber von dem, was ich gesehen habe und von dem, was äh, mir meine Frau immer wieder gesagt hat soll <laughs> der ähm, schon sich am Original halten, also der weicht auch ja. wahrscheinlich wie bei Aladdin weicht der wahrscheinlich auch in so kleinen Details hin immer so ein bisschen ab, hm. aber es ist trotzdem eine Umsetzung also eins zu eins ist halt schwierig, weil eins zu eins wird es alles nicht sein. Nee, nee, dann nee. Dann müsste man ja jede Szene exakt so, das kannst du ja nicht machen. Also es gibt sowas tatsächlich, ne? es gibt Remakes, die sind wirklich ja, eins das, zu eins ja. nachgeschossen. Aber ich also würde es auch ein bisschen, ja, so bisschen weiter fassen. Also Remake ist es für mich, wenn im Prinzip von der Hauptstory nichts verändert wird, dann ist es für mich ein Remake. Eben. Und wenn im Grunde, ob sie da jetzt eine Szene mehr, wo er auf dem Klo sitzt, dazu haben oder nicht, das ändert an der Story nichts. Insofern... Das, die ist wichtig. Die ist vielleicht total <laughs> entscheidend. Man weiß es nicht, aber ja, ich würde es trotzdem dann auch eher als Remake äh, einstufen, wenn es so ist, wie du es beschreibst, ja. Genau. Ja, ähm, kannst du dem Film dann irgendwas Positives abgewinnen? Schwierig. Also ich fand... Ich fand die Szene mit dem, ähm, wo er quasi in diesen Prinzen, Ali Abu oder so, ähm, <laughs> verwandelt wird, um dann Jasmin zu beeindrucken, weil er, ja. er darf ja, sie darf ja nur einen Prinzen heiraten, ne? dann ja. gibt er sich als Prinz auf. Da macht er so eine Parade mit Tieren. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ah, ja. Ganz cool umgesetzt. Also das mm, fetzt, mm. finde ich, ein bisschen mehr im Remake. Ja. Dass sie das Lied dann angepasst haben, ist wieder nicht so geil. Aber die Szene an sich vom visuellen her fand ich ganz cool. Ja. Also, vielleicht ja. so ein, zwei das Sequenzen, ist, ich, wo man auch sagt. Das, Einzige. das ja. ist tatsächlich das Einzige. Den Rest, hm, auch hm. den, den Jafar, der Schauspieler von dem Jafar, <laughs> der ist so scheiße. So, sorry an den Schauspieler an der Stelle. Ja. Ich weiß. Na, ist der Schauspieler da schlecht oder ist die, zu sagen, ist, die, ja, ist die Rolle schlecht geschrieben? Ich könnte mir fast vorstellen, dass es da auch am Schauspieler liegt, wirklich. Ja. Aber der, passt auch, der passt einfach nicht von, von seinem Äußeren. Der ja. wird nicht. Ja. Der, der Jafar, der war ja also immer so scharfkantig fies und so. Ja, ja, also so ja, überzeichnet, ne? das Und das ja klar, ist genau, ganz offensichtlich, Das, was du gerade sagst, dieses der, Überzeichnete, das ist ja das, was den Charakteren Charakter gegeben hat bei Disney in den Originalen, ja. dass die alle so larger than life waren und der Bösewicht hatte schon so Gesichtszüge, wurde gesehen, dass das ja böse ist und so. Und das kriegst du natürlich mit echten Menschen nicht hin. Es sei denn, du, du ja. machst Computeranimationen drauf oder so, ne? Ja, ja. Und das war auch das, ja. was zum ja, Beispiel ja, bei. Ja, den fand ich halt nicht, ja. nicht gut. Ja, ja, ich kann mich, mich noch erinnern. Nicht, hab ich ja. habe den überhaupt nicht, ich hab, hätte ich den Film ja zum ersten Mal gesehen. Ich hätte überhaupt nicht den als Bösewicht identifiziert, der war so ein Waschlappen. Sorry. <lacht> ja, <lacht> ja. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber ich, ich würde würd mm. ihn so als Waschlappen bezeichnen. Ja, ja. ja, verstehe ich. Das war auch so ein bisschen Teil der Kritik. Ich hatte hier bei Robert Hofmann und David Hein und so, die sich hier König der Löwen mal vorgeknöpft hatten, das Remake. Und die waren da beide auch so ein bisschen der Meinung, dass du diese Emotionalität die du halt bei Figuren hier ja, wie Simon Timon und Pumba oder irgendwie sowas, ja. ne? Oder ja. hier so, wie, wie bedrohlich Scar auch ist, so im Original, ne? So diese ja. Perspektive und so, das kriegst du halt nicht hin wenn du reale tiere simulieren willst weil reale tiere nun mal nicht so aussehen wie gezeichnete tiere und da geht halt ein unglaublicher teil dieser emotionalität weg da allein dass sie simba und wie hieß seine freundin da weiß ich gerade nicht äh, äh, na, na, warte mal irgendwas mit N. Äh, nabila namala na, irgendwie so seine freundin halt ah. äh, allein schon dass die seine in, in, Cousine. <lacht> <lacht> man weiß es nicht sweet home alabama ja, so ja, alles aber Cousine. dass die äh, Nala, schreibt Anne gerade. Nala. Nala, Nala ja. dass, genau das äh, dass den in, im Zeichentrick haben die ja Mimik. Ne? Also du siehst den ja. Figuren ja, an, ja, ja, ob stimmt. sie gerade einen Witz machen und mhm. so. Und das machen Tiere halt nicht. Und wenn du das dann animierst, so pseudoreal wie in dem Remake, dann fällt dieser ganze Aspekt es war halt. halt weg. ist halt Ja, natürlich, mhm. aber es ist halt Zeichentrick, ne? Und da kannst ja, du ja. sowas halt machen. Hättest du das jetzt mit den Realistisch nachgebildeten Tieren gemacht. Das wäre Uncanny Valley the Movie. Das wäre sehr, sehr, sehr gruselig <laughs> gewesen. Und da weiß ich auch nicht, ob denen das nicht vorher klar war. Dass sie dieses Emotionalitätslevel natürlich nicht hinkriegen, wenn sie das mit real nachgebildeten Tieren bauen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwer Wenn's, muss und das ja entschieden halt echt, haben. Teilweise finde ich die Animation ziemlich geil. Ja. Aber dann auch wieder. Also nur aus einem rein visuellen ja, Standpunkt, ne? Rein optisch, also jetzt rein, die Remakes, fällt, rein visuell ja, sieht die, die jetzt echt das, geil aus. das Rendering ist brillant, aber die Emotionalität Vor allem beim fehlt. Halt. Das Dschungelbuch fand ich echt krass. Das habe ich nicht gesehen, das, das Remake. Naja, ne, da hat mein, da hat jemand bei mir aus der Familie mit dran gearbeitet, deswegen. Ah. Ist, ja, ja, der ist, ähm, der nice. ist in Hollywood tätig als äh, Video Special Effects. Mhm. Visual Artist, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Ja, Special Effect, Visual Effects Artist ist, glaube ich, der. Ja, ja, ja okay, genau, VFX artist äh, ist ja. glaube ich, immer. Also ja. ist es ja, ne? Dann. Ja, im weitesten Sinne, ne? je nachdem, was du machst, ob du halt CGI machst genau. oder ob du halt praktisch, praktische Effekte machst oder so. Ja. ja, aber sehr cool. Also klar, rein technisch ist sicherlich Der König der Löwen auch ein guter Film. Aber die emotionale Ebene fehlt halt und es ist halt kein vergleichsweises Remake in dem Sinne, dass es die gleiche das gleiche Level an, ja, weiß ich nicht, Charakterdynamik mitbringt, ne? Und da muss man sich dann immer fragen, ob man das damit besser macht, ob sie nicht einfach einen zeitgemäßen Zeichentrick Neuauflage hätten machen können oder so, Pff, weiß ich nicht. Da ist die Frage, ob sie das besser gemacht haben können, weil die sehen echt geil aus. Ja, das ist die Frage, ob es überhaupt gemacht werden muss. Einfach eine Remastered-Version, ja, zack, und dann ist gut. Einfach mal drüber gegangen. Vom Original-Master gezogen, ein bisschen hübsch aufge aufgepimpt. Ja, gab es doch bei ganz vielen Sachen, dass sie den 4K-Master mhm. nochmal dann gezogen haben und dann hast du hinterher eine mega krasse Bildqualität und so und reicht doch. Aber naja, man muss ja Filme machen und Geld verdienen und keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber naja. Gut, aber die Frage wäre natürlich, wie das jetzt denen, der Generation von Leuten geht, die den alten Film nicht kennen die Jetzt den genau, neuen mich zuerst sehen ne? und dann hinterher den alten, ob die das genau andersrum sehen, das frage ich ja. mich bei Star Wars ja immer. Ob Leute, die mit den neuen Sachen äh, entsprechend äh, am Start ja. sind, ja, ob die das dann irgendwie anders sehen, als Na, der kommt sicher als besser weg. Also, als wenn man sich so ja. Cosplays und oder so Reaktionen von vor allem jüngeren Leuten mhm. an. Menschen mhm. anguckt, die sind ja da immer ziemlich begeistert. Aber ja, 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 ja. das ist dann auch das Publikum, ne? Die ja, ja. Menschen. Ich habe das jetzt gerade erlebt bei dem äh, aktuellen eigentlich auch eine Art Reboot oder Fortsetzung, nämlich äh, wo ist er denn? Prey ist der nicht auf Nee, ist Disney Plus, ne? Ist nicht Netflix. Auf Disney Plus läuft ja gerade ja, der den wollte ich mir, den habe ich vorhin gesehen. Ich habe überlegt, mir den heute anzusehen, aber Ja, und ich muss auch sagen, ich habe ja die Kritiken waren alle nicht so nicht so nicht so prall von dem Ding, aber ja, ich erwarte da jetzt auch nicht so den den Mörderfilm, aber naja, ne? Auch wieder so eine Neuauflage. Im Prinzip ist es auch ein, ja, eigentlich ist es ein Prequel. Aber das ist doch kein Remake, so wie ich das verstanden habe. Nein, 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 oder? nein, es ist ein Prequel. Aber ich meine ja. bloß, hier hat man eben auch versucht, das dann noch mal zeitgemäß neu aufzulegen. Aber ob das jetzt den Flair des Originalfilms in irgendeiner Weise erreichen kann, das nee, darf, sicherlich, 100 nicht. darf sicherlich diskutiert werden. Ne? So also der, 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 der Trailer wurde ja damals ziemlich auseinandergenommen. Deswegen will ich mir selber nochmal ein Bild machen, ne? wegen ja oh, alleine diese oh. Szene mit irgendwelchen eingeborenen gegen einen super Sci-Fi-Alien. Naja, ja, ja. ich ich werde mir mal anschauen bei Gelegenheit kostet ja nichts. Und, Schauen wir mal genau. Ja, ich werde ihn auch sichten, allein um mir ein Bild zu machen, ob die Kritiken mich wirklich auch so, ob ich das auch so sehe oder nicht. Aber ich mache mir da generell keine großen, keine großen Hoffnungen. Also der letzte Predator vor ein paar Jahren, das war eine absolute Vollkatastrophe. Insofern kann der neue nur besser sein. Aber schauen wir mal, <laughs> schauen wir mal. Achso, um die Frage in meinem Chat zu beantworten, du kannst gerne einen Sub da lassen oder mit äh, Amazon Prime subben, wenn du willst. Klickst du auf die entsprechenden Buttons. So, ja, aber nun zu etwas völlig anderem. Ich habe auch noch ein Re... Eigentlich... Irgendwie Make, aber eigentlich Boot ähm, am Start. Was ich so okay finde. Nicht, nicht, nicht schlecht, aber auch jetzt nicht wahnsinnig gut. Und zwar... Weiß ich gar nicht, ob du das gesehen hast, Philipp, das äh, Remake von RoboCop, was vor ein paar Jahren rauskam. Der Originalfilm, vielleicht schnappen wir uns den erstmal von 1987 von also den, Paul Verhoeven. Den Originalen habe ich gesehen und das Remake habe ich zum Teil gesehen. Ich glaube, der mm, kam irgendwann mm. mal im Fernsehen, da hatte ich den im Fernsehen. Da hatte ich den, ja, ja, da hatte ich den so kurz mal am Laufen, aber ich habe den nicht komplett gesehen. Ja, der war das von Remake. 2014. Vielleicht habe ich den auch hier? komplett gesehen und habe es aber schon wieder vergessen. Also das ich ist kann auch mich mal erinnern, dass der ziemlich abgewichen ist vom Original, kann das da sein. Da will ich, genau, da will ich gleich drauf, da will ich gleich drauf hin, warum Weil da ich. Ihn, so andere Sachen. Genau, warum ich ihn trotzdem gut finde, obwohl er ganz anders ist als das Original. Deswegen meinte ich auch, es ist eigentlich eher ein Reboot als ein Remake. Also, da Robocop. Das ist ein schönes Gift bei mir. Sorry. Kein Robocop gif Ja. Habe ich eigentlich. Äh, war glaube ich, ein das? Weakness? Ich, ich wollte eigentlich dieses äh, hier, äh, wie, oh nee. wie hieß es denn, Your Move Creep, wollte ich eigentlich irgendwo einbauen, aber ich hatte kein Gift gefunden, wo das drin war. Aber lass mich kurz was zu Robocop sagen. Ja, ja. Robocop, Sorry. Einer dieser Filme aus den Ende 80 ern wo noch richtig richtig geklotzt wurde action technisch ich habe nachher noch einen auf der liste der auch aus dieser epoche ist wo es auch ein furchtbar schlechtes remake gab robocop paul verhoeven paul verhoeven unter anderem äh, starship troopers hat der regie geführt und wer den film kennt der weiß ja ungefähr wie der hase läuft also da wird ordentlich raufgehalten das ist auch angenehm blutig und wie üblich bei paul verhoeven ist das ganze <laughs> aber auch satirisch angehaucht. Der ganze Film nimmt sich die ganze Zeit über im Grunde mit so einer satirischen Subebene auf die Schippe. Du hast so diesen übermächtigen Konzern, OCP, wo wir hier gerade den, den Chef sehen, ne? OCP Omni Consumer Products ist so der, der übermächtige Konzern. Und dann wird irgendwann ein Polizist, Polizist, nämlich Alex Murphy, von irgendwelchen Gangstern gekillt und zwar in einer unglaublich blutigen Szene, wo sie ihm nach und nach irgendwie alle Gliedmaßen wegschießen, irgendwie und da wirklich nichts mehr übrig bleibt von ihm, also fast nichts. Die Polizei birgt ihn dann, also die Überreste, und er ist eigentlich so gut wie tot, aber OCP hat ein lustiges Cyborg-Programm, wo sie nämlich versuchen, einen Robocop, also einen Cyborg-Polizisten zu erzeugen, und das ist sozusagen Murphys. Letzte Chance, noch weiter da irgendwie für Recht und Gesetz kämpfen zu können. Und er wird nicht gefragt, sondern wird mehr oder minder gegen seinen, gegen seinen Willen in einen, äh, ja, in Robocop verwandelt. Also in eine halbwegs unzerstörbare Killermaschine und so weiter. Und der Originalfilm ist halt wirklich. So ein typischer Film aus dieser Zeit, da wird halt mit, richtig mit, mit Bloodpacks in den Shootouts, da spritzt das Blut, das ist alles wirklich relativ derbe. Es gibt eine deutsche Version, wo ich glaube 20 Minuten des Films einfach mal fehlen, die komplett geschnitten wurden. Okay, Und nur die deutsche. Ja, und dann weißt du halt einfach gar nicht, Moment mal, nee. warum, ist, warum ist denn der Charakter, warum taucht denn der nie wieder auf? Ja, weil die 20 Minuten fehlen, wo... Robocop den zerlegt und äh, ja, Dinge und Sachen. Also, Robocop hat auch so eine krasse Historie, wenn man mal bei Schnitt, nee, nicht Schnittmenge, Schnittberichte, ey, mein Keyboard steht hier wieder schräg und schon kann ich nicht mehr tippen. Wenn ihr bei Schnittberichte.com mal äh, Robocop eingebt, kriegt ihr halt, wie der Name erwarten lässt, die Schnittberichte dazu. Und wie gesagt, hier, es gibt diverse Fassungen davon. Und die deutsche Fassung, die es damals gab, war eine, glaube ich, auf ab 16 runtergekattete Fassung, die man kaufen konnte. Und da fehlte halt, ich glaube, 20 Minuten oder so. Das war, das war ziemlich hart. Also hier, die, die, die Fassung, die damals rauskam, warte mal, die 16er VHS-Fassung verglichen mit der R-Rated, also mit der Uncut vermutlich. Hallo Internet. Mein Internet tut gerade Dinge. Beziehungsweise Schnittberichte funktioniert nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn, da fehlten ungefähr 20 Minuten Material. So. Das ist eine, das, der ganze Film ist wie gesagt eher eine Satire, ne? so eine bitterböse Geschichte, so wie Starship-Troopers ja auch war. Und der hat halt Kultstatus, zu Recht finde ich. Der erste Teil ist wirklich großartig. Der spielt für mich so in einer Liga mit The Terminator, mit dem ersten Terminator-Teil. Das war ja auch so die gleiche Epoche. Terminator war 84, genau. Und ähm, RoboCop war 87 und der Film, den ich nachher noch auf dem Plan habe, der ist auch, glaube ich, ungefähr in der Zeit irgendwie entstanden. Ist, glaube ich, auch Paul Verhoeven. Fällt mir gerade spontan ein, weiß ich gerade nicht. So, und dazu gab es dann, also zu diesem sehr bösen, blutigen, satirischen Film, gab es dann 2014 ein Reboot. Und zwar ist es in der Tat ein Reboot weil so viele Sachen geändert werden, grundlegend, dass es eigentlich kein direktes Remake mehr ist. Also es sind eher Details, die geändert werden, aber es ist halt eine Menge. Die ganze Atmo des Films und so ist halt völlig anders. Es gibt immer noch Omnicorp, also was damals mal Omniconsumer Products war, also sprich, sie haben es umbenannt, ne? allein schon das zeigt, dass es eigentlich, ein, äh, eigentlich eine Art Reboot ist. Und der ist deutlich weniger blutig. Also du siehst eigentlich de facto gar kein Blut, glaube ich. Und der Original Robocop ist wirklich explizit an einigen Stellen. Das heißt, sie haben das Gewaltlevel einfach mal deutlich runtergefahren, was man auch an der 12er Freigabe sieht im Vergleich zur immer noch gerechtfertigten 18er beim Original. Und äh, ja, da hat der Film viel Kritik einstecken müssen, das, das Reboot also, weil gesagt wurde, ja, das hat ja gar nicht mehr die, gar nicht mehr das gleiche Flair wie das Original. Aber warum mochte ich den doch? Nein, nicht nur, weil Abby Cornish in einer Nebenrolle zu sehen ist, sondern weil äh, der Film einen anderen Schwerpunkt legt. Im Original ging es wirklich um Murphy, der als Robocop in einer Stadt, die von brutalen Gangstern regiert wird, für Recht und Ordnung sorgen muss. Dieser Reboot hier, der legt viel mehr Wert auf die Psyche der Hauptfigur. Und da gibt es so eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr, sehr geil fand wo er nämlich, nachdem er umgewandelt wurde, irgendwo an, auf so einem, an so einer Aufhängung hängt. Und dann siehst du halt, dass das Einzige, was von ihm noch übrig ist, so Teile seines Kopfs und Teile seiner Brust sozusagen sind. Und alles andere ist halt Maschine. Und an der Stelle führt er irgendwie einen Dialog über, was ist denn ein Mensch und bis wo bin ich denn ein Mensch und ne, so ungefähr. Also weil einfach 95% seines Körpers irgendwie Maschinenteile sind und so. Und da legt der Film einfach einen anderen Fokus. Wenn man jetzt einen ebenso blutigen Film sucht wie den Original Robocop, wird man hier nicht fündig. Definitiv nicht. Der hier ist aber trotzdem, finde ich, kein schlechtes äh, Reboot. Aber, wie es bei einem Reboot halt ist, du legst den Schwerpunkt auf was anderes. Und je nachdem, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, kommt der Film halt gut an oder nicht gut an. Also, die Fans des Originalfilms, die jetzt sagen, nein, Robocop muss genauso ne, sein wie im Original, die werden hiermit sicherlich nicht glücklich. Das ist völlig klar. Aber ich fand ihn trotzdem nicht schlecht, weil, wie gesagt, dieser, diese psychologische Komponente, die hier viel stärker eine Rolle spielt als in Robocop im Original, das fand ich gut. Ja, aber wie gesagt, ich kann hier, deswegen habe ich den auch nur so bei okay eingeordnet, ne, in meiner Kategorie. Ich kann verstehen, dass der natürlich die Fans des Originals nicht zufrieden stellt. Und ja, ich hätte mir auch ein etwas höheres Gore-Level gewünscht. Also wenn er da mit irgendwelchen Automatikwaffen aus seinen Armen irgendwelche Leute umholzt und du siehst de facto kein Blut, weil es jetzt unbedingt eine PG-13, also bei uns eine 12er-Freigabe sein muss, das finde ich dann kacke. Das muss ich dann nicht haben, ne, weil ich meine, entweder da passieren jetzt Dinge oder du bewirfst die Leute halt mit Wattebäuschen. Aber so ein, du bist jetzt der waffenstarrende Superkopf und es ist kein Tropfen Blut zu sehen. Naja, also wie gesagt, ich kann die Kritik verstehen am Film, aber gleichzeitig finde ich den als Reboot nicht übel. Okay. Das ja. vielleicht, das vielleicht äh, dazu. Gut, Philipp. dann mache ich mal wieder mit einem Anime weiter. Ähm, hey. Und zwar etwas, was ich gut fand. Besser ja, fand? Ja. wo ich ja auch vorweg sagen muss, ich habe das Original nur in Teilen gesehen, nicht komplett. Aber? Wie das geht? Um... Ich dachte, du bist hier der Hardcore Anime Fan und jetzt ja, kommst du mit ja, sowas ja, ja. wie ich habe es nicht zu Ende nee, gesehen. Bei dem nicht. <laughs> ja, bei okay, dem, sag an. Bei dem nicht. Das habe ich auch bei anderen Animes das Problem. <laughs> Husten, da das ist, da äh, gleich. Warte mal, ich glaube, es ist bei allen Animes, die ich hier auf der Liste habe, die haben alle dasselbe Kernproblem, nämlich, dass der Manga aufgehört hat und der Anime Sachen weitergesponnen hat und das ah. halt in eine komplett andere Richtung ging und blöd war. Sag den Namen. Ähm, genau. Auch bei dem FMA Brotherhood bzw. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, okay. Einer meiner Lieblingsanimes. Auch auf diversen anime meine, ist, das, ist, das das dabei. Das ist das das Original oder ist das ein Remake? Das ist das Remake, deswegen ist dieses Doppelpunkt Brotherhood. Ah. Das Original hieß nämlich nur Full Metal Alchemist. Ja. Ähm, Warte, haben die das hier? Nee. Hier gibt es nur das. Oh Gott, ja, bei Crunchyroll oh, gibt du das, aber bei Netflix nein. Nee, wa? Bei Netflix wirst du es nicht finden. Du kannst halt bei Amazon, ne, da hast du halt dann die. Ähm, da hast du ja alles, eigentlich. Wir haben ja neulich gesehen, dass es manchmal auch schwierig ist, bei Amazon Sachen zu finden, ja. aber wir können ja hier mal die Preview auf Crunchyroll aufmachen. Full Metal Alchemist Brotherhood, da ist es. So, ja. Erzähl uns Dinge. Ja. Genau. Ähm, was soll ich sagen? Also die Story <laughs> geht so grundlegend um die zwei ähm, Brüder, ähm, die, also zwei Brüder, der eine in der Rüstung, der andere ohne, die, ähm, Versuchen, den Stein der Weisen zu finden. Und... Mhm. Also der, der Hauptcharakter heißt Edward Elrich, der äh, Bruder äh, Alfonso. Mhm. Und ja, das ist im, im, äh, in diesem Remake nicht nur, dass es halt moderner ist und dementsprechend super gut. Obwohl, das muss man nicht unbedingt sagen. Es gibt auch moderne Animes, die nicht geil gezeichnet sind, aber in dem Fall ist es so. Die haben sich mhm. Mühe gegeben. Mhm. Das ist cool animiert, cool gezeichnet. Ja. Auch Special Effect so ein bisschen drin und so. Mhm. Ähm, die Musik ist toll. Ähm, und die Handlung ist natürlich super. Die mhm. sie, wie die anderen, wie ich es schon angeteasert habe, vom Manga übernommen haben und halt eben nicht weitergesponnen haben in irgendwas Seltsames. Ich muss sagen, das, was ich von dem ähm, alten Anime weiß, ist. Dass er auch, auch jetzt von, von, von Reviews von anderen basierend, dass der gar nicht so schlecht gewesen sein soll. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass der kacke ist. Ich mm. habe auch so, also mm. die, die Szenen, an die ich mich erinnern kann und die ich halt äh, auch nochmal nachträglich geschaut habe, nachdem ich Brotherhood gesehen habe, waren eigentlich auch ziemlich cool. Also, der hatte so ein paar Momente, war schon interessant. Es ist aber halt ja. was völlig anderes. Es ist eine ganz andere Handlung, die dann da weitergesponnen wurde. Und, und hier ähm, das Reboot ist jetzt original der Anime. Äh, der Manga. Genau, Oder? genau. Okay. Das mm, Reboot mm. ist wieder der Manga, weil der Manga halt zu Ende gemacht wurde und dann ja. haben sie gesagt, hier, da machen wir das jetzt auch mal komplett sauber. Ja. Und da so macht die Handlung halt alles Sinn. Der Kreis schließt sich im wahrsten Sinne. Ähm, mm, mm. Ja, und ja, mm. also ich habe den Anime auch mit, mit Anne zusammen gesehen. Ja. Ähm, weil sie kannte den nicht. Ich bin da auch immer der, der sagt, hier, lass mal diesen Anime schauen. Lass mal das gucken. <laughs> ja, ja. Ich habe sie das jetzt aufs Roto gezwungen, mm -hmm. seit einer Weile. I see, I see. Ähm, mm -hmm. Ja, es, ich weiß gar nicht, was ich da... Da kann also, ich gar nicht so ähm, viel zu sagen. Weil für, mich, für, mich das das kurz die, für mich vielleicht kurz die Frage. Ähm, Erstmal zu Anne. Hier steht nur, er heißt Al. Keine Ahnung, ob er, was hast du geschrieben? Alfinot hieß oder Alfonso? Keine Ahnung, hier steht Al, nur Al. Alf, 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 ja, Alf. Ja, Alf, ist irgendwas. die Kurzform. Das ist die Kurzform. Was ich, was ich dich fragen wollte, ist, äh, warum gibt es denn dieses Remake-Boot irgendwas? Ich denke, das, das gibt es ja für diverse Geschichten. Ich denke, das liegt halt daran, dass das ein populärer Anime war. Ja. Genauso wie Helsing und auch die anderen auf meiner Liste, die mhm, halt aber diesen Kurs genommen haben, weil der Manga nicht abgeschlossen war. Und aufgrund der Popularität haben sich halt die Studios gesagt: Ja, hier, kommen, da können wir doch das können wir nochmal so, neu machen. Also rein, dem, rein wirtschaftliches Interesse. Im ich Prinzip, denke dass man schon, sagt, dass das rein okay. wirtschaftliches Interesse ja, war, weil sie ja. gesehen haben, das ist populärer. Da stehen ja. Leute hinter, die wollen das haben. Ja, verstehe. Zu Recht. <laughs> ne, lohnt hm, sich also. Hm, hm. Okay. Ja, nee, wie gesagt, hätte ja sein können, dass da irgendwas sich mit dem Manga oder keine Ahnung was irgendwie geändert hat und jetzt hat man gesagt, ey, jetzt machen wir das nochmal neu oder man weiß ja, es ja, nicht. wie gesagt, das ist bei allen Animes, ähm, die hm. ich hier habe, so und... In dem Fall bin ich halt leider nicht so fest in, in dem Originalen. Ich weiß halt mm, nur, ich finde mm. halt diesen. Ich könnte dir jetzt ganz viel über Brotherhood erzählen, warum er so toll ist und so. <laughs> Aber ich sage, schaut den euch einfach selber an. Jeder, der irgendwie ja. Anime interessiert, ist Also, es ist teilweise auch Meme-Kultur, ne? dieses Edward yeah. mit dem Hund zum Beispiel. Genau. Das ist das in Brotherhood? Anime Aber ist das nicht im Original? Oder? Nein, das ist hier in Brotherhood. Und ah, okay. äh, da gibt's, es gibt okay. so diverse Memes, auch dieses Schnipsen von dem Typen, den man da gerade umsieht, den mit den schwarzen Haaren. Ja, ja, ja. So eine Szene, wie er immer wieder schnipst und ja, äh, Ich kenne halt die Memes. Ziemlich, ich dachte aber, das mit genau. dem Hund wäre aus dem Original. Ah, okay. Nee. Alles klar. Siehst du, wieder was gelernt. Ne? Bildungsauftrag und so. Ja. Sehr gut. Auch schön emotional. Ja. Ich habe auch die ein oder andere Träne da vergossen in dem Anime. Ja. Ach, ja. Ja, aber wie gesagt, ne, das ist halt so ein bisschen dieses Ding, ne? Du kannst dann teilweise dich auf die Stories dann auch besser einlassen, wenn das so gezeichnet ist, als wenn du da immer drauf achtest, ist jetzt das Acting jetzt on point oder so. Ich stelle das auch immer wieder fest, dass es manchmal so animierte Sachen gibt, die mich emotional mehr packen als, als realfilme. Äh, ja, aber das ist ja, das ist ja so ein, so ein Thema bei den japanischen Animes. Mm. Also ich wollte mm. jetzt japanische Comics, weil es sind ja Comics, bloß in Japan, deswegen Animes. Nee. Ähm, mm. Dass die ja so emotional überzeichnet sind, ne? dass sie so übertrieben sind, ja, was ja, ja auch abschreckend sein kann. Aber das kann halt ja, auch ja. sehr gut funktionieren. Eben, das ist halt mhm. alles viel stärker. Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Das setzt halt einen anderen anderen Fokus und du hast halt sehr starke, also Charaktere, die sehr stark in eine oder andere Richtung tendieren. Aber das äh, zeugt halt genau das, was du halt willst. Ne? Und Das ist das, was genau. mir vorhin, wenn du dieses Hexenclub-Remake ne, nimmst, da fehlt genau das. Die Figuren sind alle irgendwie gleichförmig, keiner ist irgendwie edgy, keiner weicht von der Norm ab, alle sind glatt gebügelt, weichgespült, da ist keiner, kein Charakter mehr drin. Und Animes drehen das vielleicht so auf 11, die übertreiben das so ein bisschen, aber dadurch weißt du halt ganz genau, mit wem du es zu tun hast, in welcher Szene ja. und kannst dich emotional involvieren, was mir bei vielen dieser modernen Realverfilmungen überhaupt nicht mehr gelingt, weil da einfach kein Charakter ist. Mit dem du dich irgendwie beschäftigen könntest, weil da, da ist nichts dahinter. Das sind alles nur noch Abziehbilder. Deswegen ja, meine ich das. Aber ne, das Problem, Problem gibt es auch in an Animes. Das glaube also ich ja. Es gibt ja so dieses Zundere-Konzept und so. Es gibt ja so verschiedene Konzepte und die siehst du halt auch immer wieder. Aber interessanterweise nutzen die sich nicht so stark ab wie in Filmen. Ich weiß noch gar nicht, woran es genau liegt. Ich, ich weiß ja. das ist auch den Anime, den ich jetzt gucke. Da sage ich mir auch, ja. ja, das ist wieder genau das und das und ja, typisch wieder Harem und Edgy mm. und hast du nicht mm. gesehen. Mm. Und natürlich ist der Typ wieder bei allen beliebt. Und, ähm, aber trotzdem ja. macht es irgendwie Spaß, weil dann so ein paar Details anders sind und mhm. äh, das irgendwie gut inszeniert ist auch. Es ja, ist, ja. ist das schwer zu beschreiben. Das würde mich äh, auch mal mein, tatsächlich mein, interessieren, ob es da so. Achso, dein Chat. Mein ja? Chat gerade noch äh, äh, einen Titel reingeschmissen, das ist ein Spoiler, weil der steht auch auf meiner Liste. <laughs> der wird dann, der wird dann ich demnächst guck nicht. kommen. Ich guck nicht, ich guck nicht. Alles gut. Also lieber, <laughs> ich habe ich hab keinen Plan, Mann. Äh, er kommt. Er kommt. Ich werde darauf eingehen. Geduld, äh, junger Padawan. So, ja. Warte mal, genau. Was wollte ich gerade noch sagen zum Anime, emotionale zu FM, Dinge. Ja, und so? zum Brotherhood äh, 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 fuck, ich komme Dass grad wir nicht das alle auf. gucken sollen, das wolltest du sagen. Ja. Falls es dir ja, noch einfällt, ich, ich komm, kannst du es gerne. Falls, falls es, es wird, noch ja, mal. Falls dir Einwirkung. einfällt, kannst du es gerne nachtragen. Full Metal Alchemist Brotherhood. Also ein Tipp von Philipp an der Stelle. Jetzt habe ich mal was, was richtig Kacke ist. Und über den Film haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Aber ich finde den so Kacke. Ich was muss den. In, ja, natürlich. Ich muss <laughs> den in dieser Christus. Liste. Ich muss den hier einfach nochmal aufführen, weil der einfach so noch unglaublich mal schlecht ist, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Wo ist denn das Remake? Warte mal, 2006. Wo ist er denn? Das ist das ganz Neue. Den meine ich nicht. Hä? Wo ist denn der? Ach hier. Guck mal, der ist noch, der wird dir noch nicht mal oben angezeigt bei der Suche, wenn du das eingibst. So, Ghostbusters von 2016. Ghostbusters ist ja anerkanntermaßen einer meiner, also das Original, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der, da stimmt für mich quasi alles. Der Mystery, Spookiness-Faktor. Und gleichzeitig eben der Humor. Ich mag diesen ultra trockenen Humor einfach äh, gern. Und äh, Ivan Reitman als Regisseur hat da einfach ein absolutes Meisterstück geliefert. Der Humor wird trocken und pointiert gebracht. Keine Szene ist länger, als sie sein muss. Es wird nur dann mit der Kamera draufgehalten, wenn es wirklich notwendig ist. Und ihr ahnt, worauf das hinausläuft. Ne? All die Sachen, die das Original gut macht, macht es. Reboot quasi überhaupt nicht gut. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass das so eine Krankheit zu so sein scheint, die irgendwie umgeht unter Filmemachern. Dass man schlichtweg gar nicht mehr versteht, warum der Film, den man jetzt rebootet oder remaked, warum der geliebt wird. Also ich glaube tatsächlich, die Leute verstehen es nicht, warum man den Film gut fand. Und zum Original, klar, es geht um ursprünglich drei äh, Wissenschaftler. Hier sieht man hier, äh, wie heißt der Peter Venkman, gespielt von Bill Murray. Dann gibt es noch ein paar andere, hier Dan Aykroyd und so weiter, die man durchaus auch aus äh, Komödien und so weiter kennen könnte. Und äh, da weißt du natürlich, du kriegst ein Ensemble vorgesetzt, die einfach unglaublich gut ihre Jokes delivern können und on-point-Comedy können, ohne dass da sich ständig angekotzt werden muss, wie das im neuen Ghostbusters der Fall ist. Ne, solche Sachen. Ähm, und im Grunde die Story ist natürlich so typisches Ding. Ja, die drei Wissenschaftler stellen halt irgendwann fest, ja, es gibt irgendwie sowas wie Geistererscheinungen und sagen dann, okay, wir versuchen jetzt eine Technik zu bauen, wie man diese Geister einfangen kann. Und das Ganze blutet halt auch wieder 80er-Vibe. Ne? Sigourney Weaver spielt mit als, wie heißt sie, Dana? Dana Barrett. Und Sigourney Weaver, wir hatten ja neulich schon bei einem meiner Lieblingsfilme, Aliens: Die Rückkehr. Sigourney Weaver ist so eine der Personen, die sehe ich eigentlich auch immer gern und die war halt genau in dieser Zeit einfach eine der Darstellerinnen. Da hast du nie was falsch gemacht mit. Die Filme waren immer gut, in denen sie mitgespielt hat. Und die Chemie zwischen den Darstellern äh, ist einfach... Moment, Moment. Oder? Hast so, du eine das Ausnahme? Den, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. War der, war der nicht gut? Obwohl, ich fand den, ich fand den tatsächlich gut. <lacht> <lacht> Aber so wie ich Na mitbekommen dann? habe, wurde der von der Presse nicht so gut angenommen. Hm. Okay, das kann sein. Das ich war damals sein. auch noch etwas jünger, vielleicht sehe ich das mittlerweile anders, aber damals ja. fand ich den gut. Ja. Ja, das mag sein. Aber jedenfalls die Filme, wo ich sie drin gesehen habe, da hatte sie immer coole Rollen. Und auch in Ghostbusters 1 und 2 spielt sie ja mit, ähm, fand ich ihre Rolle sehr, sehr cool und mochte nicht wie wir immer gern. Und da merkt man halt, das Ensemble war einfach richtig gut. Und eine Sache, die wir gleich beim Reboot besprechen müssen: jeder der Figuren hatte sozusagen eine Rolle. Du hattest Peter wankmann das ist er hier, gespielt von Bill Murray. Der war so ein bisschen so der bisschen großmäulige, so Frauenheld-Typ irgendwie, aber trotzdem ein charmanter Typ mit einem Herz aus Gold, wie das halt so ist, ne? Aber das war so der Frauenheld. Dann hattest du Egon, äh, das war so der Super Science, der Super Science-Nerd, ja, so in den, in den Dingen. Ah, ich habe keinen Plan, man verfolgt mir jetzt. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, du hattest Egon, das war so der Super Nerd, irgendwie der Oberwissenschaftler vor dem Herrn. Und dann hattest du Ray gespielt von Dan Aykroyd. Und Ray war auch so ein bisschen so der wissenschaftlich Brillante, aber irgendwie so ein bisschen so der trottelige Typ, irgendwie so. Aber die hatten alle eine klare Rollenverteilung. Egon ist der, der Science-Nerd. Peter Venkman ist der großmäulige Frauenheld und Ray war irgendwie so ein bisschen dazwischen, macht so sein eigenes Ding mit so Okkultik, Okkultgeschichten und so weiter und so fort. Er hat auch einen Laden, der glaube ich Ray's Okkultics heißt oder so, ne? Also sprich, du wusstest ganz genau, wie du die Figuren einordnen musst und dann kommt später noch ein weiterer Ghostbuster dazu, nämlich Winston, ich glaube Winston Zeddemore heißt der, glaube ich, die Figur. Der echt cool. Genau, und Winston kommt eigentlich dazu und sagt das auch ganz deutlich. Ja, ihr zahlt gut, ich mach mit. Ne? So, das war so ein bisschen so die Idee. Und der wird dann eben Teil des Teams und dann sind die Ghostbusters halt zu viert. So. War es nicht auch so ein Ding jetzt, ähm, da gab es da jetzt irgendwie eine, eine Serie oder ein Spiel? Irgendwas gab es da jetzt neu und da war einer der positiven Aspekte, dass, dass Winston dabei ist. Ich weiß gerade nicht. Es soll ein neues Game das? geben. Es sollte, glaube ich, ja, ein neues Game geben Genau, Und da wird dann Winston auch dabei sein übrigens. Genau. Und das war so ein äh, Ding. Winston spielt keine besonders große Rolle Moment, im Moment. Film. Ich muss dir kurz das Wort fallen. Ich bin mal, ich bin mal für drei Minuten AFK oder so. Du musst What? also. Ich höre dir zu, ich höre weiter zu. Okay, ich muss okay, hier alles klar. Nur im Real alles Life klar. was erledigen. Ja, du, ich deswegen. kann auch drei Stunden über das Ghostbusters Remake reden. Ja, ja, das eben, ist gar, kein, gar dann, kein Problem. Ich, ich höre weiter zu, ich kann nur nicht <laughs> antworten was. So, aber ja, also, wie gesagt, das Original hatte ein super gut geschriebenes Drehbuch. Der Humor war wirklich on point. Genau meine Art von Humor wirklich großartig, sie kommen am Anfang des Films in eine Bibliothek, wo ein Geist gesichtet wurde und dann sagt, ich glaube Ray ist es, der sagt Psst, hört nur, ich glaube, oder seht nur, ich glaube ich rieche was. Also er macht Psst, dass alle still sein sollen, sagt dann irgendwie hört nur, ich glaube ich rieche was, ne? Also sprich so, alle Sinne werden angesprochen, so in diesem in diesem einen Satz, den er von sich gibt. Und auf dieser Ebene funktioniert der Humor in dem Film. Der Film erklärt seine Gags nicht, indem er sie unglaublich ausfalzt, sondern das ist halt wirklich super trocken inszeniert. Und ich stehe voll auf diesen Humor. Es ist genau mein Ding. Und die Mischung aus ein bisschen so Horroraspekte, bisschen Mystery, bisschen Romance zwischen Dana Barrett und äh, hier äh, Peter Wenkman und so. Das ist genau die richtige Mischung. Und dann bringen sie halt eine Story, wo sie dann drauf kommen, okay, da kommt jetzt hier Gosa, Gauza, der Gosarianer, keine Ahnung, irgendein irgendein ähm, ein Monster und Sul, irgendein Dämon, der da irgendwie in Dana Barretts Kühlschrank wohnt so ungefähr und das ist zwar alles natürlich ist das irgendwo cheesy, ne, so eine Story mit Geistern und Dämonen und irgendwas, aber es passt einfach alles. Es ist wirklich großartig. Und auch wenn euch jetzt vom Plot her das vielleicht nicht anspricht, was ich gerade beschrieben habe, rein filmisch vom Pacing, von den Figuren, von den Dialogen, vom Schnitt, ist es einfach ein toller Film. Also ich kann es echt nicht anders, ich kann es echt nicht anders sagen. Und dann hat man, nachdem es dann irgendwann, ich glaube, ein paar Jahre später, ich glaube 88 oder irgendwann, gab es Ghostbusters 2 mit dem gleichen Cast. Den mag ich auch, der wird aber von den Fans nicht so sehr geliebt wie der erste. Ich finde den trotzdem auch sehr, sehr, sehr cool, weil der Aspekte der Story halt weiterführt. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Dana Barrett und äh, Peter Venkman wird nochmal aufgegriffen, dass die sich zwischenzeitlich getrennt haben und da irgendwie ein bisschen Stress ist und so. Also ganz cool. Und dann irgendwann kam man auf die brillante Idee, nämlich in 2016, das Ganze zu remaken. Und oder zu, zu rebooten. Ja, es ist wirklich ein Reboot, es ist kein Remake. Zu rebooten. So, und dann, das war so, warte mal, gibt es den Original-Trailer noch? So, und jetzt muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht äh, falsch verstanden wird. Und zwar, der Trailer, der damals gepostet wurde, hat unglaublich viel negative Kritik auf sich geladen. Warte mal, ist das das Original? Ja, ich kann es tatsächlich nicht zeigen und ich kann jetzt auch die, ich habe die, ich habe das Plugin nicht installiert für die, für die Downvotes. Aber du kannst davon ausgehen, äh, die Downvotes sind mindestens das Zehnfache von den Uploads ungefähr. So, ich bin es da. Ich hab's installiert. Ja, dann schau doch, schau doch bitte mal. Warte, Warte mal, Philipp, ich, genau, achso, ich den, das, Original, um den Original, den Original-Trailer hier von Upload von vor sechs Jahren Plus, oder so. Was Official Trailer? Was 2016 Official Trailer oder so? Upload von vor sechs Jahren, glaube ich. Äh, und dann 325.000 Likes hat das Ding, aber wie viele Dislikes? Kommt gleich denen vor. Das hat uh, 1,2 <laughs> Millionen Dislikes. Ah, weniger als ich erwartet hätte. Okay, gut. Aber 1, <laughs> immerhin das Vierfache. Ah, hab keinen Plan, man hat auch gerade äh, gepostet. Vielen Dank. Ähm, ja, 1,2 Millionen Dislikes. So, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein Teil der Dislikes hat wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass die Macher von äh, Ghostbusters 2016 einen bestimmten Stand gefahren haben. Nämlich, sie haben die vorher rein männliche Gruppe von vier Ghostbusters durch Frauen ersetzt. Es sind jetzt also vier weibliche Figuren. Und da muss ich sagen... Grundsätzlich fände ich das cool. Ich, also wie gesagt, ne, wer mich irgendwie ein bisschen näher kennt, ich habe ja überhaupt gar kein Problem mit weiblichen Figuren, wenn sie gut geschrieben sind und irgendwie nachvollziehbar sind. Ellen ne? Ripley, und gut Sarah Connor, gut geformt. Ja, auch das bemängle ich nicht. Aber der Punkt ist, wie gesagt, dass ich den Film nicht mag, hat nichts damit zu tun, dass Frauen die Hauptrolle spielen. Sondern... Die Tatsache, dass das Drehbuch scheiße ist, die schauspielerischen Leistungen scheiße sind und der Humor scheiße ist, das ist das, was ich nicht mag. Und das Problem war natürlich, dass dieser Trailer, als er damals rauskam, unglaublich viel negative Kritiken gekriegt hat, zum Teil, weil die Leute sich über den extremst platten Humor ausgelassen haben und das ist so ein Ding, wo ich auch sagen muss: Wow, da haben sie halt voll verkackt in, dem neuen, in der neuen Variante. Das funktioniert gar nicht. Aber natürlich hast du da auch so ein paar Incels dabei, die dann sagen: oh, Da spielen ja Frauen mit, oh, das ist ja Kacke. Natürlich hast du auch die Leute dabei, klar. Ein Teil der Dislikes ist natürlich auch von irgendwelchen Bekloppten. Klar, so. Aber der Punkt ist, ne, selbst wenn du dich objektiv mit dem Film auseinandersetzt, wirst du feststellen, das ist halt nicht gut. Der ist halt wirklich nicht gut. Und zwar genau aus den Gründen, die ich vorhin bei Ghostbusters als positiv genannt habe. Im Original ist der Humor trocken und pointiert. Du hast Szenen, da passiert irgendwas und dann ist ein Cut. Und wenn du verstanden hast, was passiert, dann lachst du. Und wenn du es nicht verstanden hast, dann lachst du nicht, weil du den Witz nicht verstanden hast, zum Beispiel. Aber in Ghostbusters 2016 gibt es dann Sequenzen, wo sie dann das, äh, das erste Mal, ganz zu Anfang, glaube ich, passiert das bereits, mit einem Geist zu tun haben. In Ghostbusters Original haben sie mit dem Geist zu tun, der erschreckt sie dann, dann rennen sie erstmal weg und irgendwann fangen sie den Geist dann ein. In dem Reboot kotzt der Geist erstmal eine von denen mit grünem Schleim voll. Und zwar 20 Sekunden lang. Und das soll witzig sein. Das ist halt überhaupt nicht witzig. Das funktioniert absolut gar nicht. Und da frage ich mich dann immer, wie kommt man denn auf die Idee, einen Film, der durch einen sehr subtilen Humor im Original gepunktet hat, so zu remaken? Und über die schauspielerische Leistung von Melissa McCarthy habe ich mich beim letzten Mal schon ausgelassen. <laughs> Geht so? Ja. Aber das Ding ist halt, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch besprochen, da hat Taya sich auch noch mit eingebracht. Der Humor in dem Remake funktioniert halt gar nicht. Es gab kein Skript, wo pointiert Witze gemacht wurden, sondern den Schauspielerinnen wurde halt gesagt: Okay, in der folgenden Einstellung geht es um Folgendes: Es soll am Ende das und das passieren und jetzt improvisiert mal irgendwas. Und das merkst du dem Film in jedem, in wirklich jedem fucking Dialog, merkst du das dem Film an, dass es kein Skript gab. Die eiern da ewig drumrum, Szenen dauern viel zu lange, kein Witz landet. Alles wird 5000 Mal erklärt. Das ist wie auf einer fucking Stand-Up-Bühne, nur halt schlecht. Wer schreibt denn sowas? Das ist doch furchtbar, das kannst du doch nicht Ja, anbieten. niemand, das ist ja der Punkt der ja. daran, oder? Ja, 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 na klar. Aber ich meine, wer kommt dann auf die Idee... So meine ich das eher, ne? Wer kommt denn auf die Idee, das so zu machen, dass das funktioniert einfach nicht? Das musst du doch beim, beim Drehen der Szene musst du das doch merken, dass das überhaupt nicht funktioniert. Es ist ich halt, wir wollen halt den Com Comedian-Aspekt Ja, ne? deswegen besetzen Weil's sie halt da ja auch Leute. Die up ja. sind. Genau. Ja. Und, und, und ich meine, das muss ja an sich erstmal nichts Schlechtes sein. Nur, das ist so einer dieser Filme, der soll, der versucht, lustig zu sein. Aber der Humor funktioniert halt wirklich gar nicht. Also absolut gar nicht. Das ist so der, der, der Mario Bart unter den Filmen. So, das funktioniert halt gar nicht. Und weiß ich nicht, ich bin ja nicht allein mit der Meinung. Ne? Also durchaus, wenn du dir von Filmkritikern auch die Einschätzungen anguckst. Und selbst auf Amazon hat der nur viereinhalb was ja für Amazon-Verhältnisse geradezu schlecht ist, wo ja Filme immer über den grünen Klee gelobt werden, dass der auf IMDB immer noch 6,9 hat, überrascht mich fast ein bisschen. Das finde ich fast ein bisschen viel. Aber wie gesagt, dieser ganze Film ist einfach nur Mäh. Und das, was ich vorhin gesagt habe, diese klare Rollenverteilung im Original, dass du weißt, Egon ist der Nerd. Uh, Ray ist auch der Nerd mit so okkultem Kram. Dann hast du Peter, das ist so das Großmaul. Dann hast du Winston, der eigentlich nur seinen Unterhalt verdienen will und mitmacht, so ungefähr. In dem Film hier versuchen die... Alle Figuren als die lustige Figur zu inszenieren. Keine von denen hat irgendeine wirkliche Backstory. Die sind alle gleich qualifiziert, sozusagen. Ne? So, wo man dann denkt, ja, aber, aber warum hast du denn vier Figuren, wenn die sich gar nicht unterscheiden? Das war ja der Charme beim Original, dass du wusstest, dass die vier Figuren. Sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhalten würden, weil ihre Figuren oder ihre Charaktere unterschiedlich sind. Und das hast du das in dem Film nicht. Das ist doch so ein Standard-Setup eigentlich, oder? Ja, natürlich. Das ist absolut klasse. Die Klassik. unterschiedlichen Figuren. Die ja. Haben A müssen die unterschiedliche Probleme haben und B müssen sie auch Schwächen und Stärken haben, die andere ausgleichen. Natürlich. Also und deswegen. Sich ergänzen halt. Genau. Und deswegen funktioniert das im Original, aber in dem Film halt nicht. Weil du mit keinem dieser Charaktere dich in irgendeiner Weise identifizieren kannst, weil die total farblos sind. Und dann, wie gesagt, im Humor: In Ghostbusters 1, also im Original, gibt es die Szene, wo sie in einem Aufzug fahren, die drei, und das erste Mal ihre Protonen-Packs, also ihre geister einfangen, strahlen anschalten. Und es ist eine großartige Szene. Ray sagt nur so ganz trocken: Come on, switch me on. Egon schaltet seinen Protonenpack ein, dann summt das irgendwie so und dann siehst du in der Szene nur, dass Egon und Peter in dem Aufzug sich so ein bisschen von Ray entfernen und sich so an die Wand drücken, weil sie nicht wissen, was jetzt passiert. Und das ist der gesamte Humor in dieser Szene. In dem Remake gibt es eine Szene, wo sie in einer Gasse hinter dem Haus diese Protonenpacks testen. Und da wird dann Melissa McCarthy gefühlt fünf Minuten lang durch die Luft geschleudert, weil sie es nicht hinkriegt, diesen Protonenstrahl zu kontrollieren. Diese Art von, von, von In-Your-Face-Slapstick-Humor, damit, das, das kann, ich, kann ich gar nicht. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendjemand, der noch, der noch bei Bewusstsein ist, lustig findet. Glaube es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und der Film ist voll davon. Sie haben halt konsequent das, was im Original gut war, in diesem Film nicht gemacht. Und das ist auch eine Leistung, muss ich sagen. Das muss man erstmal hinkriegen. Nicht mal einen Glückstreffer zu machen beim Humor oder so oder bei der Besetzung der Rollen. Sondern wirklich konsequent genau an dem vorbeizuarbeiten, was den Originalfilm gut gemacht hat. Also es ist mir schleierhaft, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hattest du den gesehen, Phil, den 2016er Ghostbusters? Mm, nee, ich habe aber den Re das Reboot, also den neuen gesehen. Achso, Legacy, Legacy habe ich noch nicht wie gesehen, das? wiederum. Der soll ganz der, gut hab ich sein. Habe ich dir ne? nicht davon erzählt? Ich habe dir, glaube ich, erzählt, ja, ja, dass ich ja, den ja, gar ja. nicht so kacke fand. Ja, der also, hat auch ja, relativ jetzt gute ist Kritiken ganz gekriegt. Anders, ne? Ja, ja, klar. Ja. Aber der hat relativ gute Kritiken gekriegt. Das hier ist Legacy. Ne, das ist jetzt, der hat eine 7, auch nur eine 7,1 erstaunlicherweise. Ja, ja aber. Aber, naja, der andere hat eine 6,9, will ich nur sagen. Also, ja, ja. das Crappy-Reboot ne, hat fast so gute Note wie das Legacy-Ding. Aber wie gesagt, die Idee an sich, das mit Frauen zu besetzen, hätte ja gut funktionieren können. Hättest du da Schauspieler genommen. Bei Legacy hat funktioniert, aber es war ja, ja. auch eine junge Frau. Da war ein kind, war das nicht kind. Ein Mädchen. Ein ja, ne? Ja, ja, ja. ja, ja, das ja, genau. war ein, ja junge Und ich meine, wie gesagt, was, worauf ich hinaus will, es liegt nicht daran, ob du das mit einem Mann oder mit einer Frau oder mit einem Kind besetzt. Nee. Dein Drehbuch muss gut sein und die Schauspieler müssen gut sein und der Humor muss on point sein in so einem Film. Dann funktioniert ja. das und das, das macht dieser Film halt überhaupt nicht. In keinster Weise. Also ganz furchtbar. Der, der, weil der, ich habe keinen Plan, man auch sagte, er war zuletzt vom Neuen enttäuscht. Deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal ähm, ah, ja? okay. kurz reinwerfen, dass ich, dass ich den Neuen eigentlich gar nicht so schlecht fand. Ja. Aber es ist halt natürlich, wie gerade schon gesagt, was anderes. Also wenn du jetzt hm. halt. Nach dem suchst was für dich den, den alten Ghostmasters ausgemacht hat, dann wird, wirst du mit dem neuen auch nicht warm werden. Nee, aber der ist, ist auch schon Fall klar. so schlecht wie der 2016er. Aber der spielt im gleichen. An. Also, ich hatte halt spielt, auch nur die, die Trailer ja. gesehen, aber allein der Trailer ist schon so schlecht. Der, das, der Film äh, ist genauso wie der Trailer. Nee. Der, der, der Film ist. also Der ist wirklich die ganze Zeit total überdreht, nicht ein Gag sitzt. Das ist ja. alles viel zu sehr on the nose. Ich, ich habe ja Thunder Force gesehen. Wahrscheinlich kann ich mir von da auch ableiten, wie das. Darüber äh, habe ich mich ja neulich schon ausgelassen, ja. Äh, äh, wie gesagt, ich bin kein großer Melissa McCarthy-Fan. Ich kann mit der generell nichts anfangen. Aber wie gesagt, es liegt nicht daran, dass es das Frauen sind, sondern daran, dass das schlecht geschrieben ist. Das ist das Problem. Ja. Ich würde äh, super gerne einen Film sehen, wo halt Sigourney Weaver und noch drei, vier andere Damen irgendwie eine geile Performance abliefern. Würde ich mir sofort angucken. Aber das macht dieser Film halt nicht. Ne? So. Nochmal naja. wegen den, weil ähm, bei mir im Chat gerade der, ich habe keinen kein Plan, Mann, sagte, bei Charmed äh, gibt es marginale Unterschiede, <laughs> ähm, als ich das mit den ähm, mit diesem Gruppensetup sagte. Ich finde bei Charmed, das sind keine marginalen Unterschiede. Die sind schon, also Prue, Piper und äh, wie hieß sie? Äh, äh, wie Eins habe ich die andere vergessen. Liegt mir gerade auf der Zunge, uh, egal. Ja, ja, ja ich komme auch nicht drauf. Phoebe, Phoebe. Phoebe. die sind Phoebe. schon ja. sehr unterschiedlich. Die sind vom Charakter unterschiedlich. Ja, und dann ja. haben sie halt noch diese unterschiedlichen Fähigkeiten. Die kriegen also zumindest find, andere Storylines geschrieben, je nachdem. Ne? Ja, Phoebe eben. hat ja dann also, mit sind Cole... die ziemlich unterschiedlich. Genau, ja, ja. ja, ja. Prue ist eher Klar, so die häusliche... Die sind, mh, mh. Es ist halt eine Familie. Natürlich musste auch irgendwie eine Gemeinsamkeit ja, ja. vorhanden sein. Aber das... Ja, ja. Bin ich jetzt nicht marginal und da haben sie es genau richtig gemacht, finde ich. Also hat, vom, eigentlich, hat eigentlich jemand Setting. hier aus dem, aus dem Chat bei mir oder bei dir das Charmed Reboot gesehen? Es gibt es gab ja ein. Re ah, ja, stimmt, es, es gab ein Reboot. Das Charmed hat mich Reboot. Ich überrascht, als ich das gehört habe. Ich weiß nur stimmt, nicht, wo. Ja. Kann man das irgendwo gucken ohne. Nicht, dass ich das möchte, aber. Es gibt eins, <laughs> glaube ich. Äh, ja, denn? ja, stimmt, es gab eins. War das nicht Netflix sogar? Deutschlandpremiere, nee, da ich es gerade nicht gefunden. Warte mal, Deutschland Premiere der dritten Staffel des. Es sind drei Staffeln davon? Alter. Vom Reboot? For ja. 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 Vergangenen Freitag endete das Reboot beim das ist die CW mit einem Multiversum-Twist. da ist ja mal was ganz Neues. Ein Multiversum. Ach, guck hier. Äh, Charmed wurde nach drei Staffeln und nach vier Staffeln und 72 Folgen abgesetzt. Also immerhin Na, vier Staffeln. Das. Immerhin vier Staffeln. Ja, Aber wo machen, es in Deutschland ja. läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine wenn, Ahnung. Wenn die dritte Staffel gut abgeschlossen ist, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Wenn es mit einem Cliffhanger. Ja, dann, ja, ja. Wie gesagt, also ich dachte nur irgendjemand hat das vielleicht schon gesehen, weil ich äh, ich hatte dieser, damals einen Trailer. Stimmt, ich hatte mal einen Trailer gesehen. Ich der mich, Kelch ist an mir vorübergegangen. Ich... Warte mal, ach guck hier. Achte, kann man nur kaufen. Ist nicht in der, nicht in Und sah nicht geil aus. Hier, wenn es in der Flat wäre, würde ich mir zumindest die erste Folge mal geben, um mal zu gucken, wie das so ist. Das ist natürlich auch Aber, ja Blackwashing, ne? Ja, das muss, doch, bei, also, das muss doch heute so Obwohl tatsächlich eine Serie ist, wo, das, wo ich kein Problem damit hätte. Nee, eigentlich. wo es eigentlich völlig egal ist, wenn es halt nicht... Ja, genau, also das, ist, der das Punkt, ist eigentlich wirklich egal, der der Punkt, das ist okay. Ja, der Punkt dabei, bei sowas wie, ich mache den Charakter jetzt schwul oder lesbisch oder schwarz oder grün oder keine Ahnung was, der Punkt ist ja, wenn das das einzige Charaktermerkmal ist, dann ist es scheiße aber wenn die Figur einfach so ist, wie sie ist und trotzdem eine normale Figur ist, dann ist das ja völlig fein. Ich habe ja überhaupt gar kein Problem damit, wenn eine Figur, also hier in dem Resident Evil Netflix Ding, ne, ich selber hätte gar kein Problem damit gehabt, wenn man jetzt Albert Wesker schwarz macht, weil man sagt, möchten wir so. Nur da muss die Figur halt auch so sein wie Albert Wesker und nicht komplett anders. Was soll denn der Quatsch? Das ist doch Müll, ja? Und das meine ich immer. Also, es geht mir doch gar nicht drum, wie die Leute aussehen, sondern das muss halt gut gespielt und gut geschrieben sein. Dann, dann ist mir das doch vollkommen egal, ob die Figur jetzt schwul, lesbisch oder grün oder blau ist. Ist mir doch völlig wurst. Aber das ist leider meistens nicht so. Und das ist so ein bisschen ne, die Problematik. Also, hiervon würde ich mir tatsächlich die erste Season oder die erste Folge zumindest auch mal angucken, wenn die mal irgendwann im, im, im Stream ist. Moment, die ja. anderen kann man gar nicht. Die anderen kann man gar nicht kaufen? Was ist denn hier los? Würde ich Sehr wahrscheinlich lustig. auch mal machen, obwohl mich der Trailer, wie gesagt, abgeschreckt hat eigentlich. Ich habe den Trailer noch gar aber nicht gesehen, den muss ich mir nochmal geben. Ja. Ja. Also wie gesagt, Vielleicht Charmed das war... Ich, ich meine, es gab drei Staffeln, das ist halt Ja, aber ich meine, Charmed war ja damals schon kein großartiges äh, Storytelling nee, vom Charakterdesign nee. her. Ne? Das war zwar unterhaltsam irgendwie, aber du hast halt keinen also kein Vergleich zu Buffy oder es war oder viel hin und her. Ne? Ja, 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 ja. Aber es war halt oh, eben so eine die Serie, die nicht zu edgy sein durfte, auch wahrscheinlich fürs Publikum. Und es war okay. So, naja, schauen wir mal. Gut, das okay, dann bin ich... Wenn das du, wenn, du, wenn du Buffy geguckt hast, musstest du auch Charmed gucken. Ich habe ja, hab ja auch parallel Charmed geguckt, so ist es ja, ja nicht, eben. aber... Kam es sich auch sogar direkt danach im Fernsehen? Ich glaube, bei 7 da kam doch zuerst Buffy und dann kam Boah, Charmed, das, oder? das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das lief. Oder umgedreht. Ich glaube, Buffy kam erst später... Ja, egal. Das kriege ich gerade nicht, das Fall, ich, das ich nicht zusammen. Das kriege ich gerade nicht zusammen. Aber man hat halt deutlich gemerkt, dass der Produzent von Charmed halt. War das nicht genau. der gleiche Produzent Pro War nicht Charmed der, der gleiche Produzent, der auch hier Melrose Place und, und, und Beverly Hills und sowas inszeniert hat? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. bin der Meinung. Das habe ich, ja ich ja damals, auch? da war ich ja noch zu so jung für. Meine Mutter hat, äh, äh, ja. hat glaube ich, Beverly Hills 90210 zu zurückgeguckt, aber. <lacht> <lacht> aber <lacht> nee, das ist alles an mir vorbeigegangen mit so Soaps und so Sachen da. Konnte Reich und schön. Anfangen. Das ist so eine Serie. Oh, oh Gott. Gott, ja. Oh Gott, ja. Äh, die, die aber die guckt sie, glaube ich, immer noch. <laughs> das Wahrscheinlich. Ist so. Sie sagt auch, das ist der Vorteil daran. Man kann immer mhm. wieder einschalten und man ist sofort drin. Ja, ja das stimmt. Also, aber das ist ja auch das Konzept. Ne? So, genauso sind die Sachen ja hier auch geschrieben. Ja. Okay, Ghostbusters. Das war jetzt mein Rand an der Stelle. Jetzt ist äh, Phil wieder dran. Jo, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt wieder ein schlechtes Beispiel. Ja. Ähm und zwar Karate Kid von 2010 ah der mit dem Sohn von mit Jackie Smith. Chan als Mr Miyagi Ersatz ja der hier was vermutlich das einzig Gute an dem Film ist ja wo ich sagen muss na da hätte ich ein bisschen mehr erwartet tatsächlich von Jackie Chan du darfst gerne losrenten ich bin mal ganz kurz auf dem Klo ja. ich bin aber sofort wieder da ja ist okay bis gleich ist okay. Also, jeder, der den Originalfilm kennt, der weiß vielleicht, was ich für Probleme damit habe. Also, es ist, es ist ja kein Remake, es ist ein Reboot in diesem Fall. Ähm, der Original ist, glaube ich, auch nicht so gut gealtert. Ist auch. Da spielt wahrscheinlich viel Nostalgie bei mir doch mit eine Rolle. So eine dicke Nostalgiebrille, die ich da aufhabe. Der ist eigentlich aus heutiger Sicht schon ziemlich trashig. Ich weiß nicht, ob der damals auch schon so trashig war. Aber er hat irgendwie so einen gewissen Charme, das ist schwer zu beschreiben. Und ähm, halt unabhängig vom Charme ist er halt einfach ikonisch. Mr. Miyagi auftragen, polieren und Cobra äh, Kai und äh, diese ganzen Elemente, die teilweise auch Memes mittlerweile sind, äh, sind einfach ikonisch. Und der neue Film, also was heißt neue, 2010 war das, ne? ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber war das nicht Jaden Smith sogar? Ja, Jaden Smith gehört. Genau. Ja, ja, der, der Sohn von Will Smith, das meinte ich ja gerade. Da, ja, das ja, ist genau, Der einzige genau. Fakt über den Film, den ich kenne. <laughs> genau. Und der Jaden Smith, ähm, ich weiß nicht, was hast du gehört? Hast, hast du gehört? Nee, ich, nee, ich weiß, gehört, nur, ne? ich weiß ja. nur, dass der da mit, mitspielt. Das ist ja, alles, ja, ja. was ich über diesen Film weiß. Ja, ja genau. Also es ist, wie gesagt, ein Reboot und... Er macht halt viele Sachen anders, versucht viele Sachen in die heutige Zeit zu adoptieren. Ja. Aber das funktioniert leider nicht. Karate ja. war damals, das war so ein 80s-Ding. Das ja, hat damals ja. sehr gut funktioniert, auch mhm. mit diesen ganzen sexistischen Witzen und was weiß ich, was halt aus heutiger Sicht nicht mehr so gut ist. Das, von wann ist auch denn auch das Original 84, was 84. ich wiederum 80. gut finde. Das Original weißt du, ist von 84. Original ist von '84, also gleiche Epoche ja. wie vorhin Robocop und so. Mhm. Ja, ja, genau ja, eben. Na, ja, ja, ich, ich meinte schon, dass aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlich trashig und ich habe da, oh, ich habe da halt so ja. eine Nostalgiebrille auf vermutlich ähm, ja aber der der alte Karate Kid ist halt ikonisch einfach mit den Charakteren und so weiter ja, was sich halt in den Memes widerspiegelt das ist halt so ein Film und der mit dem neue ist einfach ist. untergegangen ja, 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 ja. Der, der neue der ist der hat einfach versucht diesen, diesen Geist einzufangen hat es aber an allen Enden nicht geschafft die, der Mr Miyagi Ersatz mhm. von Jackie Chan der holt mich überhaupt nicht ab. Aber ich meine, es ist, ist Jackie so Chan. Der müsste ich mag doch, Jackie der Chan. Müsst, ja, Jackie Chan müsste doch da einfach abliefern wie ein Meister, der ja, ist eben. doch brillant normalerweise eben. Und in Und er macht es nicht. Er macht ja. nicht. Also, ja, klar, ja. er ist älter geworden und auch damals war er schon älter. Ja. Ähm, aber da kommt zu wenig. Das ist halt nicht den Jackie Chan, den man kennt. Mhm. Und mhm. ja, wie gesagt, Zeichen der Zeit vielleicht auch. Ja. Und der Jaden Smith, der ist total, ich finde ihn total unsympathisch. Also <laughs> den, nicht, nicht ihn als Mensch kann ich schwer beurteilen, yeah. aber das, man liest ist ja auch mal so eine Sache, aber yeah. die Figur die er spielt, die ist total unsympathisch der ist irgendwie flach äh, yeah, yeah. da fehlt irgendwie was, der Funken springt nicht über mm, das, mm. Äh, ja die Witze sind auch nicht so toll, die sind auch eher yeah. einfach, flach billig, mm. so ähnlich wie wie Ghostbuster, so ein bisschen in, in der Ecke so schlimm? Ähm Nee, so, ja, naja, es ist <laughs> ja nicht so. Das ist halt so ist wieder so eine Mischung zwischen Ernst. Der versucht eigentlich so ein bisschen Ernst zu sein, aber schafft es dann halt nicht. Mm. Es ist halt keine Komödie, ne? Auf keinen Hat Fall. Es auch nur eine, eine 62 filme mm. ja. Aber äh, das, das, ist irgendwie. Er kriegt diesen Spagat nicht so richtig hin, finde ich. Die, äh, es funktioniert irgendwie nicht. Der, der Spagat, Spagat ist, ist ja auch Jean-Claude Van Damme, Auswort, äh, genau, Jean-Claude Van Damme zuständig. <laughs> Genau, ein Spagat, das ist <laughs> der <öfter> Ausdruck hier. <lacht> 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 ja, ich habe ich hab auch schon wieder, ich habe auch echt einige, einige Teile vergessen schon wieder von dem Film, obwohl ich mit den sogar... Na, ist dann der einmal Plot Einmal, genau einmal der halt freiwillig und einmal nochmal irgendwie der, im Fernsehen. Ist der Plot dann genau der gleiche wie im Original oder nee, haben sie da nee, was dran Nein, verändert? es ist ein Reboot. Es ist ein anderer Plot. Ah, okay. Es ist, hm. es ist eigentlich eine eigenständige Geschichte. Klar, im Kern mhm. ist es gleich. Du hast halt einen Außenseiter, der... Karate lernt bei einem Meister, der ja. eigentlich sonst keine Schüler aufnimmt, so im Geheim ja. quasi. Ja. Ähm, ja. Ja. Und dann halt in diese Schule kommt und dann in so ein Turnier, äh, was heißt Schule? Ähm, ja, der geht da in die Schule. Aber der dann mm, hat, der wird halt mm. gemobbt. Ich glaube, das war im Original ja auch so. Und mm. ähm, dann gibt es halt so ein Turnier und er liefert in den Turnier ab. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, wenn ich mich nicht irre, dass er das Turnier nicht gewinnt. In den Reboot. Ah, okay. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Gibt es da auch so den, den einen großen Gegen Gegenspieler-Widersacher? Ja, ja, genau, oder? ja, ja, okay, ja da gibt's, okay. genau, da gibt es auch wieder einen großen Gegenspieler. Äh, äh, äh. Ähm, falls ich mich richtig erinnere, kann auch sein, dass es falsch ist, mit dem, <laughs> dass er nicht gewinnt. Aber mir war es mm, so, und das, das mm. fand ich auch einigermaßen interessant, dass er das dann. ist ja. so eine Lektion. Vielleicht war es auch nur ein Zwischenkampf und nicht der Finalkampf. Mm, ja. Mm. Aber ja, wie gesagt, es ist der von vorn bis hinten. Also, eigentlich geht es mir so wie bei dem mit Ghostbusters. Das ist ja. irgendwie so ein warmer, nicht mal ein warmer, kalter Aufguss. Naja. <laughs> da fehlt es mhm. an allen Ecken und Enden. Obwohl, ja, gar nicht so schlecht. Was, was hast du da für eine Bewertung? Was steht da? Äh, IMDb war 6,2. Ja, 6,2. Okay, 6,2 ist auch nicht gut. Ist aber auch nee. nicht fürchterlich katastrophal schlecht. Nö, nee, ist auch nicht so also schlecht. wie gesagt, wie ich habe sogar hätte. zweimal gesehen, tatsächlich. Siehst du? Und vor allem, der geht ja, auch echt ja. lang. Der geht 2 Stunden 20 Minuten. Das ja, ist ja meine viel Fresse. Zu lang. Der ist ja richtig viel lang. Viel zu lang. Ja. ja. ja das, das hätte man echt eindampfen können. Ja. Bei vielen krass. Stellen. Oh. Aber, naja. Es, es wurde auch so ein bisschen geforst. Also, da müsste der Plot ein bisschen vorangehen. Mm. Sind da so mm. Sachen passiert, die so, naja. Oh. Zu sehr Detail. Das ist ja, ja kein, gutes, kein gutes Reboot. Ja, ja. Ja, ja. I see. Ja. Hast du noch mehr dazu zu sagen? Oder war es das an der Stelle? Nee, ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich war weder jetzt jemals großer Fan der alten Filme, ich glaube, ich habe das Original mal irgendwann gesehen vor Ewigkeiten, aber ja, also ich war auch nie so der riesen Martial Arts-Fan. Also so ein paar Sachen ja, aber. Dass das jetzt so mein Riesending gewesen wäre, war es eher nie so. Und deswegen hat mich der Film jetzt auch überhaupt gar nicht interessiert. Also wirklich null. Deswegen ist der auch an mir vorbeigegangen bisher. Und offenbar lohnt es sich ja auch nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Nein. Alles klar. Gut, dann mache ich mal weiter mit einem. Äh, kurz, um, um auf den Chat noch zu antworten. Ach so, ja, bitte. Ähm, weil der Ich habe keinen Plan, Mann, gesagt hat, dass er. Ja, die Uhrzeit und, und das Deutsch, das kenne ich, das Problem. <lacht> <lacht> das ist bei Star Wars, dass er das auch so doof findet, wenn man so einen Charakter hat, der mhm. dann so ein bisschen trainiert, immer besser wird und dann alle platt macht. Ja. Oder es einfach kann. Ja. Also du hast Leute, die jahrelang trainieren, nichts anderes ja, machen ja. und dann ja, kommt so ein ja. neuer Charakter. Und ja, da muss ja. ich gerade an, weil er auch Star Wars nannte, das nennt man übrigens Mary Sue. Genau. So ein, also es kam das so bei, bei, bei Star Wars bei den neuen Teilen ne? so... Ja. Einfach, die kann das einfach. Weil, genau sie, dieser, weil sie so ist. Dieser Trope, dass du dir das nicht mehr erarbeitest, sondern du bist halt einfach besser als die anderen. Und das macht er Fall, In dem Fall tut er äh, das ja aber trotzdem, ey. Er macht. Näh. Ja, Meister, Meister Miyagi oder, oder zumindest der Ersatz von ihm ist halt so gut, Näh. dass äh, das Training von jahrelangem hat er von jahrelanger harter Arbeit überflüssig macht. Ja, und vor allem, wenn du, dir dann, wenn du dir dann anguckst, wie das in anderen Filmen äh, dargestellt wird, in so Martial-Arts-Filmen, dass die Leute da wirklich jahrelang irgendwo sind und trainieren, bis sie dann irgendwann mal ihr erstes Turnier bestreiten. So, ne? Das wird dann häufig gerafft in solchen. Sachen irgendwie ja, ja. ja. Und die typischen mh. Rocky Aufnahmen und so ja, ja aber ich meine und das ist das was vielleicht unterlegen und dann was dein was dein Chat vielleicht meint ne so diese Figur Ray in den neuen Star Wars Filmen die ist ja so eine klassische Mary Sue die hat von genau. nichts eine Ahnung kann beim ersten Mal wenn sie ein Lichtschwert aufnimmt sofort damit umgehen wobei ja, dir ja. in allen im gesamten Kanon erklärt wird nein das kannst du nur nach jahrelangem Training heißt der. Und wenn du, ein, wenn du ein, ein, ein Jedi bist, dann kannst du das irgendwann, nachdem du fünf Jahre trainiert hast. Und in der Originaltrilogie sehen wir ja auch Luke, wie er trainiert und auch Fehlschläge hinnehmen muss und auch ja, mal scheitert. Ja, ja. Und Ray kann Aber einfach Rey alles. Die kann fliegen, die kann kämpfen, die kann die Macht benutzen. Die kann vor allem mit der Macht Dinge, die nicht mal Yoda kann. Und Yoda ist, ne? Joda halt und wo denkst ah das entwertet das total das entwertet das komplett diesen charakter Arc weil es gibt keinen charakter Arc. Du hast Aber keine sie Rückschläge. Ist doch auch Achtung und, Spoiler oh Gott. ein Palpatine. Ja, ich auch halte sie es selber da selber Skywalker nennt. Ich halte es da immer mit hier der critical drinker der immer sagt strong female character. Das ist genau das Ding. So, du hast überhaupt keine weiteren Charaktereigenschaften, als dass du weiblich bist und alles kannst. Und das ist der Charakter. Das funktioniert halt nicht. Na, und das ist so ein bisschen das Ding. Und wenn das hier in Karate Kid auch so ist, so nach dem Motto: man hat das Gefühl, er hat sich das eben nicht erarbeitet. Er hat sich nicht hochgearbeitet zu seinem Erfolg, sondern er kann das halt. Das entwertet das halt komplett. Und deswegen fiebert man da emotional auch nicht mit. Und das ist total normal, dass das so ist, weil wir sind halt so gestrickt, dass wir halt jemanden auch scheitern sehen müssen, um uns mit dem emotional. Zu verknüpfen. Ich habe heute gerade einen Instagram-Post gemacht, wo es um Plot Armor geht. Also um diesen Trope, dass bestimmte Helden unverwundbar sind in Filmen oder irgendwie sowas. Und das ist genau das Beispiel. Ray Skywalker, der, da weißt du ganz genau, der wird nichts passieren, die wird nie scheitern und so weiter. Guck dir mal Luke Skywalker an, der in Empire Strikes Back erstmal von Vader ordentlich zusammengefaltet wird, dem wird seine Hand abgeschlagen. Der und der kommt gerade so mit dem Leben davon, ja. Das ist vernünftige Charakterentwicklung. Dass die Figur auch mal merkt, dass die eigene Hybris sie an eine Stelle bringt, wo sie vom Bösen dann einfach mal komplett verkloppt wird. Und das gibt halt bei Ray nicht. Die kann halt alles. Und das ist scheiße. Und deswegen funktionieren solche Figuren ja, sie hat nicht. Ja, ja das, ist, das ist ja noch viel irrsinniger. Sie hat ja eigentlich auch glaube ich, im ersten Kampf gegen Kylo Ren unterlegen. Ja, es war ich, viel ja, zu aber, knapp, leider. Aber, aber auch das, so ist, das so ist ja das Witzige, da kommt ja. Finn, ein ehemaliger ja, Stormtrooper, ja. der auf einmal mit einem Laserschwert umgehen kann. Ja, 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 nee, ja, ja. Da darf ich jetzt und nicht anfangen, das ist so nee, viel Schlimmes. Aber ich, ich meine, ich <laughs> so meine ne? da, wird, da wird all das, was Charakterentwicklung und Training ist und so weiter, <laughs> komplett ad absurdum geführt. Und das ist halt so unsinnig. Das ist ungefähr so, als wenn du jemandem, der nie mit einer Schusswaffe trainiert hast, ein Sturmgewehr in die Hand gibst und der in der nächsten Sequenz sofort damit gezielt Leute um, umhaut. Das wird nicht passieren. Wenn du nicht weißt, wie diese Waffe funktioniert, wirst du damit nichts treffen. Du wirst, sich wahrscheinlich mehr, raus wirst, dir, ja, du wirst dir wahrscheinlich ein Auge rausziehen. Du wirst dir wahrscheinlich eher oder in den Fuß schießen, als irgendwen zu treffen, wenn du noch nie mit so einer Waffe gearbeitet hast. Und ne, das ist halt, naja, gut. Okay. Gut, ja, Herate Kid. Kein guter Film, wenn ich das kurz zusammenfassen kann. Ja, kein Too guter Film. Too long didn't read, don't watch. Okay, gut, dann lieber, yes. lieber das Original wie bei Ghostbusters. Jetzt ja. machen wir aber mal weiter mit einem Beispiel und zwar einem positiven Reboot, wie ich finde, wenn wir gleich drüber sprechen, ob du das auch so siehst, und zwar im Gaming-Bereich. Ich weiche mal von meinem bisherigen Aha. Filmbereich ab und zwar ein Reboot einer. Serie, die durchaus als einer der Gründungsväter eines ganzen Genres angesehen werden kann. Und ich rede jetzt natürlich von Wolfenstein The New Order. Einem Shooter, mhm. der nach langer Pause, ich glaube der letzte Teil kam 2007. Der war ich gar behaupten. nicht so lange her, oder? Na warte mal, das, 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 äh das Ding, was Wolfenstein, Wolfenstein einfach nur hieß, das kam 2007, würde ja. ich behaupten, oder? Ja, ja doch, und irgendwie so, könnte sein, ja. im Sinne von nicht ganz so lang her, naja, geht so, ne? The New Order kam 2014, hm. also sieben Jahre danach und war im Grunde ein Reboot der gesamten Reihe. Man fängt im ersten Level von Wolfenstein The New Order tatsächlich auch in einer Gefängniszelle an, nur mit einem Messer bewaffnet was original die Einstiegsszene aus dem Originalspiel darstellt. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. New ich Order. Ja mal war really rede gut? Nicht, Ich rede nicht von... Du hast doch, von, doch... Ja, ja, ja. Nee, Youngblood habe ich, hab ich nicht gespielt. Zu Youngblood kann ich nichts sagen, aber New Young Order habe ich, ich gespielt. meine fand ich auch lustig. Naja, es Young war... Youngblood noch danach, ne? Youngblood ja, kam danach. Doch, du spielst ja, doch ja, den, ja. den Blaskovic. Und den ja, hast ja. du doch in dem alten Wolfenstein auch gespielt von 2.7. Ja, deswegen meine ich ja. Es ist, ein, ja es, ist. Kein, es ist kein 1 zu 1-Remake, weil du einfach ganz andere Sachen machst in dem Spiel. Ja, 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 ja. Es ist ein reboot ja, ich hätte, ich hätte das halt nur nicht als Reboot gesehen. Ich dachte einfach, das ist ein, ein Sequel oder so. Also. Nee, nee du, das nee. macht doch alles keinen Sinn bei Wolfenstein. Gibt's da? Ja, gibt's da wie eine gesagt, Chronologie? so richtig, so richtig logisch ist das nicht. Aber das spielt das halt nicht nach. Ich das hab's halt spielt Ich habe das gesehen, tatsächlich. Nee, das spielt nicht nach. Also hier sehen wir gerade ja, Szenen cool aus dem Spiel. Ne? Ähm, das spielt soweit ich weiß, ich bin ein Mensch, ich kann mich irren. Äh, spielt das nicht nach Wolfenstein 3D oder äh, Return ich, ich, to Castle hab, ich, Wolfenstein? Ich habe mich auch nie sondern, mit der Chronologie beschäftigt. Ich hatte halt ist, nie das ich Gefühl, glaube, dass da eine wäre. Also, ich glaube, es ist tatsächlich ein Reboot. Denn das fängt mhm. ja an mit, sie kämpfen irgendwie gegen die Nazis. Und dann wird er abgeschossen und landet ewig in einem. Nazis. Naja, aber ich meine, sie kämpfen gegen die Nazis zum Zweiten Weltkriegszeit. Mhm. Das war der Plot des Originalspiels, wo man ja am Ende Hitler killt. Ja. So. Ja. Und dann wird er aber hier abgeschossen, landet in einem Lazarett und ja. wacht dann gefühlt fünf Jahre später auf. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Nazis die Welt erobert. Und er bricht aus und kämpft jetzt gegen die weltweit Nazi-infestet Irgendwas-Geschichten. Ja. Deswegen Reboot. Weil es endet ja, halt nicht ja, mit ja. Hitler wird gekillt, sondern in diesem Szenario gewinnen die Nazis. Und er muss jetzt mit seinen Verbündeten quasi die Nazis platt machen. Und das mit Technik, die wirklich gut aussieht. Also die Attack Engine, die hier verwendet wird, ist wirklich schick. Das Action-Level stimmt, das Gore-Level stimmt, die Waffen machen Spaß die Figuren sind cool, das Level-Design fetzt, also ich kann an dem Original, also an, an uh, The New Order maximal Nitpicking betreiben irgendwie, aber das ist ein von vorne bis hinten, finde ich, sehr gelungenes Spiel, was diese Serie nochmal komplett uh, ja, neu, in die, neu in die Neuzeit transferiert. So, und, ähm, um dann kam ja irgendwann der zweite Teil, das war The New Colossus, hieß der, glaube ich. Der hatte das Problem, dass das spielerisch nicht mehr so geil war, da waren viel zu viele Cutscenes und irgendwelche Unterbrechungen drin oder so. Den fand ich auch ehrlich gesagt nicht so geil. Äh, Youngblood, was du gerade meintest, was du nicht gespielt hast, das fand ich auch ganz witzig, da spielt man nämlich die Töchter von BJ Blazkowicz. Und das ist aber ein ganz anderes Spielprinzip. Das ist eher so ein bisschen Metroidvania-mäßig. Du hast so verschiedene Levels und äh, musst da immer wieder hin und her pingpong Das ist also deutlich weniger linear als, als dieses Spiel hier. Aber wenn man auf Shooter steht, also wenn man jetzt keine First-Person-Shooter mag, dann wird man mit dem Spiel auch nichts anfangen nee. können, aber wenn man auf Shooter steht und mit so einer leicht cheesigen Wir-kämpfen-jetzt-gegen-die-bösen-Nazis-Story was anfangen kann, absoluter Tipp. Technisch geil, Action Level stimmt absolut, macht richtig Spaß. Man sieht hier, du kannst hier äh, Assault Rifles Akimbo-mäßig so doppelt äh, abfeuern und so weiter. Kannst mit automatischen Schrotflinten dich durch die Gegnerhorden hacken. Das macht schon Laune. Also Action Level, Level Design, Spannungskurve, supergeil. Und wenn man sich vor Augen hält, wie das Originalspiel aussah, was damals 1992 war, glaube ich, rauskam. Das Originalspiel ist das hier. Du meinst Wolfenstein 3D? Nein. Wolfenstein 3D. Das war das ah, Original. Okay. Echt? 92 kam es? Ich dachte, das wäre früher. Nee, ich würde behaupten, das war 92. Kannst du ja gerne mal googeln. Aber ich glaube, warte mal. Hier, ja, 92. Du, auch, du auch Wolfenstein die, die, 3D. die Original-Level ähm, als Secret Easter Egg in dem neuen gespielt, genau, oder? Genau, genau, genau. Es gab in New Order und New Colossus und ich glaube auch in Youngblood gab es... Äh, Levels aus dem Original Wolfenstein oder zumindest in dem Look, die natürlich dann ein bisschen zeitgemäßer aussahen. Aber das ja, man hier. Ist war... Reingelaufen und dann war die Welt so. Genau, du warst, <laughs> konntest dann irgendwie schlafen oder irgendwas und bist dann da reingeflutscht im Traum Stimmt, das so. in einem Teil waren das Träume, ne? Ja, ja, in Youngblood waren ja, es, glaube ich, Träume. Da hast du immer dann geschlafen und dann bist du in irgendwas reingeflutscht. Aber wie gesagt, das hier war das Original. Einfach nur ein ganz lineares: du ballerst auf Nazisoldaten. Das hat überhaupt keine Story, null Plot. Das ist einfach nur Labyrinth. Du ballerst Leute um, hast genau Doom. drei Waffen. Ja, sehr, sehr billig. Das war ja noch vor Nazis. Doom. Das war vor Doom, ne? Das war ja die, die Vorgänger-Engine ja. von, ja, ja. von Doom. Und daraufhin gab es dann Return to Castle Wolfenstein, was tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großartiges Spiel war damals. Man kam das raus? Oh Warte ja, mal. Return to Castle Wolfenstein war geil. Das war großartig damals. Das hat, nämlich, das hat nämlich nicht nur die Quake Engine, glaube ich, benutzt damals. Aber das war ne? doch 2, oder 6 oder so. Nee, wann war das? Nee, das war vorher. 27 war vorher das, das andere Wolfenstein. Nee, glaube das war... ich. Kannst du mal googeln, vielleicht. Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, ich würde da behaupten, ich das hier war 2004, 34, würde ich behaupten. Weiß ich Ja, also nicht, nicht. nicht viel schauen. weiter vorher. 21. Aber jedenfalls 2.1 sogar, siehst du. Ne? Mhm. Und äh, das hat aber. Diesem Ich kämpfe gegen die bösen Nazis nochmal. Es ist echt so fucking dunkel, man sieht ja gar nichts hier in dem Let's Play. Da bin so. ich dort eingestiegen übrigens, das war mein erster Wulfenstein teil. Ah, okay. Ich habe das Original tatsächlich gespielt, bevor ich mit Doom angefangen habe. Und das habe ich auch gespielt hier und, und auch sehr großartig gefunden. Weil da hast du halt viel Erkundung, viel Secrets, äh, viel auch so mythologischen Krempel. Da gab es dann so mit irgendwelchen Beschwörungen naja. und irgendwelchem Kram gehabt und so, ne? Ja, naja, da hätte etwas Plan halt, um okkulte genau. Sachen. Mit genau. sachen den Weltkrieg zu gewinnen. Genau. Und im Grunde natürlich war das auch mega cheesy. Du hattest irgendwelche SS-Damen in, in Lack- und Lederuniform, die dann da mit Maschinengewehren auf dich <laughs> geschossen haben und so. Ja. Natürlich war das super cheesy, <laughs> aber trotzdem ein extrem cooles Spiel. Also wirklich. Atmomäßig, hm. actionmäßig, technisch. Das sah damals auch geil aus. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut, ja. Die Atmo vor allem. Es gab Levels, da hast du dir echt in die Hose gemacht, weil das echt ja, fucking gruselig Katakomben, war. Ne? Ja, diese Katakomben-Levels, wo dann plötzlich ja, irgendwelche Untoten kommen und so. Das war ja. mega. So, ne? Und dann gab es 2000, ich glaube, es war 2007, gab es ja dann Wolfenstein. Da hieß das Spiel dann einfach nur so. Das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das war dieses hier. Um, wo du auch so so, so dieses Amulett hattest, wo du quasi, nee, 2009 das das es guck hier, 2009, mm. habe mich um zwei Jahre vertan. Um, das habe ich nicht gespielt, aber das soll auch cool gewesen sein, da hattest du dann so die Möglichkeit zwischen der Echtwelt und so einer Art Geisterwelt, so hier, so diesem Veil, vale, dieser Geisterwelt zu wechseln und hattest irgendwelche Artefakte, mit denen du deine Waffen aufrüsten konntest und so weiter. Und dann war aber erstmal vier, fünf, sechs Jahre Ruhe. Dann kam kein weiterer Wolfenstein-Teil. Und dann irgendwann kam The New Order. Und das war im Prinzip so ein bisschen ein Reboot, weil das setzte im Prinzip an dem original an. Dann machst du in der Story so einen Zeitsprung ein paar Jahre später und. Ne, das war halt ziemlich cool. Das war dann auch mit Cutscenes inszeniert. Die Figuren haben gesprochen. Es gab Nebenfiguren, mit denen du dich unterhalten konntest. Mit Nebenquests und irgendwelchem Kram. Und so, finde ich, sollte ein halbwegs zeitgemäßes Reboot aussehen. Also, ah, okay. Jetzt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus no wolltest am Anfang. Fand ich gut. Was? Was meinst du? Ja, ja, nee. Ich hatte, ich hatte das halt für mich, diese Sortierung Achso, die Chronologie. Wo fängt jetzt das Reboot an und so? Jetzt habe ich das erst so richtig. Also, ich, ich mag schneid. falsch liegen, aber ich habe es so verstanden, dass New Order tatsächlich ein Reboot der Originalserie war. Und ähm, ja, macht dass sie also, ja. dass sie diesen ganzen Esoterik, Mambo, Jumbo und sowas, was dann in dem 2009er Teil kam, das haben sie alles rausgeworfen. Na, und im Grunde, so, hier, ne? Ist nicht mehr im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, obwohl man da anfängt. Und dann fällst du ja quasi ins Koma. 14 Jahre sogar. Okay. Wow. 14 oh, Jahre ja. liegt er im Koma und wird dann in den 60ern fortgesetzt, die Story. Und da haben die Nazis halt sozusagen die Welt regiert. Auch so geil, in der deutschen Fassung des Spiels heißen sie nicht die Nazis, sondern das Regime und haben auch keine Hakenkreuze, sondern ja, irgendwelche lustigen natürlich. anderen Symbole. So. Natürlich und da haben schon. sie ja dann, da haben sie ja dann. Ein Fun so Fact ne? am, also, Fun Fact am Rande bei ähm, The New Colossus und auch bei ja, äh, Youngblood gab, so es sagen, ja, gab es ja Versionen mit Hakenkreuz. Ich habe auch die mit ja. Hakenkreuz-Version auf Steam das, gespielt. Das, mhm. das hat ja auch damals, glaube ich, diesen... Also bei Wolfenstein gab es ja, wie gesagt, schon immer das Problem mit dem Hakenkreuz. Auch bei Return to Castle Wolfenstein gab es keine Hakenkreuze. Da ja. gibt es einen schönen ähm, Schnittbericht zu so übrigens bei Schnittberichte.com. Ja, ja, genau. Und es hat auch, <laughs> soweit ich weiß, auch diese Diskussion befeuert, um diese... Nutzung von historischen Symbolen in künstlerischen Werken und so. Und ich glaube, ja. das, deswegen wurde das dann nämlich auch freigeschaltet. Mhm. Ähm, also freigeschaltet für die, für die neuen Spieler halt freigegeben, dass die das dürfen, ja. weil sie sich da halt für eingesetzt haben, dass das äh, passiert. Ja, das was du sau suchst, der Begriff ist glaube ich die Sozialadäquanzklausel. Ja. Das ist keiner. nämlich das ist nämlich genau das wonach du Elemente, die nach äh, Strafgesetzbuch 86 und 86 a, nämlich unter ja, genau, wenn das im sozialen in einem genau. Lehrauftrag ist oder in oder in einem kritisch, offensichtlich kritischen satirischen Kontext genau, Wenn genau. man es halt nicht verherrlicht ne? dass man nicht sagt genau, hier geile genau, Nazis genau. und so, sondern genau. ich töte sie und, und das war das Ding und das funktionierte vorher nicht und irgendwann dann erst vor einigen Jahren hat sich da die Einstellung auch des Gesetzgebers und so weiter geändert und seitdem Seit wirklich erst vier, fünf Jahren, würde ich behaupten, hat sich das geändert, dass du auch Computerspiele auf dem deutschen Markt veröffentlichen kannst, die Hakenkreuzer enthalten, ohne riskieren zu müssen, dass das dann sofort beschlagnahmt wird. Das war nämlich vorher so. Also, wenn du vorher ein Spiel ja. auf den deutschen Markt bringen wolltest, mit Hakenkreuzer. Halt, ne? Genau, 86a StGB, Das ist exakt der Paragraph, ne? Und äh, dann hättest du auf gar keinen Fall eine Jugendfreigabe bekommen und höchstwahrscheinlich hätte man dein Spiel sogar beschlagnahmt. Und das war vorher immer das Problem. Deswegen war in den vorigen Teilen das immer geschnitten. Hitler durfte nicht aussehen wie Hitler. Man hat Hitler in einem das der Teile den Bart ja. entfernt, damit er nicht ja, aussieht ja. wie Hitler. Ich, ja, ja. Und man denkt, Leute, auch, was er stimmt ja auch, mit er euch? Nicht? Er hieß irgendwie auch anders. Ja ja. ja er, er hieß, hieß, irgendwie er hieß auch nicht anders. Hitler. Ich weiß nicht, ob er ja, war. Ja. Hieß er überhaupt Führer? Ich glaube schon, nee, nee, aber echt, nee, anders. die ganze, die ganze, die ganze äh, Benennung wurde, die ganze Benennung wurde geändert. Es wurde alles umgenommen. Ja ja, ja ja, die Nazis waren dann teilweise auch die Wölfe und irgendwie sowas. Ne? Also sprich ganz, ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Kiste. Und dazu muss man sich vor Augen halten: In jedem fucking zweiten deutschen Film spielt irgendwas oh, ja. in der Nazi-Zeit und alle ja. rennen lustig mit Hakenkreuzen rum. Ja. Und in Filmen ja. ist es offenbar kein Problem gewesen, ja? ja, ja. Aber in Spielen, um Gottes man Willen. Sich die Haare. Es ist wirklich gruselig. Also ja, zum Glück haben dass wir jetzt so ja einen Level hat. erreicht. Ja, 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 aber da merkst du halt, Spiele wurden halt und werden ja bis heute nicht als genauso kulturell wertvoll wie Filme angesehen. Das ist ja der Punkt gewesen. Hätte man das damals ja, schon gesagt, dass Filme den gleichen Status genießen müssten wie, wie äh, Spiele wie Filme, hätte man das Problem nie gehabt. Aber das gab es halt nicht, weil mit Spielen deutsche Firmen kein Geld verdient haben. Das ist der ganze, der ganze Punkt dahinter. So, naja, gut. Okay, genug gerendet an der Zeit, an der Stelle. Aber wie gesagt, Wolfenstein, The New Order. Gutes Spiel. Action-Level, stimmt technisch, wirklich geil. Kann ich echt wenig Negatives drüber sagen. Wer auf Shooter steht und irgendwann mal zus zuschlagen will, das noch nicht kennt, kann ich empfehlen. Ist wirklich gut gemacht. Atmosphärisch sehr geil. Äh. Das ist übrigens das, weil, weil du sagtest hier, ja, jetzt kann man Hakenkreuz nutzen und so. Naja, so habe so, ich irgendwie. das nicht gesagt, Philipp. Ja, ja, ja. <laughs> Was? Du sagst, sie sollen alle Hakenkreuze nutzen? Ja, äh. exakt. Ja. <laughs> Strike, Ban und so weiter. Mm. Ähm, äh, bei bei Cosplays ist das auch so ein Problem. Das hatte oh, ja. ich vorhin, ich habe mal kurz bei, bei, bei Viet reingeschaut von den Rocket Beans und der ist gerade auf so einer Anime-Messe in Mannheim gewesen. Mhm. Und da meinte er an einer Stelle ähm, bitte kein Manji sein, bitte kein Manji sein. Ähm, also das Manji sein ist was das Japanische. Ah, okay, okay. Und äh, das, ne, das ist halt dieses Ding, dass das ja, ja in der Kultur genauso wie in Indien, Indien ja. schon seine ja, Relevanz hat. Und es gibt halt Charaktere, Cosplay-Charaktere, die das halt tragen. Ja. ja. Und jetzt ist halt ja. die Frage, ja, ja. ja was machst du denn da? Und das ist halt immer noch ein Problem. Da kannst du ja dir halt keinen. Das ist Wenn der in Charakter der Tat, im Manga ja. oder Anime ein Hakenkreuz auf der Brust hast, kannst du halt nicht machen. Das ist in der Tat schwierig, weil da die Einstufung ja. fehlt, ne? So ein bisschen. und Genau. Und äh, ja, die Grenzen ist, und so, ne? Das mm, ist mm. ja doof. Also bis zu einem gewissen Punkt finde ich das ja okay, dass man bei bestimmten Zeichen ja, sagt, auch. okay, die sind geschichtlich ich so auch. vorbelastet, aber du hast ja das Gleiche. Aber wenn du Nazi die, spielst. Na, okay. Ja, der <laughs> Punkt ist aber halt, du spielst ja keinen Nazi, ne? Das ist ja das Ding. Und die Figuren, die das cosplaynen, sind ja auch keine Nazis. Also vermute ich. Ja, ich meine, aber, es, gibt ja, es gibt ja auch äh, Cosplay-Charaktere, die Nazis sind tatsächlich. Ja, natürlich, also, wenn du jetzt äh, sagst. Anime-Charaktere, ich... die werden ja dann auch parodiert ja, ja. letztendlich im Anime, aber die Figur ja, ja. an sich ist dann erstmal eine Nazi, ne? Und damit hast du dann immer ein gewisses Problem nach wie vor in Deutschland. Genau, ne? da das hast du ein ist, Problem. Äh... Auch wenn du das als Parodie spielst und ja, so ja. und ins Lächerliche ziehst. Das ist, das ist schwierig. Und wie gesagt, das gibt es ja auch in anderen Szenen, die Problematik, Ich komme ja so aus der Goth-Ecke ja. und da haben wir das gleiche Problem, wenn du halt irgendwie dich mit einem Thorsthammer ja. behängst oder mit einem Keltenkreuz oder irgendwas, weil du halt mythologisch da unterwegs bist, das sind auch alles Zeichen, die, sagen wir mal, schwierig sind. Ja? Oder also irgendwelche nicht abwassend feindlich. Halt naja, aber aber, aber fang, fang mal an, irgendwelche nordischen Runen zu tragen. Ein großer Teil davon steht beim Verfassungsschutz auf der schwarzen Liste. Echt? Und ja, das, das, sind das ja, ja noch gar nicht. Selbstverständlich. Ja, wo, was meinst du denn, wo die Siegrune ja, herkommt? Was meinst du denn, wo die Siegrune, aus der die SS ihr Logo hergestellt hat, was meinst du denn, wo Ach die so, herstammt? Ah, das ja, ist okay, eine nordische okay, ja, Rune. Ja, beim... Beim ja, SAS. also wir haben, okay, aber wir also jetzt warum nicht, warum wurde das Ich klingt so als da irgendwie so eine ganzen Batzen, wir fallen jetzt na, pass auf gesagt, kaum welche pass also auf. Keine wir, machen, wir machen ein bisschen kulturelle Weiterbildung. Warum wurde das alte Torsteiner Logo von dieser Modemarke warum wurde das verboten? Das linke ist das alte. Weil das hier einmal die Sigrune zeigt und noch eine andere Rune und beide dieser Symbole und das ist schon stehen. verboten, das wusste ich gar stehen nicht. Auf der, stehen auf der schwarzen Liste, darfst du nicht verwenden. Der Punkt Aha. ist: Diese Runen selbstverständlich sind mhm. grundsätzlich ja nichts Nazihaftes, sondern wenn du jetzt hier äh, äh, Hellblade ah, ja. spielst, e da ist alles voll mit irgendwelchen Runen. Nur der Punkt ist: mhm. Wenn du mit sowas draußen rumläufst, kann es sein, dass die Polizei dich einsackt. Und da musst du erstmal erklären, dass du aber Wikinger bist. So ungefähr. Ne? Und das ist halt kacke. Und deswegen aber ja, das wird ja mh, trotzdem, schwierig. es muss ja anders bewertet werden, weil die Spiele mit den Runen ja nicht zensiert wurden. Auch das in der ist Vergangenheit ja richtig. Nicht. Aber, ich empfehle, ich, aber em schon. ich empfehle, dir dazu zu googeln, dass der Typ, der in seinem Online-Shop oder in seinem Webshop damals T-Shirts mit einem zerstörten Hakenkreuz verkaufen wollte, vor Gericht ziehen musste, weil man ihn wegen der Abbildung des Hakenkreuzes ah, angezeigt ja, ja. hatte. Ja, ja, ich sag ja beim Hakenkreuz. Welcome, ist das, welcome to Germany. Das ist total also dumm. Wie gesagt, welcome auch to ja auch Germany. Diese, diese, diese Logos, wo man sieht, wie so ein Mensch jetzt so einen Hakenkreuz <laughs> in den Papierkorb wirft mit nazis ja, drauf. Um, um, oder so. Um sowas, um das sowas so ging dumm. es, um sowas ähnliches, genau. Und da wurde auch äh. gesagt, da ist aber ein Hakenkreuz drin, das müssen wir jetzt verbieten. Und man denkt, Leute, habt ihr mal drüber ja. nachgedacht? Also, das ist, aber das wie ist gesagt, so ne? deutsches Recht, äh, da brauchst du mit gesundem Menschenverstand ja. brauchst du da nicht kommen. Das ist äh, absurd. Und deswegen meine ich bloß, ich finde es gut, dass jetzt zumindest das genauso eingeordnet wird wie bei Filmen. Dass man sagt, okay, wenn erkennbar, dass eine Satire ist oder du bist der Gute und das sind die Bösen, dann dürfen die halt auch die entsprechenden Zeichen tragen, weil das ganz klar ist. Und das war im Originalteil noch nicht so. Die deutsche Version war geschnitten, die man hierzulande kaufen konnte. Das war dann erst im zweiten Teil The New Colossus und in äh, Youngblood so, dass man dann eine Uncut-Version äh, kaufen konnte. Ja, Wolfenstein, The New Order, das war jetzt mein Input an dieser Stelle. Philipp. Äh, ja, dann. Okay, jetzt, jetzt kommen wir. Ähm, meine Liste wird jetzt, wird jetzt schon langsam knapp. Oh oh. Und jetzt habe ich. Ja, ja, jetzt habe ich äh, nur so Sonderfälle. Und zwar sind das jetzt Sachen, wo ich das Remake kenne und äh, sehr mag, aber das Original ja. gar nicht. Ja, 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 ja. Aber ich, ich habe halt ähm, recherchiert und äh, gesehen, dass es das halt besser sein soll. Aber ja, ja es mal, ist halt so ein bisschen. An. Genau. Weiter, es ist das klassische Anime-Thema. Ich mache jetzt meine Animes hier durch. Ah ja. Äh, weil, weil, weil bei mir das im Chat vorhin schon viel. Hunter, Hunter. Also geschrieben Hunter, X, Hunter so wie bei, Spies, bei Spy, bei X Family spricht man yeah. halt nicht mit ah, ja, ja. sagst ja nur Spy Family ja, und ja, ja. Äh, Hunter x Hunter ist halt eigentlich das was man unter Hunter x Hunter kennt da kennt man eigentlich das Remake es gab nämlich schon ein altes Hunter x Hunter und wie bei den anderen Animes mhm. ist es halt irgendwann abgewichen weil sie den Manga eingeholt haben und haben dann eine eigene Story ersponnen die nicht mehr ja, okay. mit dem Manga übereinstimmt und ja, dementsprechend gab es ein Remake bei. ganz Ganz Opulär, kurze Frage dazu. Ganz, Philipp, ganz kurze Frage dazu. Warum ja. ist das dann immer so, dass das dann kacke krass, wird, ne? wenn man sich vom, vom Manga entfernt? Also sind die nee, Drehbuchschreiber äh, nicht in der Lage, eine geile Story zu schreiben? Oder ja, ja, was? nee. Ähm, deswegen sagte ich das bei, bei FMA, also bei Football Alchemist. Das mhm. ist eigentlich nicht kacke gewesen. Also, das Ach kommt drauf so. an. Helsing war, ah. Helsing war kacke. Helsing <laughs> so. war kacke. Das Original. verstehe. Ah, Aber okay. Bei, bei FMA zum Beispiel soll das gut gewesen sein. Also ich habe es ja, wie gesagt, nicht ah, komplett gesehen, nur zum Teil. Ja, ja. Ähm, und Hunter, Hunter, da kann ich halt leider gar nicht zu sagen. Da weiß ich zum nicht, ob es sinnvoll ja. geendet hat oder so. Mhm, mh. ähm, ja, jedenfalls, Remake ist toll, ist eine, ist eine schöne Geschichte, die, äh, ich glaube, es gibt so Gerüchte aktuell, dass, dass, da, dass es da auch weitergehen soll. Weil da eigentlich mhm. sehr lange nichts passiert ist. Und eigentlich war das so, galt es als abgeschlossen. Auch wenn man sich sagt: Scheiße, mhm. wie können die denn an dem Punkt abbrechen? Wo das so richtig ja. episch wurde zum Schluss noch. Und <laughs> dann wurde sowas in Aussicht gestellt, wo man sich denkt: Boah, das, das, das war nur ein Teil. Das, jetzt fängt es erst richtig an. Und danach, ja. da kommt ja gar nichts mehr. Was denn jetzt? Kannst du, kannst du für mich mal kurz und für den Rest ja, auch ich hier kann kurz mal sagen, beschreiben? Geht. beschreiben? Ähm, ja. äh, ich glaube, es steht auch da oben drin. Das kann ich zwar jetzt nicht genau. <laughs> Hunter-Prüfung ist bekannt für ihre geringe Aussicht auf Erfolg und die hohe Sterberate unter den Teilnehmern. Dennoch will der junge Gion ja. Freaks unbedingt daran teilnehmen. Er möchte ja. der stärkste Hunter werden und so auch seinen Vater finden. Aber was hunten die ja. denn? Genau, genau. Die Hunter. Ähm, ja, was jagen die denn? Oder genau. Wen? Das ist so ein. Ja, das ist so ein bisschen ein bisschen schwammig. Also die Hunter jagen. Das ist eigentlich auch so ein Secret, was erst so gegen Ende des Animes rauskommt. Nee. Okay. Es ist eigentlich, es ist nur bekannt, es gibt halt diese Hunter und diese Hunter erledigen Jobs. Und zwar alle möglichen ja. Jobs. Irgendwelche Infiltrationsmissionen, klassisches ja. Jagen im Sinne von, also was heißt klassisch, Monsterjagen zum Beispiel oder sowas. Falls es sowas okay. geben sollte. Ähm, ja. Attentate. Aber das sind jetzt keine, achso, wollte sagen, Zum das Beispiel sind jetzt keine, keine Assassins oder was, oder doch? Doch, auch. Zum Beispiel ah, hier, okay, der, da steht ja okay. der Kilua. wenn du jetzt mal ein bisschen runterscrollst, da war so ein Junge mit weißen Haaren. Äh, ja, der hier. So, das, das ist, das ist Kilua. der ist, der wird, ich, das ist jetzt kein großer Spoiler, der wird später der beste Freund von Gon. Gon ist der mit der Angel, mit dem, mit diesen leicht grünlichen Haaren und der ist zum Beispiel aus einer Assassinenfamilie und wurde auch als Assassin ja. ausgebildet. Also das ja. ist ein sehr umfang, dieses Hunter ist so ein sehr umfangreiches Ding, was so ein bisschen wie gesagt schwammig. Also so eine Agentenschule, kommt. so eine Agentenschule quasi ja. mit verschiedenen es, verschiedenen es Ausprägungen. Ja, es, ist, es ist witzig, es ist eigentlich der Kern der Serie, so vom Titel zumindest. Ja. Und äh, man, man weiß halt, der Gon möchte das werden. Nee, du, aber es ist nicht so klar definiert, sag ich mal. Es gibt halt viele Abweichungen. Es gibt zum Beispiel auch Hunter. Es gibt Hunter, die einfach nur Expedition machen oder Archäologie oder sowas. Ah. Zum Beispiel sein Vater, der von Gon, ja. der ist halt Hunter gewesen, das steht da hm. im Titel. Und hm. der hat ihn irgendwann mal verlassen. Und er ist zum Beispiel so, ein, so eine Art Archäologe. Also der, der entdeckt die Welt. Also, also der jagt äh, Wissen. I nee, genau, nee, yeah. Archäologe ist falsch. Ich wollte sagen Entdecker eher oder so ein, so ein Abenteurer, uh, yeah, Abenteurer könnte yeah, man yeah, sagen, yeah. das wäre ein treffenderes Wort. Yeah. Irgendwas habe ich gerade im Hals. Mm -hmm. um, guck mal, da steht sogar that's what, bald. That's what she Lernen said. Sie, was es so. wirklich bedeutet, ein. <lacht> 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 was es wirklich bedeutet, ein zu sein. Tanja hat ihr <laughs> verpasst. Tanja, ich bin enttäuscht. Allerdings. <laughs> ja. Also, bitte. Tanja ist nicht, mehr, ist nicht mehr ganz da. Kanja ist ähm, schon im Halbschlaf. Nee, die weiß genau einfach nicht, in welchem andere... Channel sie es posten muss. Ja, und in, in diesem Anime <laughs> sieht man halt letztendlich, wie dieser Gon, der scheinbar mhm. aus irgendeinem kleinen Kaff kommt, aber schon ein bisschen, <laughs> äh, ein bisschen krass ist. Also irgendwie hat der, vermutlich durch seinen Vater oder so, in der Kindheit so Sachen gelernt, dieses Wild in der Wildnis überleben. Also er lebt da in irgendeiner so Hütte. Irgendwo und geht da mal angeln im, im See nach Riesenfischen und so und mm, kann da ganz mm. lange tauchen und so. Also der hat so, <laughs> der hat so, äh, ich sag mal schon leicht übermenschliche Skills drauf, ja. Yeah, und yeah. das ist halt wieder typisch Anime, natürlich gibt es da Leute mit speziellen Fähigkeiten und so. Und auch da gibt es nun so ein System wie in anderen Animes, dass es so eine ja, so eine geheime Geisteskraft gibt. Also in Drakeball Ball hast du das Key. In yeah. keine Ahnung, was gibt's denn da alles? Ne? Also es gibt halt immer so eine vielen animes so ein typischer Schoonen-Trope. Mm. Und äh, den gibt es auch in Hunter-Hunter, Hunter, kommt erst später zum Tragen. Mm. Und da merken die, mm. oh hier, deswegen können die so geile Sachen. Und, und ja. jeder Mensch hat so eine, so eine gewisse Eigenschaft, die auch seine Psyche prägt die yeah. diese Fähigkeit beeinflusst, was der kann. Und mhm. ähm, ja, so entstehen dann so leichte Unterschiede zwischen den Huntern. Jedenfalls, er kommt da am Anfang in diese Prüfung. Die Prüfung ist hart, da sterben sehr viele Leute. Ähm, und ja, dann kommt es halt, kommt halt zu so einer Geschichte, wie er sich dann mit anderen zusammenschließt, wie sie dann ja. gegen, äh, so in Anführungsstrichen Abenteuer erleben. Aber es ist stark auf Charakterentwicklung ausgelegt. Und mhm. ähm, ja, diese. diese diese Ambition auch noch bei Gon seinen Vater zu finden, bei Killua ja. das erfährt man erst später, was er eigentlich genau will. Mhm. Ähm, ja, ist ein sehr sehr schöner Anime, sehr zu empfehlen. Mhm. Falls ihn, also eigentlich must see. Ich glaube auch der ist bei den Animes, <laughs> die man sehen sollte, auch ganz weit fünf oben. Fünf Alter. Wenn ich sogar Platz eins. Was? Elf? Nee, fünf. Ja, äh, fünf aber nur zwei, nur zwei, abgerudet. nur zwei davon äh, bei Prime. Der, der letzte Arc, der, ist an, der zieht sich leider ein bisschen in die Länge, finde ich. Hast Aber du alles dafür gesehen? lohnt sich das Warten, weil das Finale ja, ja. so episch ist. Es ist so krass. Und auch so tragisch. Ja. Und es ist auch dark. Also, man denkt so: ja, hier wieder schöne bunte Kindershow. Nee, wie gesagt, da sterben Leute. Ja, und es gibt ja, Assassinen. Ja. Und das ist ernster und düsterer, als man vielleicht denkt. Das ist echt geil. Ja. Ich liebe diesen Anime. Das ist ähm, ja immer das Geile, das ist ja immer das Geile bei Anime, ist, dass man als, als westlich zivilisierter Mensch immer denkt, es ist Zeichentrick, es muss was für Kinder sein, aber dann, dann merkst du immer, ja. Ja, ah, nee. <laughs> Hier der Blonde zum Beispiel, den man da sieht, der, der will eigentlich seine Familie, der gehört zu so einem Clan, die so besondere Augen haben. Die schimmern so blutrot. Blond? Und äh, die Warte. Familie von ihm oder der Clan wird getötet und die, die farmen die Augäpfel von denen. Und der will Natürlich. einfach die Leute rächen und. Tötet dann alle und so. Also, das ist schon. Ja. 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 Wie gesagt, also, ja, der Typ wird übrigens, glaube ich, später Banker, der mit der Brille. Also auch ein Hunter, aber halt eine ganz andere Art von Hunter. Also, der Profit. Ja. ja, genau. Ja. Nee, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Banker war, aber irgendwie geht dann so eine Finanzrichtung, wird dann so ein Unternehmer. Das ist echt interessant. Also, Hunter ist ja, da ja. so eine Art. So, so, wie ein Universitätsabschluss ja, könnte man sagen. Ja, fast ja, ich sag ja, so eine, so so eine Basisausbildung. Halt. Mm, ja, ja, du Kannst dann an alle Bereiche gehen damit. Du ja, bist dann so ja, Elite. Ja. Du bist Elite in irgendeinem Bereich. Ja. I see, I see. Also, wie gesagt, Hunter. ich könnte. Oh, Anne schreibt was. Habe ich Hunter, Hunter zur Hälfte mitbekommen? Ach ja, genau. Ja. <laughs> Ach, stimmt, er wird Arzt. Arzt. Stimmt, genau, das ist das Geilste an dem. Der, dessen Motiv, Hunter zu sein, ist es. Er möchte viel Geld verdienen, er möchte reich werden. Das ah, ist so, ja, ich sag er, de, genau. ich ich ja, er jagt Profit. Genau. Ich finde geil, dass er das so offen und ehrlich kommuniziert, weißt du? So die anderen, ja, ich möchte meine ja. Familie rechnen, ich möchte, und er sagt, ich möchte Geld. <lacht> ich <lacht> möchte das ist, reich ist so werden. cool. Genau. Ja, er also möchte einfach geil. nur viel Geld und reich werden. Klar, hängt, mir hängt da auch ein bisschen was hinter, aber trotzdem ist es halt erstmal das, das, denn, ist das denn, äh, was man da ja. Ist das denn so, dass in jeder Episode das dann um diesen einen Charakter geht? Oder tauchen die nee. alle immer mal wieder auf? Oder also, wie ist also, Gorn, der mit diesen grünen Haaren, ist der Hauptcharakter. Wen meinst ähm, du denn mit grünen Haaren? Ich sehe hier keinen. Mit ja, grünen leicht Haaren. grün, die haben so einen grünen Schimmer. Es ist so. Äh, den siehst du da gerade also bei dem, hier. Unter dem mit den rosa Haaren und diesem Mustache? Ja, bei Episode 5. Der okay, der, der hat. Ja, okay, I see, der ist das. Genau, ja, das okay. ist der Hauptcharakter. Das ist Gorn. Der steht natürlich okay. im Zentrum. Aber Kenua ja. ist quasi zweiter Hauptcharakter. Also, ja. das, die nehmen sich da nicht viel von der, von der Zeit, aber mit Gorn, mm. da hat man halt, weil man damit anfängt, ist es für einen immer so ein bisschen der Besondere. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es typisch, ähm, die haben halt so ein kleines Team, der mit der Brille gehört halt auch dazu. Dann ja. gibt es halt so Antagonisten und dann, ja, gibt es dann halt wieder die typischen Dynamiken. Man lernt sich kennen, mm. man mm. Ähm, findet neue Feinde, Freunde und <laughs> ja, erlebt Abenteuer. Ja. Also, wie gesagt, sehr, sehr schön und hm. episch. Vor allem gegen Ende hin, auch wenn es sich sehr lange hinzieht. Ich habe da echt krass heftig geweint, muss ich sagen. Hast du alle, hast du alle fünf Staffeln gesehen? Im letzten, ja, ja, klar. Im ja. letzten Arc. Das baut sehr lange auf, aber es lohnt sich. Ja, Phil wird emotional von Animes zerstört. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Also, der bei dem auf jeden Fall. Das ist echt heftig. <laughs> ja. Ja, das ist lustig, ne? wenn, man, wenn man dann. Der sagt, ist nicht um, um, so eine umsonst so gut bewertet. Ja, ja, das ist so eine Zeichentrickserie, ne? die dich dann doch emotional mehr mitnimmt als irgendwelche anderen Dramen oder so. Hm. Schon abgefahren. Genau, mein, mein Chat ganz gerade noch: dieser Brillentyp möchte Arzt werden, weil er ursprünglich aus der Gosse kommt, also er kommt aus armen Verhältnissen. Ja. ja. Ähm, und äh, sein Freund war irgendwie krank und dem konnte er nicht helfen. Ah. Mit Geld hätte er das aber machen können. Deswegen hat er. Ne, dieses Geld regiert die Welt und die Moral der von der Geschichte. Geschichte Geld du brauchst mehr Geld. Mhm. I see. Genau. Ja, verstehe. Mhm. Alles klar. Ja. Ja, ich würde auch sagen, echt, das ist, ich könnte sogar dahinter. mein bester, mein Lieblingsanime sein. Also, echt, ja? Weil der so, so umfangreich gut? ist. Ja, Der ist einfach, der hat alles. Der hat Action, der hat Comedy, der hat Tragik, der hat Drama. Da, da ist alles mhm. drin. Krass. Gibt es davon irgendwie eine Realverfilmung? Nee, und ich bin auch fast froh, dass es die gibt. Ich Netflix-Edition. Wir warten, mal, wir warten <laughs> ja. mal, was bei One Piece rauskommt. Zuerst hieß es ja, oh Gott, nee, das kann nichts werden. Mittlerweile wird es so Wird das real da, gerade? Ja, da gibt einen Live-Action-Film. Oh. Ah, okay. Da vom Cast. Zum Beispiel der Ruffy wird von so einem mexikanischen Jungen gespielt. Ah, ja, ah. ich Was irgendwie gar nicht so schlecht ist, wenn man das jetzt so beim ersten Mal denkt, man sich, ach du Scheiße. Und beim zweiten Mal denkt man sich, oh ja, doch, ist eigentlich passend. Yeah. Schauen wir mal, wie das wird. Es gab auch schon Z-Bilder und ich bin da natürlich involviert, weil ich mich dafür interessiere. Deswegen. Ja, aber Ja, was, was bist du, ein Z-Bilder? Was? was? Nee, bist es, du, du gab, bist... es gab Z-Bilder, habe ich gesagt. Also, man hat gesehen, Ach, wie sie Set da so das Set Ach Achso, ja, ja, jetzt verstehe ich gerade, was du meinst. Das meine ich -Bilder. damit. Es Bilder vom Set. Ja, ja, ja. Alles klar. Ja, real von Dragon Ball, ja, das wäre. Nee, darüber <laughs> war nicht. Es gibt keine Realverfilmung von Dragon Ball. Hat es nie gegeben. Also die und Hat's? Avatar übrigens genauso wenig. <laughs> Und das ist nicht mal ein Anime. Und trotzdem haben sie so, aber es hat leicht so Anime-Charakter, aber das haben sie so verkackt. Mm. Wie kann man denn das so verkacken, ey? Aber das ist halt das Ding, ne? Das ist dieser Transfer meinst, ist aus auch das aus -Film auf. Die Avatar, den Avatar-Film meinst du, oder was? Ja, ja, ja im Grunde, im Grunde schon. Im von, Grunde schon, ja. Ist ein Remake der Anime-Serie, ne? Ja. Naja. Im, Grund, im nee, Grunde, gesagt, ja. Also wenn du noch was brauchst, ne, dann pack das ja, gar, ja, ja, die nicht die auf deine, gar nicht Ja, schlecht scheiße, muss man nicht zu sagen. <laughs> Richtig kacke Liste. So, ja, ich habe jetzt das auch... Verkacken. Da läuft alles falsch. Sorry, ich, ich verstehe es auch nicht. Ja, da läuft nee, ist. alles auch... falsch in diesem Film. Ja, ja. Weißt du, das, das, die ganzen Charaktere, die sind so fucking flach. Oh, nee. Ja. Ich glaube glaub wirklich, ich gab's da nicht. Ich glaube, da gab es viele äh, äh, Kritiker auch auf YouTube, die diesen Film schon zerfetzt haben, weil der einfach so Absolut, unfassbar ja. schlecht und so dieser Serie mhm. sowas von überhaupt ja. nicht gut tut. Diese ja. Serie ist so gut. Die, die glaub, macht Taya, so vieles richtig. Die hat so viele philosophische ja, Themen. Und Taya das hat mir hat mal, so glaube ich, den, ah. wir, haben mal, wir haben mal ein, zwei Folgen, glaube ich, geguckt, Taya und ich. Und äh, ich fand das auch cool, von, vom Stil her und von der Figurenkonstellation. Und ist so. halt westlich, also die, ne? Hat halt so einen so Anime-Einschlag, aber ist halt ein westlicher Cartoon. Ja, aber es war halt nett. So, ne? Es war jetzt jo, nichts irgendwie genau. doofes. Und dann guckst du dir halt den, 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 den Film an, wo du nicht nur, war das dann nicht nur so, dass sie die Charaktere auch wieder irgendwie ge blendet haben und so, ne? Und, und alle möglichen ja, Sachen, wo man auch denkt. Auch das warum, auch. Aber, ne, Das so. war gar nicht mal so das Schlimme. Es waren, die Charaktere waren einfach. Das war, das war eine Karikatur von dem, was die eigentlich mhm. sind. Das war ja, der gilt Ja, auch, der gilt ja auch als einer der schlechtesten Filme überhaupt. Und nicht Ey, nur von Andrade Chamberlain, der generell schlechte Filme macht in den letzten Jahren, aber. <laughs> Ja, ja also hier uh, uh, The Last Airbender Avatar als Realverfilmung uh, taucht immer auf den absoluten Flop-Listen auf und offenbar zu Recht. Scheint so ja so zu sein. <laughs> Gut, ich, ich habe jetzt auch gleich, noch, sorry. Ich habe auch gleich noch ein Remake, was auch, was ich, also was ich persönlich richtig kacke fand. Denn das Original davon ist einer der Filme, die mich emotional mit Absoluter Sicherheit am meisten mitgenommen haben. Ich nehme an, du hast auch äh, den Film gesehen, um den es gleich gerade gehen wird. Nehme ich ganz stark an, Philipp. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an. Ja. Ähm, und zwar geht es um Old Boy. No. <lacht> und <lacht> natürlich. Dazu gab natürlich. es ein. Wir gucken uns erstmal das Original an von 2003. Ich habe das Remake aber nicht gesehen. Lohnt sich auch absolut nicht. Ich habe nach 20 Minuten ausgemacht, weil es absolut unerträglich ist. Es ist ganz, ganz, ganz <laughs> furchtbar. Ja, das das geht überhaupt gar nicht. Avatar, wahrscheinlich. Das, Geile ist, das Geile ist, ich glaube, in dem Remake, wir gucken gleich nach, ich glaube, Josh Brolin spielt die Hauptrolle. Und trotzdem ist es absolute Scheiße. Und wir kommen <laughs> gleich dazu, warum. Und hier ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Old Boy, wer den nicht kennt. Koreanischer Film von 2003, Einfach. wie man hier sieht, ja. Wirklich ein unglaublich großartiger, böser, tiefer, gemeiner, toll inszenierter Film. Der die ganze Zeit über dich als Zuschauer auch an der Nase rumführt und dich von einer super emotionalen, total krassen Situation in die nächste bringt und dich emotional alle Höhen und Tiefen durchlaufen lässt und am Ende auf einem Punkt endet, wo du denkst: What the fuck? Ne, so, man denkt so: Alter Falter, was ist denn das für ein Film? So, der dich emotional komplett zerstört irgendwie und. Ach. Da musste man dann unbedingt mit Gewalt irgendwie ein Remake von machen, nur weil die Amis es halt nicht hinkriegen, Filme zu synchronisieren. Untertitel oder zu so. lesen. Ja, oder Untertitel <laughs> zu lesen, weil das der Amerikaner halt nicht kennt. Und da muss man zu so sagen, ja, Deutschland, wir sind hier tatsächlich eine der wenigen Nationen weltweit, Moment. die eine, eine Kultur des Synchronsprechens haben. Das gibt's nicht überall. Das gibt's Moment. in ja, bitte. Ich habe keinen Plan. Man sagt mir gerade, dass er den Film nicht gesehen hat. Unbedingt gucken! <laughs> also, wir reden hier vom Originalen. Unbedingt es wird Zeit, gucken. Okay, es wird Zeit für das Heresy-Meme. So. Ja, ähm, ja. ja. Das, das also, den Original, Originalfilm, unbedingte Guck-Empfehlung. Absolut. Ein absolut fantastischer Film. Großartig, emotional. <laughs> Diese Kampfszene in diesem, in diesem Tunnel, wo er da mit dem Hammer sich gegen irgendwie 20 Leute durchsetzt, ist ein einziger One-Take. Unfassbar großartig. War das nicht ein Flur? War das ein Tunnel? War ja, das nicht ein, Flur? ein Flur. Ja, so Tunnel, Abatmen? Flur, Tomato, Tomato. Jedenfalls, ja, so, so ein Flur, Tunnel, Dinge. Was ja, ist der Unterschied zwischen einem ja. Tunnel und einem Flur Es ist ein langer Gang. Keine Jedenfalls ein langer <laughs> Gang, in dem er da kämpft und es ist ein einziger langer One-Take und auch diese ganzen Verzweiflungssequenzen. 2D-Brawler inszeniert. Also, ja, ja, so seitlich, ne? so von der Seite gefilmt genau. und so. Es ja. ist einfach einfach nicht nur von der Story her, sondern auch von den ganzen Einstellungen und von den emotionalen Darstellungen, einfach ein unfassbar großartiger Film. Also der hat nicht, zu, nicht umsonst eine 8,4 auf IMDB. Und die ist auch wirklich verdient. Also ein fantastischer Film. Davon musste man dann aus Gründen ein Remake machen. Wo ist es denn? Das wird mir gar nicht angezeigt. Was zum Fuck? Wieso wird mir das nicht. Hallo? Finde ich blind? Da hätte ich vielleicht sogar. Ja, Das erinnert mich an. Ah, Angst, hier, hier, jetzt hier, hier. Warte mal, lass mich kurz hier was zu sagen. Ja, nee, so. nee, sorry. Ich äh, ähm, rente gerne. Das Oldboy Remake mit Josh Josh Brolin, Thanos. Ja, yeah? you remember? Oder wie hieß der andere Typ in, 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 in Deadpool? Äh, Elisabeth Olsen hat da mitgemacht? Offenbar. Spielt sie die ja. Tochter? Nee, Oder sie, was? Ist wahrscheinlich, sie ist wahrscheinlich, ja, sie ist wahrscheinlich seine Tochter. Spoiler. Nein, ich spoilere nicht. <laughs> so. Weil ja, hier kein Plan, man den noch sehen ja, muss. Ja, 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 ähm, aber wie gesagt, das Ding ist halt, Spike Lee hat Regie geführt und Spike Lee ist eigentlich ein renommierter, bekannter Regisseur, aber Josh Brolin funktioniert in dieser Rolle überhaupt nicht. 5,7 auf IMDB, was soll ich sagen? Ja, das Original hatte eine 8, irgendwas. Das funktioniert überhaupt nicht. Also, wenn ihr euch für den Film interessiert, und ich kann es euch nur empfehlen, wie Philipp auch gerade schon sagte: das Original, absoluter Kultfilm, zu Recht, großartig. Das Remake, absoluter Müll. Das funktioniert null. Mit der Figur, die Josh Brolin spielt, die schafft es null. Diese emotionale Zerrissenheit, diese Ausweglosigkeit rüberzubringen, wie das der Originaldarsteller schafft in dem Film, das funktioniert überhaupt nicht. Der ist einfach nur wahnsinnig unsympathisch in dieser Rolle. Du hast überhaupt keine emotionale Anknüpfung an diese Figur. Und der Originalfilm, der funktioniert halt, weil dich die Originalfigur emotional mitnimmt. Nur deswegen funktioniert der Film. Und das schafft Josh Brolin halt überhaupt nicht absolut gar nicht und da frage ich mich immer wie schafft man das denn einen Film zu inszenieren der absolut nichts von der Atmosphäre des Originals aufnimmt wie geht das das ist mir unbegreiflich ich weiß es nicht und wie gesagt das ist so ein Remake erstmal ist die Frage wozu braucht man das Remake aber gut klar das hat damit zu tun dass der amerikanische Kinokunde USB eben ja, dass, dass der halt ist tatsächlich nicht gewöhnt ist, synchronisierte Filme zu sehen. Das kennen die in den USA halt tatsächlich nicht. Das gibt es da nicht. Ne? Die gucken halt entweder einheimische Produktionen oder Remakes ausländischer Produktionen. Das, was wir ja kennen, dass du die synchronisierte Fassung hast, das, das ist da, ne? das kennen die nicht. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, aber. Dann so extrem dabei zu verkacken, die Stimmung des Originals einzufangen, das ist schon eine Leistung. Das musst du schon erstmal hinkriegen. Also ich verstehe es nicht. Das ist eines der Beispiele, wo du merkst, das ist, glaube ich, ein mehr oder minder eins zu eins Remake. Aber es funktioniert halt auf keiner Ebene. Es ist absolut furchtbar. Es geht überhaupt nicht. Und insofern, ja, guckt euch den Originalfilm an. Der ist wirklich extrem sehenswert. Kann ich nur empfehlen. Remake. Um Gottes Willen. Bloß nicht. Ja, Old Boy. Philipp. So, ja, ich muss kurz noch mal Godzilla verteidigen, weil... Godzilla? Weil hier gerade... Äh, was, in kommt, deinem Chat ja hier, wird geflamed, oder was? Ja, hier Godzilla von 1998. Das <laughs> ist ja, glaube ich, die Roland Emmerich-Version, äh, wo sein, ich ja letztens ja. auch sagte, dass das ein Guilty Pleasure ist. Aber deswegen ist ja. es ja auch okay, dass die halt nicht gut ankommt. Das, deswegen ja. sage ich ja, dass das ein Guilty Pleasure ist, weil ich weiß, dass der ja. nicht so Gut rezensiert ist, aber ich liebe ihn halt. So. Ähm, aber genau, gut, ja, ja, bei uns war ich gerade überrascht, dass ich selber den nicht raufgepackt habe, ehrlich gesagt. Der ist mit. siehst entfallen. Siehste. Ja, danke, mhm. dass du den erwähnt hast, weil der muss mhm. definitiv hier rauf. Ja. Ähm, aber es hat mich auf eine andere, einen anderen Fall gebracht und den habe ja. ich auch nicht weitergeguckt, weil es zu doof war. Obwohl ich <laughs> den am Anfang noch verteidigt habe. Ja. Und zwar die, ähm, die Live-Action die westliche Live-Action-Form-Anpassung-Version von Death Note habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß, der ist auf Netflix, aber genau, es kommt jetzt Warte mal. gleich äh, kleiner Fun-Fact direkt am Anfang. Es kommt jetzt übrigens eine neue Live-Action-Fassung raus. Was? Und da, Eins hat sind Hoffnung, ja, und da sind die Hoffnungen ja und da sind die Hoffnungen natürlich groß, dass sie es diesmal richtig machen. Ja. Also Moment, ich ich das weiß das nicht, Last? ob das ein Remake ist, ein Reboot. Ja. Es, ist, es ist wieder eine typische, einfach, ja, ja wie, bei, wie bei Oldboy halt. Es ist eine westliche mhm. Form. Ähm, warte mal, ja. ist das? Ja, doch, das ist er, genau. Das ist von 2017. Mit William William Dafoe, Dafoe. Genau. Ja. Genau. <laughs> Willem Dafoe. Ich erinnere schon. Ja. Genau, Willem Dafoe. Äh... Mm. Äh, äh, was soll ich sagen? Ah ja, genau, der, also der die westliche die Form, wer, wer Death Note nicht kennt, kurz mal zusammengefasst, mhm. Death Note ist ein unglaublich intensiver primi anime auch bei vielen Listen auf, top, auf Platz 1 bei den Must-See-Animes, der mhm. so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwei sehr intelligenten Menschen, einem Ermittler und einem Bösewicht, oder? ja, vermeintlichen Bösewicht, wie auch immer, ich will jetzt nicht so viel verraten, mhm. ähm, zeigt und viel mit Psychologie arbeitet und das ist halt extrem spannend, was da passiert und wie die sich versuchen, gegenseitig auszuspielen und in die Pfanne du zu hauen. Du kannst ja kurz so. noch mal beschreiben, was ist denn das Death Note? Ja, also das Death Note, oh, genau, also es, es, es gibt halt ähm, in der japanischen Mythologie die Shinigami, das sind die Todesengel oder Todesgötter ähm, und äh, in diesem Anime Manga, wie auch immer, Ursprung mhm. Manga, gibt's halt die Shinigamis, die Todesbücher haben, die Death Notes, also in, oben in ihrem Himmelsreich sitzen. Und jeder Mensch, der irgendwo stirbt, ist halt ein Name, den sie in ihrem Death Note eintragen. Mhm. Und äh, eines Tages lässt ein Shinigami in Anführungsstrichen ausversehen. Sein ähm, Death Note-Fallen. Also irgendwie aus irgendwelchen Gründen landet das Death Note auf der Erde. Bei einem Menschen. Ein Mensch findet dieses Death Note mhm. und ihr denkt sich nur: ja, erstmal, ja, hier irgendein Notizbuch. Aber nach kurzer Zeit findet da raus, was das kann. Also er dann nämlich so Namen reinschreibt und dann sieht er plötzlich, die Menschen sterben, wenn er da Namen reinschreibt. Und ähm, bam, das Step-Note hat halt spezielle Regeln. Mhm. Und davon lebt das halt auch. Weil der Anime dreht sich letztendlich darum, wie kann ich die Regeln so biegen oder so ausnutzen, dass sie mir genau in die Karten spielen. Ich kenne nicht mehr genau alle Regeln, aber es gibt halt so bestimmte, wenn man den Namen aufschreibt, muss man das Gesicht des Opfers vor Augen haben. Weil es gibt natürlich viele mit doppelten Namen. Ja. Ähm, man kann irgendwie bis 48 Stunden oder so einen Tod planen, also irgendwie so sagen, er wird von mhm. einem Auto hier und hier angefahren. Also es gibt so, so bestimmte mhm. Regeln, wie gesagt, ich habe die nicht mehr alle auf dem Schirm, die das ja. halt nochmal spannender machen. Ja. Und ähm, ja, dadurch entsteht halt, wie gesagt, ein Katz-und-Maus-Spiel, weil diese eine Person anfängt, Leute umzubringen mhm. und das natürlich mit dem Justizsystem so nicht vereinbar ist, weil das halt eine Form von Selbstjustiz ist und halt auch nicht unbedingt gerechtfertigt, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Räuber einfach mal ja. hingerichtet wird. Hm, hm. Ja und in der westlichen Form, die ich ja wie gesagt nur kurz ange, an, angefangen habe, könnte man sagen, angeteasert, ja angefangen, ähm, ist das halt komplett anders. Also der <laughs> der der Charakter, der das Death Note findet, der ist in der Originalfassung ein hochintelligenter ähm, äh, Schüler, na hochintelligenter oder was, oder? Schüler, ja Student Schule. wie auch immer, hm, genau. Hm. Ähm, das ist halt wie so ein Genie, so, so, so ähnlich wie bei ja nee, Ameri äh, hier Dings American Psychovites ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber so dieses typische, dieses typische Klischeebild, könnte man fast sagen, von so einem Soziopathen oder Psychopathen, ah, okay. ja, der ja, halt ja. extrem intelligent ist, aber auch oh. kaltblütig. Und mm, ähm, mm. der Vater von ihm ist der Polizeichef in dem ja. Ort. Mhm, in der ja. Stadt mhm. und das ist halt auch nochmal interessant ne und äh, ja der diese die das macht halt so interessant davon habe ich ja erzählt, davon lebt die Serie von diesem Katz und Maus Spiel zwischen ja. diesen beiden intelligenten Menschen ich habe jetzt auf den auf den Gegenspieler noch nichts der heißt L habe ich jetzt noch mhm. nicht genaues mhm. gesagt weil es wäre auch zu viel Spoiler und so falls man sich das mal anschauen will was ich sehr empfehle an der Stelle <laughs> ähm, ja, und dieser, dieser Charakter ist halt einfach durch seine Intelligenz, er sieht unglaublich gut aus. Er ist eloquent, Natürlich. er ist selbstsicher. Ne? Mhm. Das ist halt ein richtig ein krasser Machertyp, ja, der ja. auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, aber mit dem willst du dich mhm. eigentlich nicht anlegen. Und in der ja. westlichen Adaption <laughs> ist der, der komplette Gegenteil. Mhm. Irgend so ein Schlaffi, ja. der erstmal Schiss hat. Ja. Wenn das erste Mal Rook erscheint. Rook ist der Shinigami. Ach so, Rook dessen ist der Devil. Ah, okay. Ja, weil Anne, Anne, schrieb grade, Anne schrieb gerade so völlig kontextlos Rook in meinen Chat und ich dachte, what the fuck? Ja, ja. Gesundheit. Rook, Rook ähm. heißt der <laughs> Shinigami und er liebt Äpfel. Ah. Genau, das Fest, das Fest sehr gut zusammen. Äh, <laughs> er see. liebt Äpfel. Yeah. Yeah, 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 ähm, yeah, yeah, yeah. Wird gerne mal damit gefüttert und äh, in, in, in der. In der im Originalen ist es halt so, dass das beim ersten Treffen der Leid relativ gefasst wirkt. Er hat so ah, ja. okay, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. So nach Motto, da weißt muss du? irgendwas hinterstecken. Im ja, ja. Hm. westlichen, hm. in der westlichen Fassung ist er so: Wow, what the fuck, was geht hier ab? Wer bist du? Oh mein Gott, ein Geist, so nach Motto. Ja. Also, ja. es ist komplett anders und hm. das, das ganze Setting funktioniert so nicht. Ja, Wie gesagt, ich habe da nach kurzer Zeit aufgehört, weil es war einfach, es war zu anders. Ich dachte, <laughs> jetzt beschwert noch, okay, sich vielleicht grad. machen sie das. Ja, warte mal, Anne ich beschwert sich gerade, dass wir den, dass wir den Namen falsch aussprechen. Er heißt wohl nicht Ruk, sondern. Ja, know. Ryuk. Ja, ja. ja, ja <laughs> sie macht halt gerade wieder ihre japanisch-Lessons und da ist es halt Keine Ahnung, ich bin kein Japaner, weiß ich nicht. <laughs> ja, Ryuk wurde ausgesprochen. Ja. Oder? Ryuk. Habe ich doch jetzt Ryuk? richtig ausgesprochen. Ist ja okay. Wirklich? Ja, okay. Ja. Dämon, ja. Der äh, ja, wie gesagt, also es ist ganz anders. Das Setting funktioniert so nicht. Mhm. Ähm, am, am schlimmsten ist eigentlich nur diese, diese Besetzung von von Light. Das ist der, der, der Hauptcharakter. Ja, ich glaube, der heißt der mhm. überhaupt Light jetzt im, im Westlichen. Ich glaube, der hieß anders. Das ist äh, äh, doch light, light Turner. Hier wird es wirklich so Light wie Licht geschrieben. Genau. Ja. so leicht, das ist halt die, da gibt es keine Chemie ja im Original <laughs> gibt es halt eine Chemie zwischen den Beinen das ist so gut gemacht ja, ja. Ähm, ja. es ist es ist einfach es ist wie das ähm, was wir vorher hatten, Oldboy ja. Ja. das ist jetzt äh, ein anderer Film, aber dasselbe Prinzip mhm. und was, was, was glaubst du, woran liegt denn das? Dass die Macher der ja, der Verfilmungen, dass die Macher der Verfilmungen äh, nicht verstehen, Nein, warum das Anime gut ist oder oder woran liegt das? Oh, sorry, sorry, ich habe gerade irgendwie Hustenanfall. Ähm, also Corona. Mhm. Mhm. Ich denke, die haben überhaupt keinen Plan, was die da machen. Also das ist die einzige Erklärung, die mhm. mir einfällt. die mhm. haben halt gesehen, oh, das ist ja, Kommen wir, wir haben hier diesen Anime, der ist unglaublich populär. Wie gesagt, auf vier Listen ja. auf Platz 1 bei ja. den tier animes ähm, den können wir doch mal adaptieren. Die, so weit kann man es ja nachvollziehen, ne? Da können wir ein bisschen Geld mhm. draus machen. Aber die haben überhaupt keine Ahnung von der Materie. Die wissen überhaupt nicht, was diesen Anime ausmacht. Also, das dann, sind selber keine Anime-Fans sozusagen, weil die verstehen ja, nicht, was die Faszination ist. Also ich habe nie ja. was anderes gesehen. Irgendwie. Hundertprozentig haben die keine Ahnung ja. von dem. Und die ja, machen einfach ja. nur 100 Geld drauf. Engagieren ein paar Leute, die fahren mm. sich da so kurz zusammen und dann machen sie da was draus. Natürlich, ja, wenn die darüber ja. nachgedacht haben, die haben es ja irgendwie westlich interpretiert. Aber das ist halt dann, dadurch haben sie es so verkackt. Ich, ich kann es mir auch nicht. Ich kann es mir aber auch nicht erklären, genau wie man das nur also, so verkacken kann. Aber, aber für mich kurz zum nur Verständnis. Einen einzigen, der da mal ein Auge drauf wirft. Na, für mich kurz zum Verständnis. Also, diese Shinigami sind ein japanischer äh, Trope gewissermaßen. Das ist Teil der Mythologie. So. Genau, das könnte man, Das ja. könnte man aber theoretisch ja. In andere an. Mythologien übersetzen. Also das heißt, ja. die Tatsache, dass sie es scheiße adaptiert haben, hat nicht primär damit zu tun, dass es irgendwas nee. ist, was so haben japanisch ja ist, dass du es nicht westlich machen kannst, sondern genau. dass das halt einfach schlecht ist. Ja, das haben sie ja letztendlich ja. sogar ja. adaptiert, denn in Supernatural ja. gibt es ja, ja auch Todesengel, genau. die genau. genau das Gleiche machen. Genau, ja. ja. Also da hast du hast ja da auch den, ja schon. den Tod und so, ja, genau. Ja, deswegen, deswegen meine ich immer, also ich glaube nicht, dass es in dem Fall daran liegt, dass das jetzt so ein kulturelles Problem ist, sondern dass die nee, Bücher einfach scheiße nicht, sind, wenn man das Fall halt nicht, schlecht nee. schreibt oder ja. Hm. Also höchstens, es gibt ja so eine Spe spezielle ja, die Art, wie die Gesellschaft funktioniert und so, das ist natürlich ein bisschen anders äh, von Ja, Amerika gut, aber, zu, aber ich meine, ja, das also das kannst du ja. mehr dran an den Japanern, aber echt, ja, ja? meinst du, findest du, ja, dass wir, sind Deutsche... wir. Ja, sind ja. wir. Ja, 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 sind wir. Ja. Okay. Die Japaner und die Deutschen verstehen sich eigentlich relativ gut, was das. Also, Zweiter Weltkrieg jetzt mal ausgeklammert, aber. Äh, Buddies for life. Gut. gut. Yeah, I see. Ja, ich sehe. Da Renn Hitler und. Ja, okay. Durch äh, so ein Blumenfeld. Mhm. Äh, nee, aber dieses. Ja. Dieses. Dieses. Ähm, äh, in der Öffentlichkeit zurückhalten, weißt du? Dieses. Ja, ähm, nicht so aus der Reihe treten, diese Mentalität, die gibt es bei uns Deutschen auch. Und ja, äh, ja, ja. In der Bahn hat man ruhig zu sein und so, und im Amiland halt überhaupt nicht. Das ist genau das ja, Gegenteil. Da ja, wird man ja, halt einfach angesprochen und. Vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. So. Ja. Vielleicht ist das das Problem, dass die Sachen, die in Japan deswegen funktionieren, in der Übersetzung halt nicht funktionieren ins, ins Amerikanische sozusagen als Gesellschaft, <laughs> weil das dann halt, ja, das funktioniert dann halt nicht mehr. Ne? Also so den zurückhaltenden, in sich gekehrten Charakter. Den kannst du halt nicht inszenieren, wenn du das jetzt amerikanisieren willst und alle dieses Maul aufreißen die ganze Zeit. Das geht da vielleicht nicht. Das mag sein, ja. Das kann ich nachvollziehen. Okay, ja. Ähm, Death Note. Auch kein Glanzpunkt der Reboots oder Remakes, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Ich habe gleich auch noch ein Beispiel für einen nicht guten ein nicht gutes äh, remake. Nee, eigentlich technisch gesehen eher ein Reboot. Aber egal. Einer der Filme, der mich auch nachhaltig am meisten äh, beeindruckt hat, obwohl er alle Tropes eines 80er, 90er cheesy Action-Films hat, ist Total Recall. Weiß ich nicht, ob Philipp da großartig mit äh, was zu tun hat. Ich Aber, wollte eigentlich schon die ganze Zeit fragen, wann kommt Total Record bei dir? <laughs> ich meinte ja, so vorhin gerade bei, bei, bei Robocop, bei Robocop gerade, weil es auch Paul Verhöfen war. Das war der, den ich vorhin meinte mit: Wir haben noch einen Film auf dem Plan, der ah, okay, genau, diese, in, diese, nicht, wer das genau hat. in diese Epoche knallt, weil Porsche das der gleiche, der gleiche Regisseur wie bei äh, Robocop und ähm, Starship Troopers ist, nämlich Paul Verhöfen. Und du findest es ja, auch immer besser, ne? Ich finde selbstverständlich das Original besser, weil das Original okay. halt genau diesen Charme hat, den man damals hatte. Das ist ein ultra-blutiger Film. Die Shootouts sind extrem blutig. Da werden Bloodpacks bis zum Ende benutzt und Leute platzen da geradezu. Wirklich ganz krasser Film. Die ganze Atmo, so eine Mischung aus, es ist irgendwie cheesy und trotzdem cool und Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, ja. So, ja, Lu, äh, Anne schreibt gerade. Ich, ich habe den mit Colin Farrell gesehen. Um den geht's gleich. Und ähm, das Lustige ist halt, das Lustige ist halt, dass es das ist wie bei Robocop. Das Original in dem Fall ist ein Klassiker, der irgendwie sicherlich cheesy ist, aber der gewalttechnisch absolut kompromisslos ist. Also die Shootout-Szenen und so weiter sind bis heute extrem blutig und sehr abgefahren und das Ganze ist halt natürlich sehr over-the-top. Ne? Sharon Stone irgendwie so als seine Ehefrau in Anführungsstrichen und so weiter. Vielleicht für diejenigen, die nicht ganz wissen, worum es in dem Film geht. In Total Recall geht es darum, dass Douglas Quaid, so heißt glaube ich, der Charakter, der von Schwarzenegger gespielt wird, eigentlich so ein relativ langweiliges Leben hat. Er arbeitet irgendwo als Bauarbeiter oder irgendwas. Und in der Zukunft gibt es aber Anbieter, die dir anbieten für einen gewissen Geldbetrag. Dass du nicht in den Urlaub fliegst irgendwo hin, sondern dass dir die Erinnerung an einen geilen Urlaub irgendwo auf dem Mars oder so implantiert wird. Und sprich, ne, dass quasi du dann diese Erinnerung implantiert kriegst und danach wieder zur Arbeit gehst, aber du weißt in deinem Geist dann, dass du gerade zwei Monate Urlaub auf dem Mars gemacht hast, so ungefähr. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Und äh, Douglas Quaid. Ich, ich glaube er heißt douglas kann das jemand mal googeln wie er heißt ich glaube er heißt er heißt aber quaid mit nachnamen da bin ich mir relativ sicher ähm, jedenfalls geht er zu dieser firma die ihm erinnerungen implantieren will weil er er sucht sich dann vorher was aus und sagt: Ja, ich würde gerne hier auf dem Mars irgendwie Urlaub machen und würde da gerne ein kleines Abenteuer erleben mit irgendeiner Frau und so ein kleiner Flirt und so. Und das sollen die ihm dann implantieren. Und dann kommt aber bei dem Implantationsprozess raus, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und dann stellt sich raus: Moment, irgendwer hat wohl vorher schon mit seinen Erinnerungen. Rumgefuckt und dann wird das Ganze plötzlich super blutig und Leute wollen ihn umbringen und er kriegt raus, dass seine Frau gar nicht seine Frau ist, sondern eine Agentin, die auf ihn angesetzt ist. Und dann muss er auf den Mars und muss da den Widerstand gegen die Erdregierung anführen und das ist halt super cheesy, aber großartig auf seine Art. Super blutig. Es gibt so die Bösen, die sind richtig böse und die Guten, die sind richtig gut. Und zwischendrin <laughs> ist halt richtig Schwarzenegger. Gut. Naja, so Schwarzenegger irgendwie so als der typische äh. Actionheld, der zu Anfang irgendwie nichts gebacken kriegt, aber trotzdem dann total stark ist und kämpfen kann und so weiter. Und das ist so ein klassischer Film aus Ende 80er, Anfang 90er, aus genau dieser Epoche. Genau wie Robocop und was wir vorhin alles hatten, so, ne? An Beispielen irgendwie so aus der Zeit. Den kannst du dir angucken, der ist irgendwie immer noch gut. Und dann kam man auf die brillante Idee, davon ein Remake zu produzieren, und zwar 2012. Also 22 Jahre später. Und in dem Remake spielen Colin Farrell und, ich glaube, wie heißt sie gleich? Kate Beckinsale, ne? Hier, ne? Kate Beckinsale mit. War nicht Len Wiseman mal mit Kate Beckinsale verheiratet? Träume ich das gerade? Warte mal. Wieder ein Off-Topic. Ich muss das kurz mal googeln. Der Mensch mit sechs Liter Blut Ach, im Körper guck hier 30 Scheidung, Liter. Scheidung von Len Wiseman ist offiziell. Ja, äh, Kate Beckinsale war mal mit oh. dem Regisseur von Total Recall verheiratet. So, du bist up mir, to date. Mir war doch so. So, ich habe überhaupt nichts gegen Kate Beckinsale als Celine in Underworld. Ne? Absolut mein Ding, aber die Total Recall. Verfilmung, die dann 2012 rauskam, hat zu Recht auch nur eine 6,2. Die ist halt doof. Die hat halt nichts von dem Original. Aber ein Fun-Fact dazu ist, dass dieses Reboot oder Remake oder wie auch immer, dass das tatsächlich näher an der Original-Story ist. War das auch Philipp K. Dick oder irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Der die ich Original. Ich kann mir äh, vorstellen, dass Philipp K. Dick war. ja. Kann also jedenfalls gewesen der sein. Autoren auf jeden Fall. Jedenfalls das Ding ist: In dem Original damals von äh, 1990 mit Schwarzenegger ist der Plot, dass Schwarzenegger auf den Mars fliegt, um da die, den Widerstand gegen die Erdregierung Philipp gegen die K. Marsregierung. Ja, habe ich mir gedacht. Und in der Originalstory von Philipp K. Dick spielt der Mars überhaupt keine Rolle. Da gibt es nämlich die Story auf der Erde und da gibt es irgendwie einen Aufzug, der einmal komplett durch die Erde führt und die Leute reisen dann zur Arbeit irgendwie durch diesen Aufzug und machen dann irgendwelche Dinge und der, der restliche Plot mit dieser implantierten Erinnerung ist aber relativ ähnlich. Also man muss dem Remake oder Reboot zumindest zugutehalten, dass äh, es näher an der Originalgeschichte ist als die... Paul Verhöfen-Verfilmung aus den 90ern. Aber in jeglicher anderer Hinsicht ist das Remake halt Mist. Die Action ist kacke. Blutlevel gibt es quasi gar nicht. Dieser cheesy, Charming-Faktor, der fe fehlt halt komplett. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer auf die Idee kam, diesen Film zu machen. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ganz, ganz furchtbar. Und da habe ich auch gedacht, sie machen jetzt ein zeitgemäßes Remake des Originals, aber nee. Sie haben die Story geändert, womit ich hätte leben können, wenn dann der Rest des Films wenigstens gut wäre. Aber ist er halt nicht. Warte mal, was hat denn das Original auf IMDb? Sieht man das hier? Was sagt denn IMDb dazu? Hast du irgendwas davon gesehen, Philipp? Irgendwie einen Teil, einen der Teil? Du hast beide gesehen, hast du gesagt. Ne? Wie gesagt, ich habe beide Filme gesehen, ja. Und was ähm, sagst du? Wie ist deine Einschätzung? Ja, also das Original finde ich auch besser, obwohl er ja bei mir das Original länger her ist. Also den hatte ich wirklich boah ja. vor Ewigkeiten gesehen gehabt. Ich habe halt die nur 7,5. Ähm, ja. Also die Vergleichbarkeit war bei mir nicht so krass wie bei dir wahrscheinlich. Ich ja, fand das Problem ist, dass du den daher vielleicht auch ja. gar nicht so kacke. Also ich fand, ich wusste, dass du den nennen wirst. Ich habe ihn auch nicht auf die Liste gepackt, weil ich mir dachte, du packst ihn ja. drauf. Ja. Ähm, aber ich fand den auch nicht so kacke. Also, ja. was hatte der? 6,9? Der andere hatte irgendwie 6, warte mal, was war's? Äh, 6,2. Das, mhm. das Original hat eine 7,5 auf IMDB. Ja, Und ja, ja, das, das passt Remake, wahrscheinlich auch, ja. das Remake hat eine 6,2. Ja, also für sich, für sich alleingestellt, ohne jetzt den Original zu ja, haben, ja. war der nicht super kacke. Der war schon für nicht. Sich so, allein der gestellt, hat mich jetzt nicht umgehauen ja. oder so. Also so von der von der Ästhetik her, von den Effekten und dem Setting. Kann ich dem Remake auch was abgewinnen? Aber wie gesagt, es war halt überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Und das, was das Original halt ausgemacht hat, fehlte für mich halt komplett. So, ne? Aber das ist, glaube ich, wieder das Ding, ne? Wenn man jetzt nur den neuen kennt und nicht den alten, dann sieht man das vielleicht genau andersrum. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Total Recall ist für mich vom Kultfaktor her auf der gleichen Ebene wie Aliens die Rückkehr, so weil das war einer der Filme, die ich damals auch wirklich rauf und runter geguckt habe. Robocop, Total Recall, Aliens die Rückkehr, das war so genau die Epoche, das in man der mal ich das da so VRS Filme und gesehen und, habe. Ja eben, das hat's irgendwann mal aufgenommen aus dem Fernsehen angesehen. und dir dann ständig irgendwie ja. angeguckt, weil das halt damals super krasse Filme waren Zeiten. Ja und dann wie gesagt, was mich am meisten gestört hat an dem Total Recall Reboot ist diese vollkommene Blutarmut. Die ballern da aufeinander und schießen und machen und tun, aber du siehst nicht einen fucking Tropfen Blut irgendwo, wo man denkt, Leute, wie geht denn das? Ihr schießt da aufeinander und sprengt euch mit irgendwelchen Granaten in die Luft, da muss doch irgendwas zu sehen sein, das geht doch nicht. Dieses dieses vollkommen klinisch runtergekillte auf null Blut, das verstehe ich auch ehrlich gesagt immer nicht, ne? Leute dürfen aus allen Rohren aufeinander schießen, das ist alles fein. Aber sobald du einen Tropfen Blut siehst, ist es nicht mehr fein. Und man denkt: Ja, was glaubt ihr denn, was? Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn Menschen aufeinander schießen? So, ne? Diese, diese Doppelmoral, dieser Bullshit immer im, im ja, Fernsehen. Ja. ja, ja. Das ist so, ah, das verstehe ich auch gar das nicht. Das trägt ja eigentlich zur Verharmlosung bei. Ja, eben. Das macht genau den gegenteiligen Effekt. Den du sonst hättest. Guck mal, irgendwie, da passiert ne? ja gar nichts. Ha. Da kommt ja. Schokolade natürlich, schreibt äh, Anne gerade. Ja, genau. So, die rote Schokolade. Aber wie gesagt, ne, so, ich hatte mit dem Film so ein Marmelade, bisschen das, 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 das Problem, der war mir zu, zu klinisch, der war mir zu glatt gebügelt. Mhm. Dem fehlte diese brutale Rohheit, die der Originalfilm hat, sozusagen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur den kennt den neuen und den alten nicht kennt, als Standalone ist der vielleicht gar nicht so kacke. Das kann schon sein, ja. Und ich mag Colin Farrell normalerweise, ich mag auch Kate Beckinsale, ich mag auch Jessica Biel, die da mitspielen in dem Film, also am Cast Cast liegt's jetzt nicht. Aber ich habe halt nicht das gekriegt, was ich erwartet habe, ne? Und das war dann natürlich doof. Ja. Total Recall von mir. Gut, Philipp. Dann äh, ja ähm, wäre der nächste mhm. Titel der wieder in diese Sparte fällt von wegen ich habe es ähm, hab das Original leider nicht gesehen aber oder ja, was ist leider ja. ich habe nicht gesehen aber das Remake ja. Und immer noch Animes, weil ich muss die Animes immer hier... Immer Anime. ich, ich mach die Animes damit zu Ende. So. <laughs> also für alle, die jetzt, die jetzt noch dabei sind, das wird jetzt der letzte Anime sein. Na <laughs> ähm, los. Fruits Basket heißt er. Boah, davon habe ich noch nie gehört. Warte. Ja, wundert mich nicht. Hab ich noch nie der gehört. Der ist nämlich... Der ist zwar sehr populär tatsächlich, aber innerhalb des Sub Subgenres äh, Romance. Und, ähm, ja, es ist, wie gesagt, Romance. Ja, ich schaue gerne Romance-Animes. Ich weiß auch nicht, weil ich dann irgendwann hat sich das so ergeben. Guck agiert. mal hier, Philipp, die DVD ist bei Amazon ab 548 Euro. Na, siehst du? Ich sag What ja. das ist ein Traum. Das ist ein Traum als, als Fan. Ja, ich ähm, sehe schon. Ich verschwinde genau, nochmal ganz kurz. Sprich gern, gern weiter, ich bin sofort wieder da. Sekunde. Ja, ähm. Genau, also das kurze Story. Es geht um ein Mädchen, was wie kann ich denn das am besten erklären? Was in so eine was einen Jungen kennenlernt? Ja, also auf schicksalshafte Art und Weise lernt ein Mädchen einen Jungen kennen. Und ähm, dieser Junge entpuppt sich als besonders, insofern, dass er ein Tierkreiszeichen-Tier ähm, darstellt, in das er sich verwandeln kann. Und zwar die Katze. Und äh, das ist, der Hintergrund ist, glaube ich, der gewesen, ähm, dass sie auf diesem Land dort wohnt. Also sie hat keine, sie, sie ist quasi mehr oder weniger obdachlos. <laughs> sie hat keine Familie, die sie aufnimmt und ähm, kampiert quasi in der Wildnis auf dem Grundstück von einer sehr wohlhabenden Familie, während sie ihr Schulleben weiterlebt. So, und dort kommt es halt zu einem Unglück. Jetzt, jetzt verrate ich es doch ein bisschen. Dort kommt es zu einem Unglück. Und ähm, durch diese Begegnung. Lernt sie halt äh, diese, diesen diesen Jungen kennen, aber mhm. gleichzeitig auch andere. Und ja, sie wird so in diese Familie reingezogen. Und diese Familie hat die Besonderheit, dass die Mitglieder, also es gibt da so bestimmte Abzweigungen und so, aber dieser Hauptbestandteil dieses Clans, Familie, ähm, haben alle den Fluch der Tierkreiszeichen. Das heißt, alle verwandeln sich in ein Tier, in dem Moment, wo sie von dem gegenüberliegenden Geschlecht umarmt werden. Das heißt, wenn sie jemanden von dem umarmt, verwandelt sich jetzt die Katze zum Beispiel in die Katze. Ja. Und das, das klingt jetzt erstmal sehr seltsam. Das stimmt. <laughs> ja. äh, ist es auch. Ah, ja, du ja ähm, ja. Ist aber unglaublich charmant und äh, sehr interessant. Also man, man möchte halt wissen, was, warum ist das so? Was passiert da? Wieso, wieso hm. verwandeln die sich denn in diese Tierkreiszeichen? Und ähm, zuerst hat sie halt auch diese Ambition, rauszufinden, wer in was, also so, so ein Ratespiel rauszumachen, wer ist welches Tierkreiszeichen? Kann man das irgendwie hm. von der Psychologie schlussfolgern und so? Sie macht da so ein Spielchen raus. Ähm, das Problem ist, ich sagte ja schon, es ist ein Fluch. Ne? Weil die Personen ja. müssen halt immer sehr aufpassen in, in ihrem realen Leben. Sie hat die Ratte gehäkelt. Ja, genau, die Ratte gibt es <laughs> nämlich auch. Ähm, das führt halt immer zum Problem im realen Leben. Zumal mhm. der. Ähm, welche, oh Gott, welches Tier war denn der? Vielleicht kann Anderes sagen, der, der Silberhaarige, der auch sehr im Zentrum steht. Ach ja, das war ja die Ratte. Genau, das war ja die Ratte. Ähm, der ist die Ratte und dieser Junge, der die Ratte ist, ist zum Beispiel unglaublich populär. Das ist so der, mhm. der Schönling der Schule der, auch, der auch in allen Fächern glänzt und so das ist ja in Japan immer so ne wenn du wenn du mhm. der Streber bist und überall Einzel hast dann bist du der Star und ja. er ist halt der Star der ist halt überall top und ähm, Yuki genau mhm. der ist halt die Ratte und das ist natürlich dann schwierig ne dass der Quasi nicht von anderen umarmt werden dürfen. Das gilt übrigens nicht für innerhalb der Familie. Also innerhalb der Familie können sie sich gegenseitig umarmt, ohne verwandelt Moment, zu werden. Immer, immer, wenn jemand den umarmt, ja, verwandelt Immer, er wenn sich. jemand vom anderen Geschlecht ihn umarmt. Genau. Okay, und Dann Moment, die Tierkreiszeichen sich diese das, sind Person. So, das sind so die japanischen. Die japanischen, Tierkreis, genau. Das sind die japanischen irgendwas, Ratte, Tierkreis, Hund, Katze, irgendwas, so in genau, die Richtung. Genau, genau, Ja, Han, ah, ja, okay. ja, das war, ich weiß nicht, was gibt's da noch alles? Ich glaube noch Fuchs oder so. Äh, Wildschwein mhm. gibt es auf jeden Fall noch. Chinesisch, ich kann jetzt auch gerade. Ja, mhm. die sind, sind, genau, die sind parallel dazu. Mhm. Ich kann mhm. die jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf. Und ähm, ja, es ist, entwickelt sich so eine schöne, ich sagte ja schon, Romance. Da gibt es so eine, ne, da gibt es halt so mhm. Anwandlungen und so, auch so Dreieckskonstellationen und so. Und das ist sehr schön, <laughs> sehr schön inszeniert. Und ähm, in diesem Remake halt. Schön gezeichnet natürlich wieder. Mhm. Und hat ein tolles Pacing, die Serie. Ja, also wenn man. Das ist halt nicht, da ist jetzt keine super tiefe Geschichte drin, obwohl es ja schon so, so Themen gibt. Also die Charaktere, das macht es halt interessant, ne? Das ist mhm. ja immer so diese, dieser Punkt. Bei, bei auch bei, bei rom ne, obwohl bei RomCom Filmen vielleicht eher weniger. Aber bei Romance-Animes ja. und Mangas es ist es ja generell so, dass die von den Charakteren und den zwischenmenschlichen Beziehungen leben. Das ist ja, das steht ja auf, den, auf dem Genre quasi draufgeschrieben. Ja. Ähm, und deswegen müssen die natürlich interessant sein. Und ja. das ist dann halt auch sehr interessant, wie die, ähm, wie die, wie du siehst, wie tief die teilweise sind und auch widersprüchlich sein können und so. Also es ist hm. wirklich gut gemacht. Und ja. Hm wie gesagt, schöne Story. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil es hat auch ein sehr schönes Ende, <laughs> muss ich sagen. Ich, ich hatte gehofft, dass es so endet. Es gibt bei, bei so Serien generell ja immer so, so Fan Clubs, könnte man fast sagen. Also während die Serie ja. noch lief, war das vor allem so, oder ist es meistens so? Die dann sagen, mhm. ja hier, der und der kommt zusammen und das ist doch das, das Traumpaar. Das gibt es ja, glaube ich, auch in, in Realserien, oder? Shipping. Ich kenne es also bei Animes mhm. kenne ich das halt so in naja. der Form mhm. stärker. Mhm. Ähm... Ja, da, da, da fiebern die Fans halt mit, so, ne? Der ist halt ja. abgeschlossen. Also da weiß man, was passiert. Und ich finde, das hat ein sehr schönes Ende. Es macht alles Sinn, so wie es ist. So wie ich es erhofft habe, dass passiert, passiert es dann <laughs> auch. Auch auf natürlich dramatisch. Also ich habe das jetzt. Das heißt jetzt nicht, dass ich vorhergesehen habe, dass es so kommt. Also ja. so die, die Art und Weise, wie es kommt. Ich hatte nur gehofft, dass hm. es hm. zum Schluss so endet, wie es da endet. Ja. Ähm, aber sogar noch ein bisschen extra noch drauf. Also auch und ich, war wie ich, da. Ja nicht so Ich war ja vorhin gerade, ich war ja vorhin kurz AFK, warum hat man das jetzt geremaked oder rebooted oder so? Ähm, ich glaube, ja, da war es auch so, dass die, dass der Manga fertig war, also noch nicht fertig war damals mhm. und dann haben die ihren eigenen Sachen, ihre eigenen Sachen gemacht und das führte in eine ganz andere Richtung. Hm, als okay kann ich mir auch vorstellen, weil Ah, Anne schreibt gerade der, der Anime... Manga hat auch ein Remake gekriegt, ja okay ach sogar der Manga hat ein ah, ja. Remake gekriegt, das ist ja noch geiler. Ja, interessant ähm, weird also das, <laughs> nimmt halt eine krasse, das sind halt auch krasse Wendungen teilweise das, geht, ja, ja. das fängt so mit der einen Sache an aber endet dann also geht dann zwischendurch durch eine andere Sache und endet dann nochmal mal mit einer anderen mhm. ja also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man dann wenn man halt dass man sich das nicht selber ausspinnen kann, was dann auch so passiert, wenn man jetzt nicht unbedingt diese Vorlage hat. Ja, verstehe. Was ist denn Wakanim? Ist das auch so ein Anime-Dienst? Wakanim Wakan ist ein Wakanim? ehemaliger Streaming-Dienst, der jetzt aber ja. vor einer Weile aufgekauft wurde von war das Sony? Ah. Auf jeden Fall dieselben, die äh, letztendlich ah. auch Crunchyroll haben. Also es gehört ja zu Ach Crunchyroll. so, weil, weil, hier bei, weil hier bei wer streamt es noch steht. Äh, bei Crunchyroll mm, oder bei Da habe ich es auch gesehen. Da habe ah. ich es mir auch angesehen. Bei I see, I see, I see. Ja, Anime-Tipps. Da kann Phil immer <laughs> liefern. I see. Also wenn man, wie gesagt, kann... gesagt, wenn man auf Charaktere steht, ja. Charakterentwicklung, zwischenmenschliche Beziehungen, Probleme und so untereinander. Und Tiere. Dann unbedingte Empfehlung. Ja, die Tiere, mhm. ist halt so ein nettes Gimmick, aber es geht wirklich um die, um die Charaktere untereinander und es ist sehr schön, den zuzusehen. Mhm. Ich finde vor allem die, die vermeintliche Antagonistin finde ich so interessant. Weil das ja. so ein Arschlochcharakter ist, eigentlich. Und du denkst dir, warum? Und das ist so eine Hassliebe, die die zu Oh, das ist so gut. Ja, 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 das sieht man so selten. Das, das sind die guten, dieses, die guten Die behandelt Antagonisten. die wie scheiße, aber wird dann trotzdem von denen verehrt. Und später erfährt man, mhm. warum und, und wie die sich verändert und so. Das ist so ja, gut. Das sind die guten Antagonisten, ne? die mehr als eine ja. Dimension haben. Mhm. Da könnten wir auch mal ein Special zu machen. Die, die guten Die schlechtesten, äh, besten oder und schlechtesten oder. Bösewichte oder, oder Gegner oder sowas. Da könnte man äh, ja, schon. Menge, ich, weiß schon ich weiß schon, wer da kommt. weiß ich jetzt schon. Und zwar der aus Watchmen weiß <laughs> ja, nicht mehr, wie er heißt. Ich ja, der dieser komische Typ, der da in seinem Palast rumsteht und. Wie hieß er genau. Nicht, Ozi, nee, nicht Ozi, Ozymandias? Wie ja, doch, Ozymandias oder sowas. Ozymandias hieß der, glaube ich, ne? Mhm. Um, ja, ja, wie gesagt, also da könnte man auch mal ein Special machen. Nur zu sowas wie gut geschriebene Bösewichte und schlecht geschriebene Bösewichte. weil ich, der, da der, ist es, der Inbegriff eines Anti-Helden. Ja, das ist. Warte mal, da gab es zwei Begriffe. Es gab Anti-Held und das gab es äh, also das das, das noch zu den Bösewicht. Also es gab es noch, wenn ein Bösewicht ja. etwas Gutes tut, aber aus einer falschen Intention heraus. Ich weiß ja das nicht mehr genau, aber an, nee, ein Anti-Held hm. war es, glaube ich, nicht. Das war die, die nee, andere. Anti-Held ist Form. was anderes, ja. Ja, ja. Also so wie er es tut, ne? Er tut was ja, was ja. Schlechtes, ja, ja. was unglaublich ja, ja. Schlechtes, aber um das Gutes zu erreichen. Naja. Hm. Ja, so ein bisschen so der Mephisto-Komplex irgendwie mit diesem. Wie heißt es bei Faust? Irgendwie die, die Kraft, die stets das gute Wille doch das Böse tut oder andersrum? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie sowas in diese Richtung. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Worauf ähm, bezieht sich gerade die Frage? Ich habe keinen Plan, Mann. Von, auf, auf Watchmen? Also aus Osmandeus oder wie ist er? Aus Meandos? Ich kenne nicht Osimandias Ozy in Watchmen. Osimandias Irgendwie so. Der hat gerade gefragt, wie der Name nochmal war und ich weiß jetzt Lass nicht. Lass mich ähm, gucken. Wo. Hier, Osimandias. Ich habe es gerade offen. Das ist der, der Bösewicht in, in Watchmen. Osimandias kenne ich auch nur, weil das ja in Alien Covenant referenziert wird, wo sich die beiden Droiden da irgendwelchen Quatsch naja, entwickeln. Anti-Villain ist dann der Begriff dafür. Ja, ja. aber Anti-Villain ist es ja auch nicht. Er ist ja nicht der Anti-Schurke. Er ist ja schon der Nee, nee, Öse, ist er ja. Oder? Ja, aber es trifft genau, weil das war. Äh, er ist eigentlich ein Schurke. Aber. Ja. Wiederum auch nicht. Und. Äh, das, mm. Also, diese Definition eines anti ja. Also, sieht man. Einen anti sieht man sehr selten. Aber der ist einer. Ja, ja. Ist halt Meistens eine schwierige Helden. Das ist dann sowas wie Deadpool ja. oder so. Das sind Anti-Helden, klassische. Das ja, ist eine schwierige Definitionsfrage, ne? Wo man da die Linie ja, ja. zieht, sozusagen. Ja. Aber aus wie das ist das bei Watchmen. Genau. So, jetzt aber mal wieder was Positives. Und zwar wieder Gaming. Und zwar ein Reboot im Gaming-Bereich, was mich sehr begeistert hat und was ich auch gern gespielt habe. Oh, lass mich raten. Darf ich raten? Rate. Du. Doom 2016, indeed. Yes. <laughs> Doom 2016. Uh, Doom Eternal finde ich noch eine Ecke geiler, aber ist warte Reboot können... oder Remake? Ja, nee, aber ich meine von der Mechaniker finde ich es besser. Aber oh. wir bleiben ja, ja, ja. mal bei. Es ist, es ist, es ist es macht Wir, bleiben, besser, mal, ne? aber es ist wir halt... bleiben mal hier und genau. schauen uns vielleicht mal irgendwie hier, was weiß ich was, irgendein Let's Play äh, Stückchen an hier von dem guten Gronk, der hier. In Doom 2016 durch die Gegend läuft. Ich mache mal kurz Stopp, um mal kurz zu so zeigen, was ist denn überhaupt dieses Doom, von dem wir immer alle reden. Doom ist eine der legendärsten Spielereien überhaupt für den PC, definitiv. Hier. Doom erschien 94, lass mich lügen, 1994, würde ich behaupten. 1994, Doom, erster Teil. Ist quasi der Nachfolger von Wolfenstein 3D, was wir vorhin hatten, diesem Spiel, wo man auf Nazis schießt und irgendwelche Dinge tun muss. Und war damals großartigst technisch einfach ein absoluter Meilenstein. Es gab sowas vorher nicht. Also, sprich, ein Spiel, wo du dich durch eine wirklich real aussehende 3D-Umgebung bewegt das? Was machen die denn hier? In Anführungsstrichen real aussehend. Ja, na, für die damalige Zeit real <laughs> aussehend, sagen ja, wir ja. so. Deswegen. Na, und ähm, die erste Episode von Doom wurde damals als Shareware veröffentlicht. Falls noch irgendjemand weiß, was Shareware war, da konntest du quasi die Gibt es das nicht immer noch? Shareware? Nee, ich glaube nicht. Also Shareware war sowas wie Du konntest die erste Episode mehr oder minder auf einem Magazin oder irgendwo kaufen und durftest die dann aber auch an deine Freunde und sowas irgendwie weitergeben und so. Und das war so ein bisschen so, die ja, Vermarktung. Halt von von Idee. Softwareprodukten, ne? Also jetzt auf Chip oder so, wenn man da jetzt irgendeine Software hat, dann ist es auch oft Shareware. Aber darfst du die dann wirklich weitergeben, offiziell? Ja, das ist halt das Interessante. Ich habe das auch immer anders interpretiert. Dass Shareware ja. immer so ein ähm, ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Freeware ja. jetzt ist. Also, dass du, du hast einen kostenlosen Anteil und du hast einen Bezahlanteil. Ja. ja. Aber ich habe das nie so verstanden, dass man die kostenlos teilen kann. Das hat mich also auch immer hier, äh, verwundert, aber ich weiß, es steht ja. überall da. Da steht überall Shareware. Also, hier steht üblicherweise, ist es bei Shareware erlaubt, die Software in unveränderter Form beliebig zu kopieren oder zu verteilen. Deswegen ja Share. Form. Genau, Na, das, das ist, das, ist ja das, ja die das, das, Idee. das, was ich meine. Dieser Testzeitraum. Ja, genau. Das ist es nämlich. Du hast häufig dann sowas wie, ja, yeah, hier äh, WinRAR oder Winzip. Hier, ne? 30 Tage kaufen genau, sich die Vollversion genau. so ungefähr. Nur der ja. Punkt war halt, du musstest es meistens nicht kaufen. Sondern es ging auch trotzdem. Aber jedenfalls Trialware. war das, jedenfalls war das damals ein Marketing, eine Marketingstrategie, dass man Doom, das Original Doom hatte, glaube ich, drei Episoden mit jeweils, weiß ich nicht, zehn Levels oder so. Und die erste Episode, die hat man damals auf Magazinen kaufen können, bevor Doom dann, auch wieder so ein Klassiker, warte, bevor Doom dann für gefühlt 25 Jahre auf dem Index <laughs> stand, also literally, literally oh, ja. 25 Jahre, nee, 17 waren es nur, okay. So, aber nach 17 Jahren darf Doom wieder öffentlich verkauft werden. Also sprich 94, nee, 93 steht hier kam Doom raus und erst 2000 ne Moment wann kam es wieder raus warte 2011 Na, 2016 oder nicht nee 2011 nee nee äh, nee dass die dass die Indizierung der Original Ach so, des ah, Originals ja. aufgehoben wurde meine ich war erst 2011 also erst 2011 durfte man ein Spiel von 1993 in Deutschland wieder offiziell verkaufen so und ja man muss schon sagen, für die damalige Zeit war das vom Darstellungsgrad der Gewalt schon krass. Wenn du so einen Imp umgeballert hast, dann spritzte da Blut und dann fiel der um und so. Heute lacht man natürlich darüber, ne klar, aber man darf halt nicht vergessen, das war 1993. Das war halt wirklich graue Vorzeit und spielen die das wirklich mit Tastatur hier in diesem Gameplay? So sieht so aus. Als ob sie wirklich die Originalversion spielen. Da gab es zum Beispiel noch kein WASD, also keine. Controls wie wir heute haben mit Mauslook und WASD Steuerung, sondern du hast halt wirklich mit den Pfeiltasten dich bewegt. Es gab Auch kein Strafing? Schlimm, es gab kein Strafe, also doch Strafe gab es, aber das funktionierte nicht wirklich. Ja. ja, ja, gab es schon, aber war halt super unpraktisch, weil du keine Maus benutzen konntest und erst später dann in irgendwelchen Ports wurde dann die heute bekannte Maussteuerung hinzugefügt, aber das Original war wirklich mit den Pfeiltasten sich zu bewegen und zu schießen. Deswegen sieht das ja auch so ein bisschen hakelig aus, was die äh, Herren und Damen von der GameStar hier machen, weil die es offenbar in der Originalkonfiguration spielen. Und das war aber nichtsdestotrotz damals ein Meilenstein. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung bestätigen, ich fand Doom damals unfassbar großartig. Das war technisch eine absolute Bombe, die Atmo. Monster, die plötzlich irgendwo spawnen, irgendwelche dunklen Levelpassagen und so. Das gab es halt vorher nicht, ne? Das muss man immer in die Zeit einordnen. So, und dann kam irgendwann später Doom 2, ich glaube, gleich ein Jahr später oder sowas, kam gleich Doom 2, das war relativ fix. Das sah noch genauso aus. Und irgendwann dann später kam Doom 3. Das war aber dann irgendwann später im Sinne von, lass mich lügen, 2008 oder so. Ähm, warte mal kurz, ich google das mal. Und Doom 3 hatte dann, ich glaube, 2008 oder noch früher, 2004. Okay. Hm, da war ich spät dran. 2004, da kann ich mich noch erinnern, da hatte ich damals noch eine Grafikkarte, auf der das nicht wirklich gut lief. Da musste ich die Details maximal runterstellen, um es überhaupt spielen zu können. Aber das war dann ein ganz anderes Level. Das sah dann richtig, richtig, richtig krass aus, ne? mit der Beleuchtung und so auch. Mega, mega krass damals. Und das war immer noch kein Vergleich zu dem, was dann 2016 erscheinen sollte. Aber im Prinzip nach Doom 3, ich lasse hier mal Gameplay laufen, was beleuchtungstechnisch und so einfach ein absoluter Knaller war, nach Doom 3 passierte Doom technisch erstmal nicht allzu viel. Es kam Doom 3, dann gab es noch diverse Add-ons und irgendwelchen Kram, aber dann passierte erstmal nicht so viel. Und dann irgendwann kam Doom 2016. Und das war dann die große Offenbarung gewissermaßen, denn das war sozusagen ein Reboot, ein Neustart des gesamten Franchises und das war technisch einfach auf einem völlig anderen Level. Das sah unfassbar gut aus. die Action war mega gut. Die, das Level Design war super verwinkelt. Extrem großartig. Und da hatte, und das war das Lustige daran, als sie das angekündigt haben mit Software, hat auch, glaube ich, kaum irgendjemand dran geglaubt, dass das so ein Knaller werden würde, das Spiel. Weil wir ja gelernt haben, die meisten Reboots oder Remakes sind ja leider Kacke. Und das war hier mal die rühmliche Ausnahme. Wo man wirklich mal gesehen Aber. hat. Das war. Bei Videospielen weniger, oder? würde ich sagen. Ja, aber Videospielen vielleicht nicht so unbedingt. Aber bei Filmen und Serien weißt du meistens, na, äh, es ist meistens scheiße. Und hier haben auch ganz viele Leute im Vorfeld gezweifelt, dass It Software ein zeitgemäßes Doom Reboot hinkriegen würde. Und dann haben sie gesagt: Holt mal Bier. Guckt euch das mal an hier. <laughs> ne? Großartiges, großartiges, großartiges Spiel geworden. Wirklich großartiges Spiel geworden. Und da merkst du halt, dass das Leute entwickelt haben, die. Für die Originalmarke einfach brennen und die großartig finden. Und äh, im Prinzip ist das tatsächlich eigentlich eher ein Remake, wenn man so will, denn du kämpfst am Ende auch gegen das Spider Mastermind, also gegen den Endgegner der dritten äh, Campaign im Original Doom und so weiter. Aber gleichzeitig haben sie so viel Neues hinzugefügt, dass es natürlich eher eine Art Reboot ist, wenn man so will, ne? Und allein technisch und vom Blutlevel mit der Kettensegel konntest du jetzt Leute irgendwie killen und irgendwelche Sachen in wirklich super blutigen Animationen und alles Mögliche. Das war schon, das war schon echt fett. Allerdings brauchte man auch einen halbwegs fitten Rechner dafür. Das war schon das Ding. Und das mal so als Beispiel für: Du kannst eine 20 Jahre alte Spielemarke durchaus rebooten, ohne dass es irgendwie peinlich wird oder irgendwie doof wird und kannst einen Meilenstein erschaffen. Und Doom 2016 ist in der Tat ein Meilenstein des Genres gewesen, muss man so sagen. Ja? Und danach kam dann Doom Eternal. Doom Eternal ist mein Lieblingsteil aus dem Franchise, aber das hat halt einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz. Doom Eternal ist kein Reboot oder irgendwas gewesen, sondern im Prinzip die, die Weiterführung von diesem Teil hier. Spielt sich aber auch ganz anders. Das hier ist wirklich eher noch so lineare Level mit Gegnern, die irgendwo spawnen und so weiter. Und war halt sehr, sehr, sehr nah dran an diesem Original. Aber technisch allein und vor allem die Grafik ist nett. Aber was Doom 2016 einfach zu einem absoluten Kultspiel macht, ist der Soundtrack. Der Soundtrack ah, ist ja. einfach die absolute Bombe. Ja, Mick Gordon hat da einfach Die mal Metal abgeliefert, so, darf man nicht vergessen. Ja, Mick Gordon hat einfach da derartig abgeliefert und wenn ihr mir nicht glaubt, dann hört euch mal BFG Division auf YouTube an von Mick Gordon. Das ist ein Track aus dem Soundtrack ja, von ja. Doom und ich meine Sag mir sofort was. Noch mehr Metal geht eigentlich nicht und es ist einfach so großartig. Ja, also das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Das ist technisch absolut überragend. Gameplaymäßig cool, die Spielzeit geht in Ordnung, das Action-Level stimmt, das Gunplay ist super, die Musik ist der absolute Hammer. Selbst die Story ist cool. <laughs> da haben sie nämlich so ein paar. Naja, Doom war jetzt ja nicht wirklich ja. bekannt für eine wahnsinnige Story. Aber, Aber ja, stimmt. Das ist interessant, ne? Mit diesen. Sie haben halt, genau, mit dieser, äh. mit dieser Argent Energy, die sie aus der Hölle irgendwie abzapfen, mehr oder ja. minder, und dann hast du so Antagonisten und irgendwelche anderen Leute. Und dann haben sie so ein paar kleine Easter Eggs eingebaut, dass du immer mal wieder durch die Gegend läufst und dann hörst du so eine Stimme mit, ja, wenn sie Fragen haben, dann melden sie sich doch bei Jessica aus der HR-Abteilung und so. Und das zieht sich so als so kleiner roter Faden durch, dass das Spiel sich immer wieder auch so selbst ironisch so ein bisschen auf die Schippe nimmt und das ist wirklich ganz großes Kino, also klar, wenn man jetzt mit Shooter nichts anfangen kann, wird einem das keinen Spaß machen, das ist schon klar nee, aber das, wenn man ja. so wie ich so wie ich mit Doom aufgewachsen ist, dann ist das hier einfach ein absolut zeitgemäßes Remake beziehungsweise Reboot da kann ich echt nichts anderes zu sagen großartig ja, du hast es auch gespielt, nehme ich an Phil, ne? Ja, klar ja, 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 Aber halt viel später, ne? Ich hatte ja nicht 2016 gespielt. <laughs> ich habe es erst, ich hab's auch erst später gespielt, weil ich keinen Rechner hatte. Oder so? Ja, ich habe es auch, glaube ich, erst sogar 2019, glaube ich, würde ich behaupten. Oder? Gleich auch 2019, ja. Weil ich keinen Rechner also hatte, auf dem das lief und habe dann irgendwann das dann nachgeholt. Ja. Und wie gesagt, technisch absolut fett, muss man sagen. Und was die da aus der Engine rausholen, ist einfach beeindruckend. Ja, und wie gesagt, die Musik, ne? Also die Musik. Rip and tear oder BFG Division oder hier The Only Thing They Fear is You. Das war, glaube ich, auch aus dem ersten Teil. ne? <laughs> äh, Fantastisch. Ich also weiß es gerade nicht, ob das aus dem war. Ja, ich aber weiß es gerade nicht, ob es aus Eternal ist oder aus dem. Aber der Soundtrack: Mick Gordon hat da einfach ein Brett nach dem anderen abgeliefert. Das ist unfassbar. Und das trägt so unglaublich viel zu dieser kampf bei. Ja, ja. Gronk, der Gronk gurkt jetzt hier gerade so ein bisschen hilflos durch die Gegend. Aber normalerweise ja, ja. rennst du halt in Highspeed durch diese Arenen. Überall explodiert irgendwelcher Scheiß. Und dazu hast du halt irgendwelche, irgendwelche Metal-Riffs um dich rum. Rum und na das ist halt wirklich sehr, sehr großartig. Er macht jetzt hier eher so ein Let's Play, wo er sich alles anguckt, aber es gibt dann so diese Combat Areas, wo dann halt Gegner spawnen und das ist einfach wirklich wow. Also knaller. So habe ich das ja. aber auch gemacht. Alles angucken. Ja, na klar, Weil natürlich. Da, du guckst es gibt ja. halt auch Easter Eggs, ne? An ja, klar. An einer Stelle gibt es, glaube ich, so ein skyrim äh, Genau, so da skyrim liegt so, 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 so Helm. ein, so ein Dragonborn-Helm rum irgendwie. In so einer und es gibt und es gibt vor allem in den Levels auch versteckte Hebel, mit denen du dann so alte Wolfenstein-Levels äh, freischalten kannst und so. Also genau, es lohnt sich schon, genau. sich umzugucken. Ne? Aber wie gesagt, eigentlich lebt das Spiel ja, ja von diesen nicht Echt, Wolfenstein Doom-Level waren es doch oder? Äh, ja, alte Doom-Level, stimmt, stimmt nicht Wolfenstein Doom. Ja. Haben sie auch von Wolfenstein aber, kopiert, ja. Ja, aber eigentlich, eigentlich nee. lebt es, es lebt eigentlich hier von diesen Action-Bubbles, ne, wo du halt dann in welchen Levels bist. Und hier sind wir gerade noch relativ am Anfang des Spiels, ja. glaube ich, ja, so Level 2. direkt. Ja, da passiert halt nicht so viel. Wir können ja mal ein bisschen weiterspringen hier. Ähm, und irgendwann später hast du halt ganze, ganze Arenen, wo irgendwie 20, 30 Gegner rumlaufen und du musst die alle mit unterschiedlichen Waffen bekämpfen und alles Mögliche. Also, das ist wirklich ein stressiges Spiel, wo deine Skills wirklich getestet werden. Und das hat Ed Software dann mit Doom Eternal nochmal auf 11 gedreht, sozusagen. Dieses, dieses Gunplay, wenn man so will. Na? und äh, das ist ja jetzt guckt er sich irgendwelche Sachen an, was ist denn das? Gronk schieß auf Sachen. Warte mal, jetzt macht er hier gerade so ein so ein Gornest auf. Jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Das Spawn und die dann Story Gegner. Erweitert. Ja, da fährt man ja, Ich nicht, mehr ja. über den Doomguy und so. Dass das wirklich ist das wirklich der Doomguy ist und dass es da irgendwelche Engel gibt und irgendwelchen Kram und so, ne? ja. Also sie haben die Lore ein bisschen erweitert und äh, aber wie gesagt, wenn man so auf Action spiele abfährt, kommst du da glaube ich nicht wirklich dran vorbei. Aber man braucht halt schon einen gewissen Skill, ne? Mit WASD und Maus sollte man schon umgehen können, sonst sieht man hier ja, nicht vor wirklich allem Land, der das ist, ist nicht ohne. Ja, vor allem es ist auch kein leichtes Spiel, selbst auf den mittleren Schwierigkeitsgraden ist es ganz schön knackig, also wenn man da jetzt nicht schon Veteran ja. ist, dann <laughs> sollte man erstmal mit Easy anfangen, sonst kriegt man die relativ schnell aufs Maul. Das ist ganz schön hart äh, teilweise, aber das muss halt so, muss das halt auch sein, ne? Das ist halt genau dieser Oldschool Ansatz, den sie da auch fahren wollten und ja, ich kann da relativ wenig dran rummeckern. Das ist äh, perfektes Reboot im Grunde einer Serie hat alles, was man sich davon erträumt und ja, Knaller. So muss das sein. In dem Zusammenhang bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob jetzt tatsächlich irgendwann mal das äh, System Shock Reboot ja. Remake irgendwie ja, erscheint. Ich auch. Ich habe das System ja, Shock nicht gespielt. Ja, ich für mich ich, der ja. Einstieg ich habe die alten beiden Teile gespielt damals, aber seit Ewigkeiten ist das ja angekündigt, aber. Ja, ja. I don't know, ja, ob es jemals erscheinen noch. wird. Coming soon. Mhm. Mhm. Ja, schauen wir mal. Das könnte auch nochmal spannend werden. Das ist auch so ein Klassiker aus Mitte der 90er Jahre. Hier, 94, Mitte 90er Jahre. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie es da schaffen, die Atmo einzufangen, die das Original hatte. Schauen wir mal. Gut, so, ja, aber. Dumm. Ich wäre dann äh, soweit durch für den Moment. Äh, dann ja. darf noch nochmal. Warte mal. Das Witzige ist, der wird sogar. Also auf, auf Wiki steht ja unter System Shock 2022 Videogame. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr rauskommt. Also Sind wir optimistisch? Schauen wir mal. Ja. ja. <laughs> Nächstes Jahr ist dann. Das du, so eine Sekunde nach 0 Uhr. Wikipedia-Editor rennt dahin. 23. Zack, 23, genau. <laughs> das ist Schauen gross, wir mal, wenn jemand gestorben ist. Ja, egal. <laughs> äh, äh, ja, nee, also ich, ja. ich bin eigentlich mit meiner Hauptliste jetzt schon durch. Ähm, bam, bam, bam. Hast du da noch irgendwas? So ja, ich hätte jetzt so Honorable Mentions, die. Ja. Ich nicht gespielt habe, aber ich weiß, dass ja. es die gibt ja. und ich weiß und, und ich glaube, dass die auch gut ankamen. Also ich habe da Positives drüber gehört. Was kommt jetzt? Da Final hätte ich Fantasy 2 Remake oder was kommt jetzt? Hä? Final Fantasy 7 Remake oder was kommt jetzt? Nee. Ja, das hätte ich eigentlich, okay. aber das habe ich auch nicht <laughs> gespielt. Ähm, mhm. Hätte ich aber, da habe ich wenigstens das Original gespielt. Ja, ähm, Na, sag mal an, sag mal an. Das ist übrigens ein Reboot. Ne? Äh, Achso, so ein Reboot, okay, ah, okay. Nee, ja also ich bin ja nicht die, drin die ich Final Fantasy bin ich, bin ich komplett raus ja. <laughs> die die ich habe sind Demon Souls da gab es ja letztes Jahr glaube ah, ich für die PS5 gab es die Neuauflage ne genau ja. da habe ich das Original gespielt damals für die PS3 Ja. und ja da gibt es halt dieses PS5 Remake und das soll ja eigentlich alles das soll gut genauso sein ne habe hab ich die auch ja bloß in besser also, Plus die haben auch Gut, Sachen ja. gepatcht, die, ähm, die damals dumm waren oder auch Erklärungen, zum Beispiel dieses World Tendency System. Das ja. war total seltsam. Wenn man damals kein Internet hatte, du hättest ja. überhaupt nie verstanden, wie das funktioniert. Also, ich, ja, ja. ich das war ja, bei mir ja. auch so. Ich, ich wollte halt nicht im Internet gucken und ich habe überhaupt nicht kapiert, hä? Was? Wie? Also, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Das ja, ist, ich habe festgestellt, dass das dann... Und ja, es war sehr seltsam. Ist, und ich, diverse ein Video, wo sie und das so das gegeneinander halten irgendwie. Zur Quality das das. of Life-Geschichten haben sie halt da so reingepackt. Mhm. Haben es halt modernisiert, ne? Mit den Sachen, die sie an den späteren Souls teilen. Also für, ähm, diejenigen, für diejenigen, die gerade nicht wissen, worum es geht, das ist sozusagen das erste Spiel, was From Software in diesem Stil gemacht hat. From Software genau. sind die, die Dark Souls und auch Elden Ring gemacht haben. Und deswegen, wenn man das jetzt hier so sieht, würde man es erstmal auch für Elden Ring halten können, weil es sehr. Sehr ähnliche Spielmechaniken hat. Na, wir haben links unten dieses Item-Menü und Dinge und Sachen, und da gab es jetzt als einen der Launch-Titel für die PS5 ein Remake, das sehen wir jetzt hier rechts, was natürlich grafisch einfach deutlich krasser aussah, aber oh ja, das richtig soll, aus. soll wohl spielmechanisch auf dem gleichen Level sein, mit ein paar Verbesserungen, so wie ich das gehört habe. Und gäbe ja. es PS5s zu kaufen, würde ich eine kaufen <laughs> und würde es spielen, aber es gibt ja keine. Naja. Und ich habe festgestellt, ich bin ja ein Trendsetter, weil ich das damals auf PS3 gespielt habe. Als Stimmt, der ich bin erste erst Teil des souls Szenen, Szenen, erst der, erst der dann souls ganz viel Luft Ja, ich bin erst mit Dark Souls Ja, ja in Kontakt eben. Gekommen. Viele, viele sind mhm. mit Dark Souls und dem Demons ja. Souls ist halt, ja. Das war aber auch weil so, weil Demons Demons souls ja ja war so, weil Demons Souls ja so ein bisschen unter dem Radar flog und Dark Souls dann erst den ja. Hype souls so lange geschürt hat. Witzigerweise hat ja. das damals auch Platin-Bewertungen und so, also richtig Top-Bewertungen bekommen, ne? Aber es ja, war trotzdem ja. so nischig irgendwie oder so anders dass mhm. das noch nicht so in den Mainstream angekommen ist. Ja, ja klar. Naja. Das war halt auch mal was, was ein bisschen anderes. ne? Also nicht so ein ich... lineares, irgendwie du klickst dich durch, sondern ein Spiel, was auch vom Spieler oh, kacke extrem viel verlangt. <laughs> ich sag ja, wenn man es nebeneinander hält. <laughs> ja, ja, ich sag ja, wenn man es nebeneinander hält, dann stellst du fest, wie bescheiden ja, das, das einz... damals aussah. <laughs> das, ist das Einzige, was, äh, woran ich mich noch erinnern kann, was ich damals schon angekotzt hat, sage ich. Naja, angekotzt nicht, aber was ich schon sehr komisch fand, ist, dass es sich immer so angefühlt hat, als so würde er wie Papier fallen. Also wenn man irgendwo runtergefallen ist, dann yeah. ist er mehr so untergeglitten. Ja, irgendwie ja. So Papier, wie gesagt das fallen, das, das fallen war immer irgendwie so ein bisschen zu langsam. Ja, und in, in Demon's Tools war das noch ja, mal langsamer. Also ja, das ja. war irgendwie seltsam, sehr seltsam. Ja. ja. Ähm, also hier wird jetzt gerade so ein bisschen die Grafik verglichen, nur in dem Video, ne? Äh, mhm. ja. Ich hätte es ich damals tatsächlich auch gar nicht gezockt, ich habe es geschenkt bekommen. Weil mir gesagt ah, wurde, hier, ja, guck mal, das ist ein Top-Spiel, habe ich das geschenkt bekommen. Und ja. dann habe ich es mir angeschaut und dachte, boah, wie geil ist das denn? Naja. Ja, ja. Ich <laughs> glaube, wir ähm, haben damals, ich glaube, wir haben damals schon vor Ewigkeiten auch mal drüber gesprochen, dass das irgendwie so der erste Teil war davon. Ja, war er ja auch. Als ich, als ich gerade mal so mit, mit Dark Souls mal Kontakt hatte und hieß es, ja, aber hier Demon Souls ist eigentlich der, der Vorgänger und genau. Aber ja, klar, damals war das konsolenexklusiv, ne? waren PS3-Titel. Genau, ähm, genau, reines PS3-Ding. Gab's halt nicht für andere Systeme, daher habe ich da nie ja. Kontakt mit gehabt, bis dann irgendwann Dark Souls 1 mal für den. Ich glaube, Demon's Souls gibt's bis heute nicht als PC-Version, oder? Ähm, da fragst du mich so viel, weiß ich nicht. Ich glaube nicht jedenfalls ich mir vorstellen, dass es das nicht gibt. Dark Souls gibt. wurde dann irgendwann portiert, das war so mäßig gut. Und dann gab es irgendwann mal die Dark Souls-Remastered Version, und da bin ich dann eingestiegen. Und jetzt, wie gesagt, für die PS5 in zeitgemäßer Grafik mit irgendwie schicker Beleuchtung und so, gibt es jetzt äh, Demon Souls. Als Remake. Aber da ich mit Elden Ring ja noch gar nicht durch bin, kommt das eh nicht in Frage. Ja, genau. Das Lootkäppchen. Moment, habe ich schon gespendet. <laughs> Hast du schon gespendet, <laughs> hab ich Philipp? Das will ich ja stark hoffen. Ich bin in einem anderen Browser drin, damit ich das hier Hallo? unterscheiden kann. Ich kann nicht spenden. Aber Tanja hat schon gespendet, oder? Tanja hat schon. Tanja hat ihre Pflicht schon getan. I'm doing my ja, part. Mit dem Emulator. Naja. Naja gut. Also, achso, man könnte Demons Holz. <laughs> achso, emulieren, ja gut, aber das ist nicht das, was ja. ich meinte. Also es gibt nee, keinen offiziellen nee. PC-Release, ne? Ja, ja ich, ich glaube genau. nicht. Mhm. aber ich, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut ich bringe mir jetzt ja, nochmal ja, gleich ja. meinen anderen Titel hinterher weil das ja, ja. relativ ja. schnell abgearbeitet ist, das wäre Black Mesa ah, also das ja. ha Half-Life 1 ja. Remake habe ich auch Stand nur Alone. Positives mhm. gehört das ja, habe äh, ich auch noch nicht das gespielt ich auch mal bisher aber, ja. ja, ich wollte es auch mal spielen Black Mesa voll Game Walk Tour, wir machen mal offen wir machen mal auf. Also Half-Life also 1 vielleicht auch kurz Maßstäbe ne? gesetzt, was, genau. was so. Wann, wann kam die das? Net 96, 96? 97? Wann kam Half-Life so 1? Dreh. Ich, da, du, du weißt, du kannst dich da besser an. Sag sagen. mir das doch. Sag mir I das non. doch mal, Philipp. Warte mal. Äh, Half-Life, wann kam Half-Life? Half-Life kam 98 Irgendwann in den 90ern. Hier. hier steht 98. Ja, ja. Ende, ah, ja. Ende 90er, so Pi mal Daumen. Hm? Das war ein Shooter damals, der durch seine Art, die Welt aufzubauen und die Geschichte zu erzählen, relativ Ja, auch Genau, diese Geschichte hat. vor allem zu erzählen, ne? Dass ja, da so ja. diese Dialoge so, und alles. Du hast so environmental Sto storytelling gehabt. Du hast halt gesehen, in der Welt passiert irgendwas und daraus kannst du Schlüsse ziehen, konntest mit Personen dich unterhalten und so. Und das war damals relativ neu. Ja, diese Art von Inszenierung einer Geschichte, das gab es damals nicht. Und da gab es dann äh, warte mal, ist Black Mesa ein komplettes Remake? Ja. Ah ja, okay. Genau. Und Black Mesa ist eigentlich eine Forschungseinrichtung. Ich glaub mit einem Black Mesa war eigentlich eine Forschungseinrichtung, ne? Wo hat Gordon ja. Freeman da gearbeitet? War das das, wo er gearbeitet hat? Ich weiß es ähm, boah, nicht. das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass man mit einem Zug angekommen ist. <laughs> ja, und aber es kann los. sein, dass aber ob man da gearbeitet hat. Oh, ich glaube, er hat bei Black Mesa gearbeitet, ne? Das wird auch in Portal auch referenziert, wo Glados da den Song singt mit hier Maybe Black Mesa. Ist schon zu lange her für mich. Ja, ja. Aber jedenfalls ist jetzt vor einer Weile ein. Ist das nicht eigentlich ein Fanprojekt auch gewesen ursprünglich? Ich glaube ja. Ursprünglich war das ja, glaube ne? ich, oder ist es immer noch? Also, es ja, ist da haben sich Fans dann rangesetzt und gesagt, wir, genau, es ist nicht von Valve offiziell, ne? Es ist eigentlich von Fans gemacht oder so. Und da haben sich Fans dann rangesetzt und mit einer zeitgemäßen Grafik-Engine. Ich weiß nicht, ob es Unreal ist, aber Phil sagte, es wäre die Unreal Engine. Ich hab so eine Erinnerung, dass es das Unreal war. Aber vielleicht habe ich das jetzt auch mit System Shock und so verwechselt. Es mag sein, es so das weiß ich gerade nicht. Genau. Und Setting haben dann. jedenfalls das Spiel sozusagen nachgebaut. Und das Ganze sieht jetzt natürlich deutlich besser aus als im Original. Ne? 98 war halt wirklich noch so blockige Figuren und keine fette Beleuchtung und so. An sich würde genau. sich ja die Source Engine anbieten. ne? Aber die ist ja mittlerweile auch nicht mehr so aktuell. Ja, die ist auch nicht mehr so aktuell. Obwohl die auch gut ne? aussieht, also, finde ich. Ja, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Erzähl du mal was, ich google mal, worauf Black Mesa läuft. Äh, Black Mesa, <laughs> keine Ahnung. Ja, äh, Tschüssi es ist, ich Source. Es, ist die Source das Engine. es. ist die Source Engine übrigens. Es ist die Source Engine. Es das, ist es die, ist die neue? Engine. Also ist es die aus CSGO? Wahrscheinlich. Ich nehme es an. Das kann ich Ich glaube, nehme nicht es auch an, sagen. weil die. Aber ich fand selbst damals Counter-Strike Source, sah schon. Für dich sieht immer noch gut aus. Ich könnte immer noch Counter-Strike Source spielen. Guck, und dir, und guck, dir das guck dir das originale Half-Life mit ein paar Mods an. Ja. Das sieht bis heute gut ja, aus. Ja, also, lernt das auch. Mhm. Ja, ich, ist ja, ist ja Half-Life 2 auch die, also die, mhm. von der ich rede, die mit Counter-Strike Source. Ja, ja, das, das meine ich ja. Das hm, sieht immer noch 2. gut aus. Warte mal, hier steht: äh, du musst das Source SDK 2007 installiert haben, aber ansonsten ist es Source Engine offenbar. Ja. Also, die Source Engine war damals das Grafikgerüst, auf dem Half-Life 2 lief, mit einem sehr coolen Physikmodell, guter Beleuchtung, Wassereffekten und so weiter. Und das haben sie halt einfach das Originalspiel von 98 dann adaptiert auf diese neue Engine, die einfach um vieles besser aussieht als das Original. Um es kurz zusammenzufassen. So, jetzt Philipp wieder. Ja, nö, mehr muss ich da gar nicht zu, <laughs> Was das Hast, du, 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 hast ges, du hast es gespielt, nehme ich an, ja? Ja, ja, den ersten, ich habe ja. beide gespielt, ja. Also, Warte ja. mal. Ja, ich hatte aber Black Mesa ich immer damals, mal so... damals, als das rauskam, da war ich noch ein bisschen zu jung für, aber ja. später ja. halt nachgeholt, ein paar Jahre später. Ja. Ja. Ich hatte es immer so auf dem Plan, aber es ist bisher, an, also Black Mesa ist an mir vorbeigegangen und ich hatte ja neulich schon mich geoutet, dass ich nie das originale Half-Life gespielt habe, weil das damals ja, irgendwie an mir vorbeiging. Ja, What? guck mal, 98, 98. Ich habe 97, ich habe 97 Abi gemacht und hatte dann 98 andere Probleme, nämlich Wehrdienst und so Kleinigkeiten. Ja, 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 äh, da ja, bin ja. ich schlichtweg zu nichts gekommen. Da war ich kaum ja, zu Hause ja. und naja, wie das so ist. Und dann ist das irgendwie an mir vorbeigegangen und ich bin dann erst Anfang der 2000er, hatte ich dann wieder einen PC, mit dem einige Dinge gingen und dann war der Half-Life-Hype so ein bisschen weg. So, deswegen ist der erste Teil an mir vorbeigegangen. 2004 dann den. Ja. 2004 dann den Tafel ähm, F2 und Vampire Bloodlines. Das habe ich natürlich mitgenommen, aber die paar Jahre davor, da war nicht viel los. Genau. Ja, ja ne, ich hatte es ja wie gesagt auch nachgeholt, weil es halt so bekannt mhm. war. Und mein Onkel hatte das halt oft gespielt und da habe ich das bei ihm halt immer so gesehen gehabt. Ja. Ja. Also ich habe über die Schulter geguckt und äh, dachte so, wow, das sieht ja cool aus und so. Und irgendwann ein paar mm -hmm. Jahre später, als ich dann meinen eigenen mm -hmm. PC und so hatte, habe ich es mir dann äh, zugelegt und danach ja. geholt. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich weiß nur noch, ich hatte, also das hatte, mm -hmm. die, die Bilder, die ich gesehen habe, die haben mich sogar geprägt, ziemlich in der Jugend, was so, ähm, ja. ich habe da so, so gerne Sachen von gezeichnet. Also so diese ganzen ja. äh, Facehacker-artigen, die Headcrabs heißt es ja, glaube ich. Ähm, Mhm. diese Viecher vor allem, die so von der Decke hingen, die dann mit ihrer Zunge. So Tentakel Viecher, so, ja, ja, ja. Ja, ja, die dann, wenn da so jemand reinläuft, quasi hochziehen und den essen. Das habe ich gerne so damals äh, in Zeichnungen gezeichnet, wie dann so Menschen eingefangen werden und so. so Natürlich. hast gedudelt. Ja, sowas fand ich cool. Das hat mich tatsächlich geprägt. Das fand ich kreativ. Das, ja. Äh, ja. ja. Habe ich dann so und übernommen. Half Life, das war so damit. War damals dann auch einer dieser Kandidaten, die dann geschnitten wurden für die Kacke. deutsche, für die deutsche Veröffentlichung. Ja, diese Xen, Xen Levels, die wurden ja auch immer stark kritisiert. Diese Alien Levels äh, ja, zum Ende hin. Ja. Das sind halt die letzten das war Teile irgendwie Kacke, so. das fand irgendwie keiner geil. Und äh, hier, wie gesagt, auch Half-Life damals schon 98 war ein Beispiel, wo halt, ähm, Moment, das ist Half-Life Source, das meine ich gar nicht. Das ist das das Original? Jedenfalls wurde hier auch geschnitten. Da gibt es halt auch diverse Funktionen, dass dann Bluteffekte und solche Sachen da rausgeschnitten wurden und irgendwelche Dinge nicht mehr funktionieren. Splatter-Effekte, wenn du mit Granaten oder irgendwas Leute zermatscht, dann passierte da in der deutschen Version nichts. Die fielen einfach nur um oder setzten sich hin, wie bei Counter-Strike, setzten sich hin und schütteln ja, den Kopf oder irgendwie sowas. Darüber haben wir auch mal, mal geredet. Ja, also ja, mein bei Half-Life ist es mir damals, ich, ich, ich glaube, ich hatte dann sogar die unzensierte, weil bei mir ist das passiert. Ja, da habe ich drauf Wert gelegt wahrscheinlich. Ähm, mm, mm. Ja, wir hatten da schon mal drüber geredet und da ja. hatte äh, nenne ich es jetzt auch wieder to, to Rock. Ja. Ähm, to Rock 2, Seeds of Evil. Ähm, da hatte mein Vater für den N64 die US-Version und ich hatte die, die, die EU-Version. Naja, ich ja. weiß gar nicht, ob er die US-Version hatte, er hat es damals gesagt, aber äh, Konnte man die US-Version? Ja, doch. Das war ja nicht mehr so wie mit, mit SRDS und so. Ich glaube, man konnte, da gab es ja keine NTSC-Version oder so direkt, ne? Also, man konnte mm, ja, mm. die Spiele hier auch spielen. Und, es gab ähm, noch keine Länder, Ländercodes. Ja, ne? Das gab es noch nicht, glaube ich. Genau. Mm. Ja, jetzt jetzt hätte ich gesagt, ja, es könnte ja auch einfach die österreichische Version also sein, weil die haben ja dann auch meistens alles in Deutsch bloß umgeschnitten. Egal. Aber das war damals, glaube ich, äh, noch nicht so, ne? 98? Ja, es kann sein, also, dass es damals noch nicht so war. Mm. Jedenfalls hatte er sich halt umgeschnitten, ich hatte sie so geschnitten und ich habe es halt überhaupt nicht verstanden, dass ich die geschnitten hatte. Erst ja. als ich die bei ihm gesehen habe, und wie unglaublich viel cooler das auf einmal ist. Weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich in, in meiner Person wow. mit einer Schrotflinte durch so ein Dinoartiges Vieh oder auf den raufschieße, auf die Brust, dann ist der tot ja. umgekippt. Ja. Bei ihm hatte der ein Loch. In der Brust ja, ja, und die Rippen ja, ja. Haben, da, haben da quasi rausgeguckt und da ja, ist Blut noch runtergetropft in dieser Höhle, die da entstanden ist. Das war so blutig. Und äh, auch ganz besonders diese, wie heißt sie, Partikelbeschleuniger. Die Partikelbeschleuniger. Turok jetzt meinst du, oder was? In Turok jetzt oder wo? Was nochmal? In Turok jetzt oder in Half-Life? Ja, ja, in Turok. Genau, in Turok, Turok 2. Ja. Ja, ja, ja. Genau, Turok hm. 2. Hm. Da gab es diesen Partikelbeschleuniger, das war so Endgame-Waffe. Mm. Hast da aufgeladen, hast geschossen, ähm, dann ist alles in der deutschen Version Neopo verschwunden. Ja doch, mm. in der deutschen, genau. Ja, mm. in der deutschen Version. Wir haben ja schon mal drüber geredet. In der deutschen Version, geht äh, es schießt und dann in so einem Areal wurden die Gegner getroffen und dann verschwinden die einfach. Die, die lösen sich so <laughs> genau. in so einen lila Nebel auf. Achso, ja, das ist auch das ganz so ist. wichtig. Ich hatte auch Blut manchmal aber das Blut war so, das war nicht wirklich Blut, das war so blaue, blaue Farbspritzer. Das ist ja erst wie, wenn man so ein Energiefeld mhm. trifft und dann so eine Resonanz entsteht. So, ah, so ja. Bläuliche Blitze. Ich habe es immer ja, als so eine Art Schild ja. gesehen. Mhm. Egal. Äh, ja, und in der US-Version äh, wurden die versteinert, die Gegner, mhm. und nach zwei oder drei Sekunden sind sie dann in tausend Teile explodiert mit ganz viel Blut und mhm. so. Ja. Natürlich. Das ja, das waren so die. Das waren so die alten Zeiten, wo die deutschen geschnittenen Versionen dann teilweise. In Soldier of Fortune 2 kann ich mich noch erinnern. Ja, das Soldier war of ein Fortune Ultra ist, ja. brutales ja, das, Spiel. Das, das, da auch, das habe ich uns auch immer, wenn wir darüber sprechen. Ja, aber weil das auch so eine geile Schnitthistorie ja so Schnitt hat. Soldier of ja Fortune, ja, der erste war auch krass. Aber der zweite, da kann ich mich erinnern, da haben sie nicht nur gesagt, wir äh, entfernen die äh, Bluteffekte sondern sie haben, lass mich lügen, die menschlichen Gegner durch Roboter ersetzt. Lass, ja, mich, ja, lass mich gucken. Hier ja, ja ich glaube das hier war's. hier. Menschen wurden durch Cyborgs ersetzt und dann hattest du plötzlich kein Blut mehr, sondern es stieben nur Funken, wenn du Leute umballerst. Und das haben das die halt so im fucking kompletten Spiel gemacht. Ne? Also hier links, normalerweise schießt du dem ins Gesicht und dann kannst du dem stückweise den Schädel wegschießen und das sah wirklich... Extrem krass aus im Original, also ernsthaft. Du konntest den punktuell Arme und Beine abschießen und das war wirklich krass. Und in der deutschen Version war einfach nur Funken sprühen und dann fallen die um. Man konnte auch das Gedärme rausschießen. So. Also im ersten ja, Mal konnte man die auf den wirklich kommen, kam also dann kommt raus. Je nachdem, wo du den hingeschossen hast, haben sie auch unterschiedliche Verletzungen gehabt und so, und das war halt wirklich, also man sieht das hier schon, ne? Es ah, halt war schon Derbe. So. Ne? Aber es war schon wieder so comichaft, dass man es eigentlich nicht mehr ernst nehmen konnte. Aber nur so als Beispiel, ne? Da hat man halt in der deutschen Version gesagt, ja, nee, äh, das machen wir mal anders. Da machen wir mal alle zu Maschinen. Und dann ist das plötzlich okay auf Maschinen. Na ah, na gut, egal. So, ich schweife ab. Aber das nur zum ja, Thema halt Geschn geschnittene Version hier. und so. Ja. <laughs> so in die Richtung. Die ja, Black Mesa. Black Mesa. So. Und genau. das war's. Mehr habe mehr hab ich jetzt nicht auf meiner Liste. Vielleicht habe ich was übersehen, aber. Ja. Irgendwann muss ich mir das auch nochmal. Das ist ja auch gar nicht teuer, kostet nur 15 Euro. Ja, ich werde es mir auch zulegen. Ich denke, du hast es. Nee. Ich, ich so, das Black Mesa nicht gespielt? Ach so, du hast das Original. Nee, half Ich habe das Original nicht gespielt. Das originale Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Mhm. I see, ja. Ja. Also wie ja, sonst gesagt, das hätte ich ne? ja nicht damals, ich habe da erzählt, dass ich das gezeichnet habe und so, da war ich ja noch Schüler und so. Ich, jetzt, du, du ja, es auch ich meine, sowas. Ich meine, hätte ja sein können, dass du dir jetzt äh, Black Mesa schon nee, gekrallt nee. hast irgendwann. Ach so, I see. Ja. Aber auch hier gilt wieder, ne, wenn man jetzt mit Shooter nichts anfangen kann, wird einen das nicht begeistern. Das ist schon richtig. Ne? Klar, wenn man jetzt nur Solitär spielt, dann wird man mit Black Mesa jetzt nicht viel anfangen können. Das ist schon richtig. Aber allein, um das mal nachzuerleben, sozusagen eins der wegweisenden Spiele aus dem Genre, lohnt sich das vielleicht schon. Ja, wir müssen, wie gesagt, jetzt auch gar nicht irgendwie noch großartig hier das auswalzen bis in alle Ewigkeit. Ich hätte noch ein äh, Filmbeispiel, über das ich mich gerne austauschen würde, auch gerne mit dem Chat, wenn, ähm, wenn möglich. Und zwar ein Remake. Ja, im Prinzip ein Remake, was gerade vor einigen Jahren in die Kinos kam und zwei Teile mit sich gebracht hat. Und äh, ein. Einen, ähm, einen Film remaked hat, der früher als TV-Version sozusagen im Fernsehen lief und ich. Nee, nicht King <laughs> Kong, du weißt, dass ich mit Monsterfilmen nicht viel anfangen kann. Ja. Ähm, sondern Stephen Kings S, was in zwei Verfilmungen ah. in die Kinos kam. Und das. Ist das ja, es ist, es ist ein Remake im Prinzip, der. <laughs> Daniel macht gerade das Smile-GIF hier. Ähm, ist ein Remake der Fassung von 1990. Da sind wir wieder in dem Zeitraum von Total Recall, Robocop und Konsorten. Was ich damals wirklich sehr, sehr spooky fand, muss ich sagen. Die Originalfassung damals fand ich mit Tim Curry als, als, als Pennywise oh. schon sehr, sehr, sehr gruselig. Zumindest der erste Part. Den zweiten Part mit den Erwachsenen fand ich damals schon kacke. Und das hat sich nicht geändert im Remake. Es kam jetzt ja vor ein paar Jahren und ich nehme mal an, der ein oder andere aus dem Chat wird es auch gesehen haben, 2017 kam ein Remake des ersten Parts der TV-Verfilmung raus. Die TV-Verfilmung war auch, war auch ein Zweiteiler. Und im Prinzip hat man den ersten Teil der TV-Verfilmung als neuen Film umgesetzt und danach den zweiten Teil der TV-Verfilmung als Film umgesetzt. Und da muss ich ja auch sagen, den ersten Teil von S, also 2017, den fand ich okay. Der war in Ordnung. Das war eine zeitgemäße Neuauflage des älteren Teils. Der war an einigen Stellen angenehm, gritty, also wo gleich zu Anfang irgendwie der Clown da... Georgie irgendwie auffrisst und ihm den Arm abreißt und irgendwelche Sachen macht, das war, das war okay. Das kann man so machen und Bill Skarsgård als, als Clown ist okay. Aber gleichzeitig merkt man natürlich auch, ja, das ist halt ein Roman, den King in den, weiß ich nicht, wahrscheinlich 70ern geschrieben hat, keine Ahnung. Äh, warte mal. It, Stephen King, von wann kam, wann war mit das? Mit S nie was anfangen, ne? Also mit 86 sogar, oh, okay. Film. 86 länger äh, äh, es ist jünger als ich erwartet habe also äh, Stephen King hat 86 den Roman geschrieben dazu und das ist so ein typischer ich habe den Roman damals gelesen ich habe das Buch irgendwie rumstehen hier noch zu Hause das ist auch so ein typisches Stephen King Buch so große Teile davon sind einfach irgendwie Backstory und viel Rumgelaber aber der eigentliche Plot ist gut inszeniert und im Buch gibt es tatsächlich auch ein paar Szenen, die dann in der Originalverfilmung gar nicht drin waren, auch ein paar ziemlich böse Szenen. Ähm, ja, finde ich, war okay. Ne? So, aber man merkte halt auch, ja, das war halt viel, dieses Stephen King-Ding mit irgendwie Coming-of-Age-Story und ja, ob man es jetzt mag oder nicht, I don't know. Und dann haben sie das quasi neu umgesetzt mit diversen Schauspielern. Und im ersten Teil geht es ja darum, dass Kinder in Derry, also in, in, in der Stadt, wo die Stephen King Stories da häufig spielen, dass äh, die Kinder in der Stadt sozusagen mitbekommen, es gibt da irgendein kinderfressendes Vieh und sich dem da mehr oder minder entgegenstellen. Und der erste Teil funktioniert, finde ich, gut. Ist jetzt kein, aus, aus meiner Sicht kein herausragender Film. Funktioniert gut, aber ich glaube auch nur deswegen, weil du emotional mit den Kindern irgendwie mit... Fieberst und weil du das Gefühl hast, Kinder sind einem solchen Monster eigentlich nicht gewachsen und die müssen schon sehr viel Teamwork und sehr viel Glück haben, da mit heiler Haut irgendwie rauszukommen oder so. Und wie gesagt, den ersten Teil, da muss ich sagen, ja, der war in Ordnung. Habe ich damals im Kino auch gesehen, als er rauskam. Der war okay. Der zweite Teil indes, der dann rauskam, warte mal, wo finde ich den? S, Kapitel 2. Fand ich, war dann für mich ein ziemlicher Totalausfall. Hat mich überhaupt nicht mehr abgeholt. Insofern ist es ein originalgetreues Remake des Originals, denn auch Teil 2 der TV-Umsetzung war meh. Da hat man nämlich gemerkt, dass, weswegen der erste Part funktioniert hat, du fieberst mit den Kindern mit, die Kinder müssen sich mit einem außerweltlichen Monster beschäftigen, das funktioniert halt nicht mehr, wenn du plötzlich Erwachsene da hast. Und dann merkte man auch, und es gibt auch großartige Videos dazu, wo sich Film-YouTuber darüber aufregen, wie dumm und schlecht inszeniert der zweite Teil stellenweise ist. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit, ich glaube, ich war mit Taya im Kino bei Teil 2 und äh, Taya war zwischendurch irgendwie kurz mal auf dem Klo oder so und sie kam dann wieder und fragte, was ist denn passiert? Da meinte ich, ja, eine weitere generische CGI-Monster-Sequenz. Und daraus besteht der zweite Teil von S. Du hast nacheinander aneinandergereihte Spooky-Sequenzen, die komplett aus dem Computer kommen. Komplett. Es gibt quasi, ich glaube, es gibt überhaupt gar keine praktischen Effekte mehr in dem Teil. Es ist alles nur computeranimiert. Es wirkt alles vollkommen absurd, es ist überhaupt nicht gruselig. Es gibt Szenen, wo der Charakter von, ist es James McAvoy, ich weiß oder Nebel Hader, glaube ich, der Charakter am helllichten Tag in einem Park von einer Figur da verfolgt wird oder so. Das ist, das ist fast schon lächerlich grotesk. Das ist überhaupt nicht spannend. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in den Regisseur gefahren ist, Teil 2 so zu inszenieren. Und da hätte man eine schöne Gelegenheit gehabt, den Original-TV-Film, der für 1990er Verhältnisse wirklich angenehm creepy war, vernünftig zu übersetzen, hat man halt aber nicht. Und ich finde, hier ist mal so ein Beispiel, wo sie sich von der Charakterkonstellation und von dem ganzen Quatsch zu sehr am Original orientiert haben. Hier hätte man aus meiner Sicht die Möglichkeit nutzen müssen gewissermaßen, ein paar Sachen zu modernisieren, auch ein paar Charakter-Tropes irgendwie ein bisschen umzubiegen, um das in einen für die heutige Zeit vernünftig guckbaren Film zu, zu machen oder äh, umzuwandeln. Und gleichzeitig kommt noch dazu, schon der erste Teil ging zweieinhalb Stunden, der zweite Teil geht zwei Stunden und 49 Minuten, ist deutlich zu lang, deutlich zu lang, man hätte den rein handlungstechnisch locker auf zwei Stunden runterkürzen können und hätte nichts verloren. Und ich weiß nicht, verstehe ich auch nicht. Die Sachen wurden dann zwar relativ gut aufgenommen, aber der zweite hat auch nur noch eine 6,5 IMDb. Der erste hatte noch eine 7,3. Ja, und ja, trotzdem wurden beide Teile halt viel abgefeiert und Leute fanden das toll. Aber ganz ehrlich, storymäßig, filmisch. Spannungskurvenmäßig von den Scare-Sequenzen her war der zweite Teil ganz besonders eigentlich nix. Das hat sich gar nicht, gar nicht gelohnt. Und Philipp, du meintest, du hast gar nichts gesehen davon, weder das Original noch die Remix. Ja. Also naja, nee, ich habe das Original gesehen. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich den zu Ende geguckt habe, aber ich konnte nie da was mit anfangen und auch die Remix. Also das, was ich da ja. an ja. Trailer und so gesehen habe, das holt mich überhaupt nicht ab. Das, ich denke mir, ja. hä. Das sieht doch voll ja. lame aus. Ja. Ich weiß nicht, also ja, ich, vielleicht liegt es einfach an Pennywise <laughs> als, als Figur an sich. Ich finde den überhaupt nicht. Ja. Ja, ja also. Naja, sagen wir ja, so, also ja. Ist sicherlich ja, generell. Ich weiß, mit Spinner ja. und so, aber. Ja, gut, das kommt nee, ja erst ganz zum Schluss mit der, mit der. Ja, Stelle. ja, ja. Es holt mich nicht eigentlich, ab. Eigentlich, das Bedrohliche soll ja eigentlich sein, dass er eigentlich eine positiv konnotierte Figur ist, ein Clown. Ne? Es gibt natürlich ja, viele Leute, die mögen Clown nicht, nicht. Da fängt es ja schon mal an. Clowns, Clowns sollen ja eigentlich was Fröhliches sein und eigentlich erscheint er ja den Leuten immer als das, was sie da irgendwie erwarten oder so. Ne? Das ist ja eigentlich so die Idee. Ja, ja genau. Aber er manifestiert aber der sich ja schon halt als Clown gruselig aus. Und, und genau. shady. manifestiert sich als Clown. Aber ich kann mich noch erinnern, in der Originalfassung, da gab es halt so eine Szene, wo eines der Kinder irgendwie in einem Duschraum war in der Schule und dann plötzlich bewegten sich all die Duschen und aus dem Gully unten kam dann irgendwie Pennywise raus und hat mit ihm irgendwie kommuniziert und das war schon, das war schon scary, das war schon weird, gerade weil der halt wie ein Clown aussieht, aber du weißt, das ist halt so ein kinderfressendes Monster. Und klar, ich war auch jünger, als ich das gesehen habe, ne, dass mich das dann da mehr emotional mitgenommen hat und ja und umso mehr fällt einem jetzt auf, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn du da Erwachsene reinstellst äh, und gegen so ein Monster antreten lässt und dann versuchst, das genauso emotional zu inszenieren wie mit Kindern. Das, das funktioniert gar nicht. So ne und sehr schade eigentlich, dass man das nicht irgendwie umsetzt. Und es ja, gibt man ja auch ein kann Kapitel jetzt Kapitel 3, ne, habe ich gesehen. Tatsächlich von S. Stand da nicht Irgendein? irgendwas von S. Kapitel 3? Was? Das mag sein. Warte mal. Kommt eine weitere Fortsetzung? Also vielleicht kommt es jetzt demnächst erst noch. Ja, warte mal. Ich weiß allerdings nicht, was da noch kommen soll, weil sie haben ihn am Ende von Teil 2 ja eigentlich gekillt. Warte kurz. Uh, Kleinstadt Derry, bla, Blub und so weiter. Was bisher geschah? Steht es um eine Fortsetzung? Keine Ahnung, aber es gibt, ja. es gibt halt keine Literaturvorlage. Also eigentlich endet das mit dem mm, okay. Ende. Ja, in das dem... hat mich nämlich auch gewundert, weil ich auch dachte, der zweite ist der letzte. Ja. Also, ohne. Also, so, ich, dem, hoffe, dass es, am Rand ich hoffe, hat. dass es keinen Teil 3 gibt, weil das wird einfach ein lauwarmer Aufkuss werden. Das braucht man sich dann, glaube ich, gar nicht mehr angucken. Man muss ja so eine IP auch nicht bis zu Tode melken, weil ich meine. Doch. Naja. Ja, offenbar schon. <laughs> keine offenbar Ahnung, schon, aber. Ja. Aber wie gesagt, ne, das ist ja gut, bei Stephen King-Verfilmungen ist es generell immer ein bisschen das Problem. Die Sachen funktionieren als Roman immer ziemlich gut, weil King da halt unglaublich viel Backstory und unglaublich viel Scheiß reinpackt. Und im Film kannst du das natürlich immer nur anreißen. Ne? Du kannst nicht irgendwie 50 Seiten Backstory in so einen Film packen. Das kriegst du nicht vermittelt. Und deswegen musst du dich halt irgendwie immer konzentrieren auf ein paar auf ein paar Elemente und ja also wie gesagt speziell Teil 2 hat mich extrem enttäuscht der war ultra vorhersehbar du wusstest ganz genau aha Person 1 geht jetzt da in diesen dunklen Raum jetzt wird folgendes passieren CGI Monster springt aus dem Dunkeln und macht irgendwas und genau <laughs> das passiert dann auch und das wurde halt fünf sechs 10 mal wiederholt in dem Film und das war einfach nur nervt super das ja, <laughs> ja, aber wenn du wenn du das kannst dann merkst du doch, dass die da nach Schema F ja, ja, vorgehen. Eben. Ja, das sage ich ja, ja? Dann auch jedes Mal. Aber und du merkt sagst, das, Jetzt kommt Anne, ein Jump äh, halt nicht so. Und dann ja. sag ich immer was, als dieses passieren wird. Und, und das, das war in dem ja? Film wirklich, das war in dem Film wirklich eins zu eins genau so. Du wusstest exakt, was passieren wird. Person geht da irgendwo hin und weißt du, jetzt kommt die nächste Scare-Sequenz, die überhaupt nicht scary sein wird, weil du siehst, dass es CGI ist. Es wirkt überhaupt nicht bedrohlich. Es ist einfach nur. Bäh. So, warte mal, was schreibt Tanja gerade? Seine Bücher sind immer besser als die Verfilmungen. Hatte bisher keinen Film gesehen, der gut umgesetzt war. Ja, muss ich, muss ich aber auch sagen, ja, Der King. Äh, Philipp, äh, äh? der Nebel. Also okay. Wir reden von einer ja, guten Umsetzung. Ich weiß nicht, ob der ja, Nebel eine ja, gute Umsetzung okay, ist, aber okay, es ist ein guter Nebel Film. Der Nebel von, wie hieß der Regisseur? Ähm, fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, eine gute Umsetzung ist er nicht, wenn man jetzt das Buch nimmt als Vorlage. Ja, ja. Frank Aber Darabont, genau. Ähm, ja, ist als Film in Ordnung. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Der Nebel war in Ordnung. Ja. Da kann man schon sagen, okay, der war in Ordnung. Die Serie dazu ist allerdings vollkommen oh, Schand, eine Kacke. Mart. Kennst du, Mic kennst Drop. du die? Kennst du die Serie? Nee, ich habe mir die Serie äh, nicht angesehen. Film? Die ist wirklich absolute angesehen. Scheiße, lohnt sich überhaupt nicht. Ist ja, absoluter ich, ich, Müll. Ich habe sie, hab sie gesehen, wie man hier sieht, bis zuletzt sogar. Und es ist einfach richtig kacke. Die Figuren sind super ätzend. Der Story wird überhaupt nichts hinzugefügt. Es ist einfach nur sinnloses Rumgedaller irgendwie. Hat auch Gründe, warum es nicht fortgesetzt wurde, weil sie es wieder eingestampft haben, weil sie gemerkt haben, dass es scheiße ist. Und da merkst du halt, du könntest so einen Stoff sehr, sehr gut in eine Serie umsetzen. Dann musst du dir aber Mühe geben, auch Drehbücher zu schreiben, die irgendwie halbwegs. Greifbar sind und nicht nur, nicht nur irgendwelche bescheuerten, religiös verstrahlten Scheißcharaktere schreiben, die du dann die Story vorantreiben lässt, was super ätzend war in der Serie. Und diesen Trope hasse ich ja wie die Pest. Also, wenn ihr bei einer Sache, bei meinen Geschichten Gift drauf nehmen könnt, dass das nie passieren wird, ich werde nie irgendwelche religiösen Fanatiker als Bösewichte nehmen. Nie. Ich hasse diesen Trope wie die Pest. Und das ist in der Nebel, in der Serie, exakt das, worum es geht. Natürlich hast du dann irgendwelche Leute, die jetzt meinen, ja, oh, Gott hat Folgendes vorgesehen und alle Leute folgen dieser Person ja, dann auch heresy. noch. Oh Gott, ist das Genau so Kotzen. sehen die aus. <laughs> Indeed, it's heresy. So, aber der Punkt ist, ne, furchtbar. Unglaublich beschissene Tropes, das Pacing ist kacke, die Figuren sind alle vollkommen unglaubwürdig. Ich weiß nicht, wer diese Serie verbrochen hat, das ist ganz furchtbar. Also beim Film würde ich auch sagen: ja, der ist guckbar. Obwohl man sagen muss, äh, die Story passt auf einen Bierdeckel, ne, weil du erfährst eigentlich nichts über die Story. Du erfährst, ja, es er gab Experimente, irgendwie Dinge, und jetzt ist plötzlich Nebel und jetzt überkreuzen sich die Dimensionen und jetzt gibt es plötzlich Monster. Und das ist der Plot. So, ne, und es ist aber trotzdem ein guckbarer Horrorfilm mit einem sehr bösen Ende. Und ähm ja, kann man machen. Ja, ist vielleicht die Ausnahme von der Regel, dass King-Verfilmungen generell sonst Scheiße sind, aber die aber, mag vielleicht ja, das, das einigermaßen ich halt, guckbar sein. Das ist interessant, weil also auch was, was Tanja gerade sagt, die sind maximal guckbar oder so. Ähm, Shining, Shining ist äh, ist doch eigentlich ja. die, äh, Dir ist, mehr ist dir als bekannt? Cooper. Ja, aber ist dir bekannt, dass Stephen King den Shining-Film hasst aus tiefstem Herzen? Er findet es überhaupt nicht seiner ja. Story entsprechend und äh, so weiter. Eben, ja, das, das und, meine ich ja eben. Die, die Umsetzung, dass es das eine mm, um, gute Umsetzung mm, ist, ja, das mm, weiß ich nicht. Ja. Aber, aber ja, Shining, Film. Shining, würde ich schon sagen, da hat es dann schon gute Arbeit geleistet. Ne? Eben. So und, und bei der Nebel, äh, die, ja. die Verurteilten finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, das finde ich generell. Aber Story da bin ich wahrscheinlich hier der Einzige. Das, äh, Green Mile nee, übrigens auch nicht. Ja, aber die Verurteilten, ist das nicht immer noch Number One IMDb? Warte mal. Möglich? Lass mich lügen. IMDb Top 250 Movies, die Verurteilten, 200, hier, Platz 1. Ja, siehst du, es ja. gibt, äh, ich wollte mal anmerken, es gibt vielleicht doch mehr Stephen King-Verfilmungen, die, King -Verfilmung, die ja, tatsächlich ja. gut sind, als man denkt. Das Interessante, also daran ist, ist so ein Film. das Interessante daran ist, dass die meisten dieser guten, oder nein, es ist ein bisschen, sagen wir mal so, es ist andersrum, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein Unterschied, ob eine Kurzgeschichte von King verfilmt wird oder ein Roman. Die Kurzgeschichten, Na, okay. wie der Nebel zum Beispiel, die lassen sich teilweise ganz gut umsetzen, da bringst du ein paar eigene Ideen ein machst das ganz geil. Aber die Romane werden meistens überhaupt nicht gut umgesetzt, weil das, glaube ich, auch echt schwer zu verfilmen ist. Und wenn du da den Fokus an der falschen Stelle setzt, dann, ja, dann funktioniert das halt nicht. So, ne? Aber ja, grundsätzlich, also ich habe früher viel King gelesen und so und ich habe kaum eine Verfilmung, also früher, als ich noch kleiner war, kaum eine Verfilmung damals gesehen, wo ich gedacht habe, boah, die ist jetzt irgendwie äh, dem Original ebenbürtig. Ja, was Tanja gerade schreibt, der dunkle Turm wurde auch verrissen. Zurecht. Ja, der dunkle Turm ist aber total für den Arsch, ja. Ja, zu Recht. Also, das habe ich und, auch gehört. Und Wie der gesagt, dunkle Green Turm Mai fand ich auch ganz gut. Der dunkle auch. Turm ist ja Stephen Kings E-Post, ne? Das ist ja Stephen Kings ja, ja, Herr eben, der Ringe, wenn eben. du so willst. Und deswegen ne? und, ist er ja so zerrissen worden. Dass die da so einen Kackfilm draus machen. Naja. Ich sehe gerade 1408, das ist auch von ihm. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Das ist aber auch nicht eine Short Story. Hm? Ah, siehst du ein Muster, ist, glaub ein Muster eine, ich, gibt sich. Ist, glaube ich, <laughs> eine Kurzgeschichte. Aber das ist ja wie mit Philipp K. Dick und so weiter, ne? Du hast ja, ja, eine stimmt. geile, ja, geile klar, Idee. Kurzgeschichten. Du hast eine geile Idee in einer Kurzgeschichte. Und äh, hier, Stephen Kings Kurzgeschichte 1408, ne? Das sind halt diese äh, Short Stories und so. Und äh, insofern ähm, der Punkt ist, wenn die Kurzgeschichten einen guten Aufhänger haben, wie bei der Nebel, ein Naturphänomen tritt auf, Nebel, Monster sind da drin, es gibt ein bisschen Backstory, machen einen spannenden Film daraus packt dann ein paar Leute rein, die überleben wollen und Dinge. So. Wenn du aber dann versuchst, so einen komplexen Roman wie, wie S und S hat im Original, lass mich lügen, 1000 Seiten oder so, das ist wirklich ein extrem äh, umfangreiches Buch, ja, ähm, wenn du dir das irgendwie anguckst, warte mal, wie viele Ausgaben hat die? Steht da alles Ausgabe? drin, ey? Eine Menge. Wie viele Kinder denn der? Äh, 1536 Seiten, just saying, ja, in der Printausgabe. Es ist halt fucking viel. Wobei man natürlich sagen kann, typisch King kannst du locker ein Drittel des Buches auch einfach ignorieren, weil es einfach Worldbuilding-Backplot ist, der im Grunde nicht zur Handlung beitritt, aber das beiträgt, aber das ist halt sein Stil, ne? Du hast ja bei King häufig die Sachen, dass du die ersten 50 Seiten gefühlt überspringen kannst, weil es einfach nur Hintergrundinfo ist, die Atmo aufbauen soll, die du aber für die Handlung nicht brauchst. Und boah, und dann versuchen Leute halt. 1500-Seitenbuch, was einfach richtig viel ist, ähm, irgendwie zu übersetzen in einen Zwei-Stunden-Film. Und das funktioniert natürlich nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Und wenn du dann auch noch den Schwerpunkt auf die falschen Elemente setzt, dann äh, verfehlst du natürlich die Atmo des Buchs. Und bei der dunkle Turm ist es ja noch krasser. Das sind ja sieben. Bücher oder wie viele? Keine Ahnung. Ich habe bis zu Band drei oder vier habe ich glaube ich gelesen und dann irgendwann mal abge mal, mal abgebrochen. <laughs> Eraser schreibt gerade King als Hörbuch, beste Einschlafhilfe ever. Ja, also wie gesagt, zumindest so die immer so die ersten 50 bis 100 Seiten eines Romans gefühlt sind wirklich immer nur Backplot irgendwie und da passiert überhaupt noch nichts handlungsrelevantes. Aber wie gesagt, das ist halt seine Art zu schreiben. Ne? Dadurch hängen seine Storys ja alle zusammen, alles eine Welt und so ist auch alles fein. Aber sowas dann natürlich, wo ganz viel auch im Kopf des Lesers passiert, durch kleine Andeutungen und so, in einen Film umzusetzen, ist eine super krasse Herausforderung, ne? muss man einfach sagen. Also insofern, äh, ich habe da schon Respekt vor, ein Drehbuch zu sowas zu schreiben, ne? klar. Aber wie gesagt, also einer meiner, wenn ich mal ein bisschen äh, fachsimpeln darf, ich glaube immer noch mein... Äh, Lieblingsroman von Stephen King ist Stark, The Dark Half, falls den jemand kennt. Großartig, das Buch ist fantastisch und das ist auch eine große Inspiration generell für mein, für mein Schreiben und so. Da geht es quasi hier drum, ne, dass der Haupt, die Hauptfigur Thad Bowman ein Pseudonym sich zulegt, der ist Schriftsteller, ne? und legt sich ein Pseudonym zu, nämlich George Stark. Und unter diesem Pseudonym, was natürlich auch eine kleine Reminiszenz an Stephen King ist, der ja auch unter dem Pseudonym Richard mm. Bachmann äh, geschrieben hat, ähm, dieser George Stark schreibt super blutrünstige, total gewalthaltige Bücher und ist super erfolgreich. Ne? Also unter seinem Pseudonym. Und dann irgendwann. Ähm, wird bekannt, dass das eigentlich Thad Bowman ist und er will dann sein alter Ego buchstäblich beerdigen. Und das macht er auch mit einer Zeremonie auf einem Friedhof und da wird darüber berichtet und bla, bla, bla dass er jetzt sein alter Ego beerdigt. So. Kurze Zeit später kriegt er dann irgendwie raus, ja, sterben jetzt irgendwie Leute und so und dann äh, latscht er irgendwann auf den Friedhof und stellt fest, dass aus dem Grab. Wo niemand drin liegt, sich offensichtlich jemand nach draußen gegraben hat und stellt dann fest, dass sein alter Ego irgendwie zum Leben erwacht ist. Und mit dem muss er sich dann battlen. Und die Sperlinge, die hier abgebildet sind auf dem Cover, die spielen auch eine Rolle, dass er immer wieder so Erinnerungen und Visionen hat. Und dann, lass mich lügen, war das nicht in Stark auch diese Geschichte mit. Dass er eigentlich einen Zwilling hatte im Mutterleib und den hat er irgendwie assimiliert und dadurch kommt so dieser zweite, dieser okay. zweite Persönlichkeit und also es ist halt schon echt abgefahren. Das Buch ist wirklich richtig gut. Der Film war meh, weil man im Film es halt wieder nicht hinkriegt diese diese Tiefe, diese diese Sprachgewalt sozusagen, ne, die King da aufbaut. Und das ist ein verhältnismäßig kurzes Buch mit 544 Seiten, aber das äh, in einem Film umzusetzen, ist halt super schwer. Ne, weil diese ganzen Kleinigkeiten, die du schreiben kannst, die so im, im Kopf des Lesers rumschwirren, das auf den Punkt zu bringen, ist schwierig. Ja, warte mal, was schreibt ähm, Tanja gerade? Pangborn? Ja, Alan Pangborn ist der Sheriff, glaube ich, in, der, in Derry. Eventually learns that Thad Bowman had an unborn twin brother, ja genau, who was absorbed into Thad in utero and later removed from his brain when he was a child. Ja, das ist so ein bisschen der Plot gewesen. Also trotzdem, wie gesagt, ein, ein wirklich grandioses Buch nach wie vor. Wirklich mein Favorite von, von King. Aber wie gesagt, das zu verfilmen ist, ne, das hat immer die Frage, muss man das jetzt mit Gewalt verfilmen? Ist das jetzt notwendig? Und hier würde ich sagen, bei solchen Sachen wie bei King würde sich eine Serie viel besser eignen, weil du einfach mehr Zeit hast du kannst halt in einer zehn Episoden langen Serie, wo jede Episode eine Stunde geht, halt einfach mal dreimal bis viermal so viel Story reinklatschen, als wenn du einen zwei Stunden Film machst. Aber dann müssen die Drehbücher halt auch gut sein. Ne? Das ist immer so ein bisschen die so ein bisschen die Problematik. Also wie gesagt, es gibt von Stark eine eine Verfilmung, die ist aber nicht die ist nicht stark. <laughs> so. <haha> so, die ist eher weak. Bottom Bonjour. Die ist nicht, die ist nicht äh, stark. Hast aber noch kein Bottom bild eingebaut? nee, muss ich, muss ich noch mal... Sarcastic-Clapping und sowas. Ja, stimmt, den Sarcastic-Dings habe ich noch nicht eingebaut, ja. Ich bin nicht von abgekommen neulich. Sarcastic-Slap muss ich noch mit einbauen. Hast du den genommen, den ich dir geschickt habe, oder hast du dir einen eigenen... Äh, nee, das Problem Zum war, dass der, den du geschickt hast, war kein GIF, sondern ein MP4. Und äh, da muss ich nochmal gucken, ob das mit, oh, mit MP4 Stream Elements, GIF. Mit Stream Elements funktioniert. Ja, Mann, du hast GIF, du hast mir ein GIF versprochen. Was kriege ich? Ein äh, MP4. Das ist nicht, das wurde nicht das, geliefert. was. ich das? Du hast, du hast wortwörtlich ah. geschrieben, hier das GIF. Ja, <laughs> und das okay, war kein ja. GIF. <laughs> war, glaube ich, nicht als, als GIF Ja, gemeint. Ich, bin, ich, bin, ich bin einfach von abgekommen. Ich konvertiere mir das demnächst mal und dann gibt es das. Sarcastic. Nevermind, genau. Dann gibt es das Sarcastic Slap GIF demnächst auch auf dem Plan. Ja, aber Stephen Kings It, da kamen wir eigentlich her. Es besonders, Kapitel 2, fand ich extrem, extrem nicht gut, sozusagen. Und man sieht das hier auch, selbst bei Amazon hat das nur vier Sterne. Ne? Also, und normalerweise <laughs> wird sowas ja hier in den Himmel gelobt. und das geht doch. Ja, und, ja, aber ich meine, was ich erstaunlich finde, ist, dass das nicht so viel schlechter ist als der erste Teil, ne, von der Bewertung her. Der erste hatte eine 7,3 und der zweite immer noch eine 6,5, aber man, also ganz objektiv, der zweite ist eindeutig der deutlich schlechtere Film von den beiden. Also, ohne Scheiß, ne, diese, diese bedrohliche Spannung und auch die Handlung an sich ist halt nicht gut. Ja, so auch das Figurendesign, die ganzen Schocksequenzen, das funktioniert überhaupt nicht. Aber offenbar mochten Leute den Film trotzdem. Das äh, mag wohl so sein. Okay, ja. Es äh, wäre jetzt der Beitrag von meiner Seite. Philipp, wenn du nichts mehr hast, wir können auch gerne nee, Schluss, Schluss machen an der, an der Stelle. Ja. Kein, ja. kein großes Problem. Ich hatte sonst noch Akte X auf der auf dem Plan. Ach so, hm, ja okay. da hast du mich ja wieder mit. Äh, aber ja. ja, hinsichtlich der der Reboot oder Remake oder wie auch immer Geschichten. Und wie gesagt, ja. ich habe die elfte Season glaube ich noch gar nicht gesehen. Ich habe damals aber die elfte dass Season ist, oder die zehnte Season soll ja eigentlich kein, Re kein, kein Remake sein. Nee, das soll es ja ist ein, eigentlich eine Fortsetzung. Ein Sequel ne? sein. Ja, ja. aber Deswegen ja, das irgendwie nicht. disqualifiziert. Disqualifiziert? Ja, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich fand schon, dass es irgendwie eine Art Reboot war, weil sie es ja, ja auch so ein bisschen mit, ein mit, selbst, mit selbstironischem Humor und solchen Sachen dann plötzlich angereichert haben und so. ne? Und ja, funktioniert so mäßig gut irgendwie. Weiß ich nicht. Geht so. Aber dann vielleicht zu allerletzt, wo wir vorhin mit Tomb Raider schon angefangen haben: dass der Tomb Raider-Film, der rauskam 2018 war ja im Grunde auch eine Art Reboot der Film Ich dachte schon, du meinst das mit Angelina Jolie. Du meinst den anderen? Ja, das, das war ja kein Reboot. Das waren ja die Originalfilme. Nee, Aber es kam ja 2018 mit Alicia Vikander ein äh, Film raus, der insgesamt relativ schlecht bewertet wurde offenbar und deswegen gab es auch keine, keine Fortsetzungen. Aber der passte natürlich extrem gut zu dem Reboot der Spielereihe. Weil sie natürlich jetzt mit Alicia Vikander auch jemanden, das ist übrigens die gleiche Darstellerin, die auch in Ex Machina die, äh, die Androidin spielt, ähm, dass sie mit Alicia Vikander natürlich jemanden besetzt haben, der extrem gut zu dem neuen Lara Croft-Stil aus den Reboot-Spielen passt. Und das fand ich wiederum gut. Andererseits muss man sagen, ja, storymäßig. Nein, ja rein optisch und auch ja, so von der, von der vom, vom Habitus her so weißt du von der Bewegung und so und sie haben es ja auch so gerebootet, dass sie in dem Film ja auch noch nicht die super krasse äh, Kampf Amazone der Vernichtung ist das haben sie ja, ja, ja bei, ja, bei es, ist ja, es ist ja das Reboot Spiel 1 zu eins als Film genau im Grunde ja was ne? ja nicht funktioniert aber im Grunde ja, ja. Und, und da merkte man halt ja eigentlich waren die Elemente da dass das hätte ein guter Film werden können, aber man hat sich halt weder bei dem Bösewicht, noch bei der eigentlichen Story, noch bei dem Pacing der Geschichte in irgendeiner Weise Mühe gegeben, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist so eine vollkommen generische Standardgeschichte geworden. Ja, sie ist da halt irgendwo und da ist so ein Bösewicht und sie muss dann da irgendwas finden und dann krebst sie da am Ende in irgendeinem Grab rum und muss da so ein paar Fallen entschärfen. Das ist der ganze Plot. Und das ist halt so. Leute, jetzt gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Jetzt schreibt doch mal eine Geschichte, die irgendwie irgendwas irgendwas hat. So, ne? Und schade drum, muss man sagen. Schade drum. Also, ja. Also, Elisa Vikander hätte ich gern gesehen als Lara Croft in Folgefilmen, aber dafür fehlte einfach die Grundlage. Die Story war einfach super generisch und... Du meinst du ja ein Shadow of the Tomb Raider oder was? Naja, keine Ahnung. Weiß ja nicht, ob es jetzt die Filme 1 zu 1 aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt die Spiele eins zu eins verfilmt hätten. Man hätte da ja durchaus auch mal eine neue Story schreiben können, aber ja, ähm, das war ja, wie gesagt, so 1 zu 1. Aber war, nicht war das original die Story? aber das ja, ist doch nicht die Originalstory original, gewesen die Szene mit dem Flugzeug das ist das ist genau wie im Spiel das ist das das Spiel Na, im Spiel strandet sie doch aber Moment mal im Spiel strandet sie doch aber mit einer Crew von diversen Leuten auf einer Insel. genau das ist nämlich eine der Sachen die sie geändert haben im Film ja, aber das ganze ja. Setting die ganze Story ist das aus dem Setting Spiel. ja das Setting ja aber der, der Backplot ja nicht mit den mit den Leuten die sie da am Start hat und so das nicht. Mm, doch. Sie, sie will ja. Sie macht eine Expedition. Nur macht sie diese Expedition, um etwas zu finden. Nur macht sie diese aber Expedition sie halt da. im Spiel mit mehreren Leuten und hier macht sie sie allein. Und beziehungsweise ja. passieren halt Dinge, ne? Ja, ja. ja. Gut. Also aber mir es ist, ist das eigentlich beim, das Spiel. Mir ist das beim Filmgucken gar nicht so aufgefallen, weil die doch generell so generisch, ist, dass sie nichts ja. Eigenes hatte. Spiel das jetzt passiert aber halt mehr, ne? Ja, ja, klar, da hast du ja auch mehr Interaktion, weil du, mehrere, Charaktere, ne? weil du mehrere Figuren hast, irgendwie so, ne? Ja, klar. Ja, ja allein Und da schon frag deshalb, ich aber auch sonst. Da frage ich mich dann auch, ich meine, wie schwer kann es denn bitte sein? einen geilen, spannenden Indiana Jones Plot mit einer weiblichen Hauptfigur zu schreiben. Das kann doch nicht <laughs> unmöglich sein, das muss doch gehen. Ja. Na, mach doch eine geile ja. Story, die so ein bisschen over-the-top ist, mit irgendwelchen Artefakten, mit ein bisschen Magie und ein bisschen Rumgeballer. Und aber mach, mach einfach Indiana Jones mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Sie kriegen ja nicht ich mal. Alter, äh, nicht mal Indiana Jones neu hin. Also, ja, das ist ja das Ding. Und ich muss ja sagen, ich liebe ja die Originaltränge. Ja, ja habe ich nicht gesehen. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich die Spiele auch nie gespielt. Da verbindet mich emotional nichts. Ja, aber, aber der es ist ja auch Indiana Jones ja, letztendlich. Mit, der, wurde auch, ja. der wurde ja auch stark kritisiert, weil er so super generisch ist, keine, eigene, keine einzelne genau. eigene, eigene Idee hat. Ich habe auch so. nicht gesehen, aber. Aber ich meine bloß, wenn man sich Indiana Jones anguckt. Wann kam der erste Indiana Jones raus? 86? Oh, 87, in den 70er noch, oder? Also nee, 80er, 80er, 80er. Echt? Ich hätte das jetzt kein, irgendwie das zu war kein, Star Wars-Zeiten nee, halt. Nee, 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 kam nee. Haben Sie nach so Star Wars raus? Es. Ja, warte. Erster Teil. 81. Ah, krass. 80er war klar. Aber das war ja nicht lang nach Star, nach Star Wars. Erster nee, Star Wars-Teil kam. Vier Jahre 78 so. kam der erste Star Wars raus, glaube ich, oder so. Ja, no, nee, war es nicht ähm, 76? Mann, dann google ich das jetzt. <laughs> das sind so Star Details. Star Wars. Star also wars anderes. 77, erster Teil. Sieben, ja, und genau dann dazwischen. kam kamen ah. 80 kam Strick zurück und 83 kam Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dazwischen offenbar hat Harrison Ford genug Zeit gehabt, um Jäger des verlorenen Schatzes zu drehen. Und ich muss ja sagen, die ersten drei Filme, ich meine, den zweiten... Den fand ich immer so ein bisschen so ein bisschen mehr. aber den ersten und ganz besonders den dritten finde ich bis heute unglaublich großartig. Was war nochmal der zweite? Ist, wie war noch mal der Untertitel äh, davon? Tempel des Todes. Ach, wo du des Todes, dann in, ja. Indien, in Indien rumkrebsen mit diesem mit, dem mit diesem Affenhirn Kali, auf Eis, oder? Mit diesem, genau, Affenhirn auf Eis, mit diesem Kali-Kult. Ja, ja. <laughs> mit, mit Herz rausreißen und äh, Dingen. Ich sehe hier gerade 2023, Indiana Jones 5, Arbeitstitel. Aha. Ob das ja, ja, sein das muss. Doch, das ist doch bekannt, dass naja. die den neuen Indiana Jones bringen. Ich bin ja nicht überzeugt. Ich habe heute nee. übrigens in meinem, in meinem Instagram-Posting zu Plot Armor diese Szene gebracht, wo Indiana Jones in Teil 4 eine nukleare Explosion überlebt, indem er in einen Kühlschrank steigt und sich von der Explosion 500 Meter wegschleudern lässt und danach aus dem Kühlschrank steigt, als wäre ihm nichts passiert. Und man denkt, wer Ach, schreibt genau so. denn sowas? Das ist ja furchtbar. Das ist so dumm. Das kannst du doch nicht schreiben. Du kannst doch nicht jemanden unmittelbar neben einer Nuklearwaffe in einen Kühlschrank klettern lassen und den das dann überleben lassen. Das ist doch super absurd. Deutscher mit deutscher Qualitätsarbeit. Ja, genau. mit Bleiverschalung. Aber der Punkt ist, er kriegt ja nicht nur die Strahlung ab, sondern das Ding wird ja durch die Explosion auch noch durch das halbe Level geschleudert sozusagen. Und er Allein überschlägt sich das 5000 Mal. Allein das hätte ihn fünfmal töten müssen. Und ja, ja. am Ende macht er das Ding auf, kriecht da raus, hat weder Strahlenschäden noch irgendwas anderes. Das ist einfach nur lächerlich. Also tut mir leid, das ist einfach nur lächerlich. Und ja, auch in den anderen Filmen hat er natürlich Plot-Armor. Die Nazis ballern da auf ihn und treffen ihn natürlich nicht und so weiter. Aber der Punkt ist: Bei den anderen Filmen hast du gemerkt, die nehmen sich halt auch nicht so furchtbar ernst. Da hast du gemerkt, dass das Spaß betonte Actionfilme ja, waren. Die so die Sachen mit dem Kühlschrank nicht gemacht. Ja, aber du kennst ja den Unterschied zwischen absichtlichem, absichtlichem ja, ja. und unabsichtlichem Humor. Ne, das Wer ist weiß. So, wenn du unabsichtlich komisch bist, ist das nicht gut normalerweise. Und na, wie gesagt hier die die Original Indiana Jones Trilogie nach wie vor großartig, besonders der dritte Teil, wo halt, äh, wie heißt er denn hier, Sean Connery seinen Vater spielt. Die Chemie ist einfach extrem großartig, also wo ich dann auch immer denke, warum muss man das jetzt bis zum Exzess auswalzen, besonders nachdem ja der vierte Teil bereits von Kritikern und Fans brutal zerrissen wurde. Warum und da hatte mein Vater ja so eine noch Vater -Sohn Geschichte nochmal versucht. Ja, und das brauchst du halt einfach nicht. Das, 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 das macht die Sache nicht besser. Und deswegen meine ich: Nimm dir doch einfach einen Plot aus einem dieser drei Filme, schreib das ein bisschen um, mach das ein bisschen zeitgemäß und pack eine weibliche Hauptfigur rein. Und dann hast du ein, ein Skript für einen Lara Croft-Film, weil Lara Croft ist doch nichts anderes als eine weibliche Indiana Jones. Das ist doch exakt der Charakter. Und ich, es, es, es will mir echt nicht in den Kopf, warum man dann so einen, so einen Totalausfall von Drehbuch präsentiert, der keine eigene Idee hat, selbst die übernatürlichen Aspekte, wo sie da in diesem Grab rumkrebsen irgendwie und so, selbst diese sind ja. total lame. Was soll denn das? Es wurde, es wurde äh. ja, glaube ich, auch bei, war das bei dem Uncharted, aber das ist ja so eine generelle Kritik, die man immer wieder bei Videospielverfilmungen hört, dass es eigentlich am besten wäre, wenn man halt das Setting nimmt, das Universum und dann eine eigene Geschichte erzählt, statt zu versuchen, ja. ein ja. Spiel nachzufilmen. Ja, vor allem, weil das Ding ja ist, wenn du das als Spiel hast, kannst du ja das Pacing als Spieler selber bestimmen. Du kannst ja selber vorgeben, wie schnell bewege ich mich da durch oder wie oft versuche ich das und so weiter. Als Film funktioniert das halt nicht. Ne? Also so eine einfache Geschichte wie, du musst jetzt in ein Grab reingelangen und da sind Wachen. Als Spieler hast du Spaß daran, das fünf, sechs, zehn mal zu versuchen auf unterschiedlichen Wegen. in einem Film. Ja, im Film muss man halt eine Muster sehen und ja, dann wird in einem Film muss das halt eine relativ stringente Geschichte sein, damit das funktioniert. Du kannst also nicht das Pacing aus dem Spiel eins zu eins als Film übersetzen. Das wird nie funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren, falls es halt unterschiedliche Medien sind. Und ich bin jetzt kein Drehbuchautor. Ne? Nicht, dass es das hier so klingt. Ich habe keine Drehbücher geschrieben bisher oder sowas. Aber ganz ehrlich, eine Story zu entwickeln Noch spannend, Ja, na gut, ein Drehbuch <laughs> zu schreiben ist jetzt, ist jetzt auch keine Hexerei, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Aber ähm, der Punkt ist, wenn du eine gute Story-Idee hast, mit coolen Figuren, einem coolen Twist und so weiter, dann ist es kein großes Problem, daraus eine gute Geschichte und im nächsten Schritt ein gutes Drehbuch zu machen. Das ist keine Hexerei. Aber der Punkt ist nicht mal diesen Aufwand machen sich ja offensichtlich die, die Schreiber derartiger Skripte. Und ich kann halt echt immer nicht nachvollziehen, wie sowas dann akzeptiert wird und dann wird gesagt, ja, wow, das ist eine geile Story, lass uns das mal als Film umsetzen. Ich verstehe es nicht, wie wie sowas abgesegnet werden kann. Weil ich meine, Indiana Jones, wenn man das noch mal als Beispiel nimmt, ja, Indiana Jones im dritten Teil hat nicht nur die Nazis als Gegner und die auch sehr gut inszeniert, dann gibt es eine wie hieß sie Elsa? Diese diese Spionen oder sowas? Die ja. wirklich die mega Spione, hot. Ja. Die fand ich mega hot damals. Also die wow. Das, dafür, dass es das eine von den Bösen ja. war, war die mörderhot. Ja. Also eine so eine so, eine, Zwie <laughs> so eine so eine so Absolut, zwielichtige so eine zwielichtige Figur. Dann hast du diese Spannung zwischen Vater und Sohn ne? mit Indiana Jones und seinem und seinem Vater. Und dann hast du aber dazu diesen ganzen mythischen Backplot, wo sie da in, in Petra oder wo sie das gedreht haben in Jordanien oder was, da rumspringen und im Tempel und den Heiligen Gral suchen und so. Wo du denkst, ja wow, nimm Figuren, die miteinander irgendwie eine, eine Backstory haben, dann packst du zwei, drei Villains dazu, baust dazu so einen mystischen Überbau über ein Artefakt und inszenierst das Ganze mit ein bisschen Schmiss, ein bisschen Humor und ein bisschen Action und fertig ist der Plot. Das ist wirklich keine Hexerei. Und kriegt man offensichtlich heute nicht mehr hin. Man, nimm, nimm dir einen beliebigen der Indiana-Jones-Filme und halte die Story, die da passiert, mal neben Tomb Raider. Dann wirst du feststellen, Tomb Raider ist so oh, eine Insel, da ist so ein böser Schurke, der will, dass da so ein Grab und weil da da, da ist so ein Artefakt drin. So, bumm, zack. In Indiana Jones hast du Nazis und U-Boote und dies und das und hier irgendein Todeskult in Indien und keine Ahnung was. Da hat man auch richtig Bock gehabt, eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht cheesy ist, ja? Zugegeben? Aber die funktioniert. Die funktioniert auf vielen Ebenen. So, und das da, da, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, wann mal wieder so ein Film kommt, der so ein Level hat wie damals so die Indiana Jones-Filme oder so. Ich weiß es nicht. Auch ich hier dieses gar ganze. Das ist hattest so du diese? Zeitding gewesen? Wie hieß denn das? Warte mal, National Treasure? Hieß, waren das die National Treasure-Filme mit, mit Nicolas Meinst Cage? Meinst du mit Nicolas du da, Cage? Ja, 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 ja. Hier, Vermächtnis der also Tempelritter und so. Vermächtnis der Tempelritter. Ja, das war das, ne? Was ja so ein bisschen in diese Richtung geht, so, aber auch ja. halt auf so einem ganz reduzierten Level, finde ich. So, ja, sie krebsen da ein bisschen umher und suchen dann irgendwas auf der auf der ja, ja. Verfassung der nee, USA und in, in, in Serienformen ah. gab es ja noch Relic Hunter, das fand ich manchmal auch nicht schlecht. Oh Gott, mit Tier Career! Mit oh, Tier -Career. Wie alt ist das denn? Verdammt, das ist ja böseste 90er. Ja, ja, das ist oh, ja wow. 90er. Relic Hunter, ach du Schande. Das war für mich ja. immer so, wenn du Lara Croft bei Wish bestellst. Das war immer so Relic Hunter. Ja, eben. So ich super Trash er, irgendwie. Ja, ja. ja, genau. Und du hast halt, das war, war sicher auf eine Vorlage. <laughs> Komm. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. höchstwahrscheinlich. Ja. ja. Stimmt, das hatte ich vollkommen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem, gar nicht mehr auf dem Plan. Relic Hunter. Ja, wow. So, aber ich meine, wie schwer ist es denn, bitte irgendwie aus ein paar Versatzstücken. Ein halbwegs spannendes Skript zu schreiben. Das ist wirklich nicht so schwer. Und nicht mal das kriegt man hier hin. Das ist alles so generisch, wie es nur geht. Ich verstehe es echt nicht. Also, ich weiß echt nicht, was mit der, mit der Filmwelt du? nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht. Wusstest du eigentlich, dass Tier-Career mal bei eine schrecklich nette Familie war? Nee. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du eine schrecklich nette Familie geschaut hast. Also, ich habe ich hab es schon geguckt. Ich habe das schon geguckt. Schon genau und real, ja. die ähm, war das Christina Applegate also die die Tochter von mm. ähm, L... dumpf dumpfbacke genau AK dumpfbacke <laughs> äh, die war ja die hat ja so eine Modelkarriere eingeschlagen und ähm, Tier mm. Career war eine von diesen Models da ah, das okay. ist mir auch erst Jahre später aufgefallen dass so hey die kenne ich doch ach und. Und äh, war denn ja. Warte mal. Eine... Witzig. War nicht witzig. Ach, hier. Also, sie die hatte dann sich so ein bisschen an ihren Dings. In äh, an einer, ihren in einer Folge. Folge. In einer Folge. Mm, genau. Genau. Aber sie war nicht April, ne? April. Weiß die, ich nicht, die vor... wie sie hieß. Ich weiß nur, das war halt eine Model-Kollegin von ihr, so eine Konkurrentin quasi. Ich, ich schweife mal die... kurz ab. Es gab in Schrecklich Nette Familie eine Figur. Nee, April die war auch hieß... eine. Die taucht öfter auf. April auch, war oder? die Nachbarin, ne? oder irgendwie sowas. Nur das Geile nee, die war. Nachbarin? Die Nachbarin? Die, die, die flachbrüstige? Nee, Nein. Carrie, Carrie Russell war April. Und die hieß, glaube ich, nee, nicht, nicht die Nachbarsmutter, sondern eine, eine andere Nachbarin, glaube ich. Und äh, der Charakter April, die hieß, glaube ich, April, May, June. So hieß die Figur. Also April, Mai, Juni so hieß die Figur, vollständig. Und das war oh damals immer, das fand ich damals ist, immer ja. schon großartig, dass die, dass die der Figur <laughs> halt so eine so eine total total, nah, total dummen Namen irgendwie geben und sowas. Und ja, wie gesagt, also nur kurzer, kurzes, Ab, kurzes Abschweifen. Aber wie gesagt, hier diese Abenteuerfilme, warte mal, wir können ja mal gucken, was hat ein Uncharted für eine, für eine Wertung bekommen? Uncharted IMDb 6,4, ja, wirklich eher so meh. Naja. Aber wie gesagt, da muss ich sagen, da würde mich jetzt auch emotional gar nichts mit verbinden. Ich habe die Uncharted-Spiele nie, nie gezockt. Tomb Raider ja, aber Uncharted ist komplett an mir vorbeigegangen. Ist ein Konsolentitel, ne? Ja, aber sagen, war ein kompletter Konsolentitel, rum. ja. Hm. Ja, eben. Mein Bruder hatte hm. das halt auch gespielt und ich war damals ja schon auf PC und hatte mal gesagt, boah, wie geil das ist und so. Und irgendwann ja. hatte ich mir halt dann die PS3 von ihm ausgeliehen und habe dann alle Titel nachgeholt und muss sagen, boah, die waren echt geil. Ja, Vor allem ja. zu der Zeit haben die halt auch grafisch Maßstäbe gesetzt, einfach. Ja, es war halt wie so ein Actionfilm, ne? Zum Mitspielen, so diese, diese Ja, Sachen. aber das, das sah so gut aus. Mm, mm. Ja. Und dann, wie gesagt, hat und man ja, das versucht. Ja, halt auch super halt inszeniert, wie ein Film halt. Ja. Und dann haben sie halt versucht, das als Film umzusetzen und haben im Prinzip sich ja sicher mehr nicht. oder minder. 1 zu 1, sie haben ja einzelne Sequenzen aus den Spielen direkt im Film danach gebaut, ne, wo er mm. da am Flugzeug hochkrapselt ja, ja, über, ja, ja. über die Kisten ja, ja. und so. Und man dann denkt, ja, das ist so Fanservice, das ist ja ganz nice. Aber gebt euch trotzdem doch mal Mühe, eine Geschichte zu erzählen. Also einfach nur Versatzstücke zu präsentieren, die Fanservice sind, das, das reicht doch nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch so, als wenn du jetzt wie in Star Trek Picard oder so ne, wo du halt dann so Versatzstücke rein du machst halt so ein paar Nebencharaktere, die man kennt von früher und dann machst den kleinen Nebenplot mit den Borg, aber eine Geschichte wird das nicht, sondern es ist einfach nur so ein bisschen Fanservice präsentieren und das reicht halt nicht. Und das merkt man dann bei solchen Sachen. Ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat, aber ich wage zu bezweifeln, dass der seine Produktionskosten wieder eingespielt hat, schadet Also glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert. Ich könnte es mir fast vorstellen, dass das geschafft hat, alleine durch Meinst die, du? ja? durch den Namen. Warte mal. Durch den Namen und durch die Besetzung, das könnte schon einige Leute ja, angelockt gucken. haben, sage ich mal. Uh, warte mal. Ja, doch, sie haben 220 Bist Millionen jetzt schon durch Dollar genommen. Ja, warte mal. Uh, bab, 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 bab. die Frage ist, was hat er gekostet? 120 Millionen. Das ah, steht dann haben sie Google ja, wobei man, habe ich ja von David Hein gelernt, immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn der Film als solcher 120 Millionen kostet. Sind das meistens nur die Kosten des Films? Ja, da, da kommt das noch das Marketing die Werbung noch und so, nicht ne? mit bei. Und das Marketing ist manchmal nochmal so viel, wie, das, wie der Film kostet. Also ja, ja, stimmt. 220, Frage, ne? 220 Millionen Dollar, das wird kein Megakracher geworden sein. Vielleicht sind sie plus-minus null rausgekommen. So aus der. Ja. Aus der Geschichte, aber ein erfolgreicher Film ist das nicht gewesen, höchstwahrscheinlich vom Einspielergebnis. Und bislang ist auch kein Teil 2 angekündigt, oder? Ich kann mich nicht. Naja, ist ja noch recht neu, ne? Also. Ja, recht neu. Wann kam der raus? 2022, oder? Also in diesem Jahr. Also man kann ihn schon kaufen und. Kam der dieses Jahr erst raus? Ernsthaft? Also entweder dieses oder letztes. Der war jetzt nicht wirklich alt. Echt, ja? Ist der, kam der erst dieses Jahr raus? Mir kommt das vor, als wäre der schon. Ja, ewig sogar. Mhm. Krass, tatsächlich. Nee, nee. Wow. Heftig. Tja, ja, so schnell vergessen. Vergeht, ne? Ja, <laughs> verrückt. Ah ja, I see. Ja, gut, okay, dann ist natürlich die, die Verkaufsumsätze, äh, DVD-Markt und so, ist wahrscheinlich noch nicht. Müsste noch, noch kommen. nicht komplett. nicht, ob erfasst. das schon durch ist. Also, Kino ja. ist durch, aber. Ja. Box Office Kann ja und sein, so kann ja sein, dass solche Filme dann doch noch mal irgendwie zu einem Kulthit werden, irgendwie in der DVD äh, Veröffentlichung mhm. oder so. Das mag sein. Ja, gut, es ist 1 Uhr, vielleicht ein guter Zeitpunkt, um diese Episode zu beenden yes. nach 5 Stunden. Ja, es war einiges dabei aus verschiedensten Bereichen, glaube ich und vielleicht auch der ein oder andere Tipp oder der ein oder andere die ein oder andere Abschreckung. Äh, dabei, dass man sich bestimmte Sachen vielleicht doch eher nicht angucken soll. Ich hoffe mal, wir sind beim nächsten Mal wieder in Besetzung mit Taya am Start. Vielleicht kriege ich ja Zombo sogar auch nochmal dazu. Der ist nur immer anderweitig verplant und hat nie Zeit, wie das immer so ist. Aber schauen wir mal. Nee, ein thanksgiving habe ich noch nicht. Müsste ich auch nochmal einbauen. ich eins. <laughs> hm. Keine Ahnung. Ich habe deine Chat-Commands nicht studiert. Ich weiß es nicht. So, aber wie gesagt, ja, beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder in mit Verstärkung von Taya. Schauen wir mal. Äh, Thema, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Wir können mal. wir uns ja zwischendurch mal abstimmen, was ja. wir uns da. Wir können ja jetzt mal anfangen, so Richtung Genre Filme zu gehen, dass wir immer uns ein Genre mhm. schnappen und ja. dann vielleicht mal so ein paar Sachen irgendwie sezieren oder kann können wir auch im Gaming Bereich machen. ne? Passt ja auch irgendwie so. In die Richtung. Dann erstmal vielen Dank an den Chat und alle, die hier so am Start sind und waren. Wir sehen uns gerne wieder beim nächsten Stream. Am Dienstag gibt es bei mir auf dem Channel erstmal noch die vermutlich letzte Episode von In Sound Mind. Und sobald ich damit durch bin, würde ich mit dem lieben Phil vielleicht dieses We were here forever im Wort yeah. spielen. Das sind so ein lustiges ja Rätselspiel schön. mit ganz weirden Rätseln irgendwie. Das wird dann vielleicht Dienstags-Unser Dienstagsformat ähm, werden. Am Donnerstag geht es dann weiter mit Detroit Become Human und ich hoffe, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe jetzt da nochmal nachgelesen und habe eine Testaufnahme gemacht. Neulich, da gab es dann keine Soundbugs mehr. Ja, schlecht optimierte Spiele und so Dinge. Ähm, ja, Donnerstag also dann wieder Detroit Become Human. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da noch weitergeht. Ich habe wirklich ja gar keine Ahnung. Ist ja kompletter Blind Run. Und sobald dann unsere Bring Back the Loot Caption Challenge durch ist, Philipp, hast du gespendet? Dann. Ähm, naja, noch nicht. <laughs> Gibt es auch mal wieder Elden Ring demnächst. Schauen wir mal. Ja, ansonsten von meiner Seite aus schon mal eine gute Nacht und vielen Dank und äh, bis dann. Ja, von mir aus. Auch. Ich mache das jetzt noch schnell bei, bei mir im Stream, Verabschiedung. Jo, äh, ja, ja, ja. ja, also Sascha hat ja gerade schon mal angeteasert. Dann Dienstag eventuell neues neues Spiel. Ich werde ähm, vielleicht sogar morgen, ähm, also am oder heute, ist ja heute schon, am Sonntag. Verrückt. Und hm. übrigens, guten Morgen, Gärtnerarzt. <laughs> Lass uns Wildschweine jagen. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich wollte jetzt beenden. Da kommst du leider ein bisschen zu spät. Tut mir leid. <laughs> ähm, aber ja, morgen werde ich dann äh, abends ähm, noch etwas Cloudpunk streamen, das Ende. Beziehungsweise äh, die, die Nebenmission habe ich ja gesagt. Ja nee, ich habe genau, ich habe das DLC gespielt, habe die ah. Story abgeschlossen, aber ich habe alle Nebenmissionen geskippt Wie lang war die Spielzeit ungefähr? Von dem DLC? Oh, das kann ich jetzt also schlecht einschätzen. Du hast nur den DLC gespielt, das ist dafür, das ich dachte, du hast das Original? Das nee, Original -Spiel nee das Original habe ich vorher schon gespielt. Ach so. Was. Ich habe jetzt mir vor kurzem DLC gekauft und habe den gespielt und mache jetzt Alter, noch die Nebenmissionen. was ist denn dem hier unten los? Hier ist gerade Sirenen meine Güte! Ja, ja schon Eskalation. Genau. Und dann ah, Dienstag so dann kann. eventuell neuer Titel. Mal schauen. Und was ich, was ich sonst noch spielen werde, muss ich mal gucken. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, was jetzt nach Cloudbank kommt. <laughs> Vielleicht werde ich mir mal Black Mesa, <laughs> Black wolltest, Mesa du nicht den, wolltest du nicht den uh, Dead by Daylight Dating Simulator spielen? Ja, nee, den, der <laughs> fällt raus. <laughs> da kannst du dann Sadako aus The Ring daten oder so. Ja, gut. Ja, aber dazu vielleicht gut. zu einem späteren Zeitpunkt. Das wäre vielleicht tatsächlich eine Option. Aber nein. <laughs> <laughs> gut. Alles klar. Gut. Na dann von meiner ja, Seite vielen aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis dann.